Hallo, entschuldigt. Das war das erste Mal, dass ich eingezählt wurde für unser Pen and Paper. Sonst war ich immer diejenige, die den Knopf drückt. Das ist sehr ungewohnt. Also, hallo, letzte Woche habe ich den Knopf gedrückt, ja? Das stimmt, aber da habe ich gesehen, dass es angegangen ist. Da habe ich nicht mal, dieses Mal sehe ich nicht mal, dass man uns sieht. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Ja, hallo und willkommen zu unserem One-Shot für diesen Monat. Heute spielen wir dank Dominik, der uns diese wunderbare Welt zugeschickt hat, wieder eine weitere Fate-Abenteuerwelt. Und zwar, ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen, aber wenn ich es in meinem Kopf halte und ein Stück zur Seite gehe, sollte das passen. Heute spielen wir endlich die geheime Welt der Katzen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass alle Mitspieler heute Katzen sind. Ganz kurz, um es ganz kurz zusammenzufassen, worum es bei die geheime Welt der Katzen geht, ist, wie gesagt, unsere Spielerinnen sind heute alle Katzen. Es spielt aber in unserer jetzigen Welt, also spielt in der normalen Welt. Das heißt, es sind Katzen, wie wir sie auch kennen. Es sind ganz normale Hauskatzen, es können Streuner sein, es können Katzen sein, die drinnen und draußen leben, was auch immer. Das Besondere ist nur, dass Katzen in dieser Welt erwachte Geister sind. Also sie sind intelligenter, als man denken würde, und sie sind auch einige der wenigen Tiere, die so intelligent sind. Sie können zaubern, sie haben besondere Fähigkeiten und sie sind diejenigen, die unter anderem die Geisterwelt sehen können. Und ihre Aufgabe besteht in erster Linie darin, ihre Bürden, wie sie sie so schön nennen, zu beschützen, also ihre Besitzer. Ey. Bürden, deswegen nennen wir sie ja so. Die wohnen bei mir. Ja. Ich kann da nichts für. Davon abgesehen ist es so, dass die Katzen auch in ein bestimmtes System eingebaut sind. Reviere, es gibt Parlamente, die dafür sorgen, dass die Katzen sich treffen und untereinander abmachen, wer welche Aufgaben übernimmt, wenn irgendwas Ungewöhnliches passiert. Dass man weiß, wer diesen Aufgaben nachgeht und dass diesen Aufgaben nachgegangen wird. Denn wie gesagt, Katzen sind die einzigen, die die Geister, die aus der anderen Welt kommen können, aufhalten können und deshalb die Menschen schützen müssen. Menschen sehen sie das nicht. Trotzdem sind Katzen weiterhin Katzen. Das heißt, bestimmte menschliche Dinge, die für uns normal sind und die für uns total logisch sind, sind für Katzen halt so. Ja, ich habe keine Ahnung, was der da macht. Ich kann nicht lesen, was auf diesem Schild steht. Ich verstehe nicht, was dieses Symbol zu bedeuten hat. Es sind also trotzdem weiterhin Katzen. Es sind sehr intelligente Wesen, die ungewöhnliche Sachen sehen, aber die nicht unbedingt alles aus der normalen Welt verstehen. Ich kann alles lesen. Jetzt sagst du. So. Ich würde sagen, ihr stellt euch jetzt erstmal vor. Und nachdem ihr euch vorgestellt habt, euch, eure Katzen, eure Aspekte auch, werden wir einmal noch mal ganz kurz darauf zurückgehen, wie man Fake-Punkte ausgibt und welche Aktionen man hat. Und dann fangen wir auch schon an, damit wir uns noch einmal vor Augen führen, wie Fate überhaupt funktioniert. Okay, wer möchte sich zuerst vorstellen? Ich weiß nicht. Die zuerst spricht. Offensichtlich ich. Nach Ihnen. Ich muss kurz überlegen, was ich alles verraten möchte. Also, mein Name ist Pieper. Dazu müssen wir einmal ganz kurz sagen. Das sollten wir noch vorher sagen. Das sollten wir einmal kurz erklären. Ja. Alle Katzen haben drei aktive Namen. Ich glaube, so kann man es am besten erklären. Ja. Drei aktive Namen. Das ist einmal der Rufname, wie Katzen sich untereinander rufen. Einmal der Name, den die Bürde einem gegeben hat, aber den man halt nicht wirklich mag. Und einmal einen Namen, den die Katzen jetzt nicht verraten werden. Das ist nämlich ihr wahrer Name, der daraus entstanden ist, was man vorher erlebt hat, was man vorher gemacht hat, was einen so ein bisschen beschreibt, weitergehend beschreibt. Aber wir alle, falls ihr mal irgendwas zu Dämonen oder sowas gelesen habt, klar, Dämonen kommen jetzt hier nicht vor, aber im Grunde genommen ist die Idee ein bisschen daraus genommen. Wenn man den wahren Namen von einem Wesen kennt, kann man dieses Wesen beeinflussen. Deshalb kennen wir die wahren Namen der ganzen Katzen nicht. Oder doch.
Ja, aber nur, dass ihr wisst, deshalb werden wir jetzt gleich nur den Rufnamen, Pieper ist dein Rufname, ja, und den Bürdennamen erfahren, damit ihr euch nicht wundert, wenn ich auf einmal Schnuckelchen rufe und jemand nicht darauf reagiert. Katzen. Also nochmal, mein Name ist Pieper, das ist mein normaler Rufname. Meine Bürde ist ein gewisser älterer Herr, das ist der Bibliothekar der Stadt, Henry, alleinstehend, falls jemand Interesse hat. Und der nennt mich immer Söckchen, was natürlich ein furchtbarer Name ist für so ein edles Geschöpf wie mich. Deswegen ignoriere ich das. Wie sehe ich aus? Ich bin, mein Gewicht sage ich nicht, auch wenn ich es gerade aufgeschrieben habe, aber ich bin ein normales Kätzchen. Schwarzes Fell bis auf Bauch und Pfoten, die sind weiß. Und ich bin mit meiner Schwester hier. Hi! Ich bin Pia. Das ist mein Name, den ich mir gegeben habe. Ich bin ein stiller Sucher. Ja. Ich bin ein voreiliger Hüter. Ja. Meine Bürde ist die einsame Ellie, ein kleines 7-jähriges, trauriges Mädchen. Ja. Tja, ja. Das ist Pia, meine Schwester, was sie schon erwähnt hat. Ich bin komplett schwarz, habe keinerlei weiße Flecken und habe grüne Augen. Ich bin die Jüngere. Ich bin die Ältere. Okay. Dann bin ich bei als nächstes. Hallo, ich bin... Hallo. Ich soll keinen Akzent haben. Bist du eigentlich eine Russisch-Blau? Oh ja. Nein, leider nicht. Also, ich kann nicht machen, aber ich habe ja eigentlich... Nein, alles gut. Ich heiße Mao und meine Bürdin nennt mich aber Mauzi. Ja, ich bin nun gerne ein Pokémon, deswegen. Ja, nennt mich lieber alle Mao. Mein Konzept ist ein kräftiger Gestaltenwandler. Ich bin weiß mit schwarzen Flecken und ich bin ein bisschen kräftig. Gut gebaut und ja, was muss man noch erzählen? Deine Bürde hast du? Meine Bürde heißt Anastasia und sie ist 20 Jahre alt und ist leider manchmal selten zu Hause. Aber ne, sie ist abends zu Hause. Ja, das war's. Okay. Ich habe den Namen vergessen, den meine Bürde mir gegeben hat, und zwar Luna. Hat sie bei irgendwelchen komischen Bildern aufgeschnappt, die ich nicht ganz verstehe, aber da war auch ein Bild von einer schwarzen Katze. Und oh mein Gott! Heißt angeblich. Jetzt ist nicht mehr Groschen ist gefallen. Das ist nicht dein Ernst. Alles gedauert. Es ist okay, Pieper. Es ist okay. 2 Jahre später. Moment, meine Schwester. Oh. Und die klebt immer so einen Sticker auf die Nase. Ja, manchmal klebt sie mir irgendwas auf die Stirn und das finde ich auch gar nicht lustig. Ja. Wahnsinn. Okay. Dann nach dieser tragischen Sticker-Geschichte und nach dieser tragischen Geschichte. Ich heiße Irin und ich bin eine orangefarbene amerikanische Kurzhaarkatze. Ja. Ich bin grazile 8 Kilo leicht. Ich bin 10. Muskeln sind ja auch schwerer als Fett. Und ich bin klassisch getigert, also eine klassische Schönheit, ja, voll schlank, okay? Genau, meine Bürden rufen mich Ponyo. Sie heißen Hayato und Rico. Hayato tippt immer ganz gerne auf so einer seltsamen Maschine herum und vergisst dabei ganz gerne, mich zu füttern. Das kompensiert dann Rico im Übermaß, glaube ich. Eine ganz normale Portion. So viel wiegt eine anständige Katze, okay? Genau, und mein Konzept ist der Sucher von oben. Frage, yes. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ich sage dir, du bist eine fette, orangene Katze. Nur nochmal zur Rekapitulation. Italienisch vielleicht? Ich weiß ja nicht. Sushi. Lasagne. Oh, verrat doch nicht alles. Spielverderber. Alles. Ja, das ist wirklich sehr wählerisch. Aber es erklärt einiges. Was willst du mir damit sagen? Nix.
Ist wunderschön. Ich weiß. Ich habe Täuschen rausgenommen letztes Mal. Okay. Damit kennt ihr unsere Kätzchen nun grundsätzlich. Wir machen es so. Ich muss euch ein bisschen Zeit zum Denken geben, denke ich. Deshalb werde ich euch ganz kurz, wir fangen jetzt ganz kurz mit der Story an. Aber nur insoweit, weil ihr euch gleich was überlegen müsst. Und während ihr euch was überlegt, werde ich nochmal erklären, wie Fate funktioniert. Vielleicht müssen wir es auch hören. Ja, ihr müsst zwei Sachen dann gleich gleichzeitig machen. Okay. Oh mein Gott! Das Multitasking. Also, wir widmen uns der Story, die in dem Band abgedruckt ist. Das Ganze heißt Schwarzes Silber. Schwarz mag ich. Kurze Einleitung. Es ist der Tag nach Halloween und etwas Böses regt sich in Silverfold. Können unsere Katzenhelden der Bedrohung ein Ende setzen, bevor die Stadtbewohner anfangen zu verschwinden? Was auch immer passieren. Wie gesagt, gestern war Halloween. Wie wir alle wissen, was passiert zu Halloween? Zu Halloween wird der Schleier zwischen unserer Welt und der Welt der Geister etwas dünner. Das heißt, jeder von euch hatte gestern Abend irgendetwas zu tun. Und zwar so richtig. Ihr könnt euch jetzt also überlegen, was ihr gestern getan habt. Das kann sein von, nur als Tipp, ihr seid mit eurer Bürde, weil sie halt noch jung ist und Trick-or-Treating gemacht hat, mitgelaufen und habt aufgepasst, dass ihr nichts passiert ist. Oder ihr habt den brennenden Typen mit dem komischen Kopf, der aussieht wie ein Kürbis, bekämpft. Alles Mögliche. So. Wie funktioniert Fate? Es gibt vier verschiedene Aktionen, die man machen kann. Einmal überwinden, einmal sich einen Vorteil verschaffen, einmal angreifen und verteidigen. Mit überwinden kann man sich halt auch einen Vorteil verschaffen. Man versucht halt Dinge zu umgehen, überwinden, wie das Wort schon sagt. Wie so oft benutzt man dafür seine Fertigkeiten und wenn man es nicht schafft, also wenn man einen Fehlschlag erleidet, das bedeutet, man würfelt und man kommt unter die Zahl, die man würfeln muss, dann kann man es nicht mehr schaffen, man erreicht sein Ziel nicht und man bekommt halt nicht das, was man haben muss. Oder, auch die Möglichkeit gibt es, man erreicht sein Ziel, aber mit einem riesigen Haken. Also man schafft es vielleicht doch noch über den Abhang zu springen, aber auf einmal steht auf der anderen Seite ein bellender Hund, der vorher nicht da war. Aber man bricht sich alles vor. Alle gleich. Wenn man einen Gleichstand erzielt, dann schafft man es aber mit einem kleinen Haken. Wenn man einen einfachen Erfolg hat, dann schafft man es ohne Haken. Und wenn man einen vollen Erfolg schafft, das heißt, man hat die höchste Zahl geschafft, dann schafft man es und man bekommt einen Schub. Und Schübe kann man später nochmal nutzen. Okay. Einen Vorteil verschaffen. Mit diesem Aktionstyp kannst du einen Situationsaspekt erschaffen, der dir einen Vorteil bringt. Oder du kannst einen Aspekt, den du schon kennst, in einen Vorteil für dich verwandeln. Das heißt, wenn ihr wisst, das sind so Dinge wie, ihr seid in einem dunklen Raum und ihr wisst, dass der Gegner eigentlich im Dunkeln nicht gucken kann. Also könnt ihr diesen Vorteil nutzen und sagen, okay, der Gegner soll jetzt, ich möchte gerne diesen Vorteil triggern. Und dann fällt vielleicht der Gegner oder stolpert oder irgendwas in diese Richtung passiert. Wenn du einen Fehlschlag erleidest, es passiert halt immer wieder dasselbe, dann funktioniert es nicht. Dann können aber die Gegner rein theoretisch auch Dinge selber nutzen. Gleichstand, es funktioniert, aber dann wird der Aspekt ein bisschen umformuliert, dass es für einen kurzen Moment vielleicht noch ein bisschen komplizierter wird. Erfolg bedeutet, man schafft es. Und wenn man einen richtig guten Erfolg hat, kann man das Ganze zweimal nochmal umsonst nutzen. Also beim Überwinden bekommt man einen Schub, den man später nutzen kann. Bei dem anderen kann man den Erfolg danach einfach zweimal for free nutzen.
angreifen. Klassisch. Ihr wollt irgendjemanden angreifen, wenn ihr in einem Konflikt steht. Ja, wenn ihr es nicht schafft, verursacht ihr keinen Schaden. Das kann sich aber allerdings auch negativ natürlich auswirken. Wenn man einen Gleichstand schafft, dann bekommt der Gegner zwar keinen Schaden, aber es gibt einen Schub, den ihr später nutzen könnt. Wenn ihr es schafft, bekommt der Gegner Schaden, und zwar in Höhe der Erfolgsstufe, die man gewürfelt hat. Und wenn ihr einen richtig, richtig guten Erfolg bekommen habt, dann funktioniert es wie normaler Erfolg, aber man kann den Schaden um 1 reduzieren, um einen Schub zu bekommen. Das heißt, dadurch, dass jede Zahl, die ihr ja mehr oben drauf macht, um ihn zu treffen, der Schaden ist, könnt ihr auch sagen, okay, anstatt dass ich jetzt die 5 Schaden mache, die ich eigentlich machen könnte, will ich nur 4 machen, weil das reicht. Das ist eh nur eine Maus oder was weiß ich. Hab aber einen Schub, den ich dann für den nächsten Angriff, für die nächsten 20 Mäuse nutzen kann. 20 Mäuse? Mach euch nicht ab! Verteidigen ist auch das, was der Name sagt. Man verteidigt sich. Wenn man es dort nicht schafft, musst du den Treffer wahrscheinlich einstecken oder es entsteht ein Vorteil für den Gegner. Bei einem Gleichstand erhält dein Gegner einen Schub, wenn ihr versucht zu verteidigen. Wenn du es schaffst, dann kannst du halt dem Angriff ausweichen, und wenn du es sehr gut schaffst, erhältst du einen zusätzlichen Schub, den du das nächste Mal benutzen kannst. Schübe, Aspekte, all diese Sachen können genutzt werden mit Feldpunkten. Ihr habt am Anfang welche bekommen. Jeder hat so viele, wie er Erholungsrate hat. Das heißt, ihr solltet alle 3 von diesen wunderschönen kleinen Glassteinchen haben. Die sind nicht besonders groß. Ich weiß, wir müssen uns irgendwann nochmal was holen, was man, glaube ich, besser sehen kann. Weil die sind zwar ganz süß, aber es ist halt, geht ein bisschen unter. Oh Gott, ich habe ja Feldpunkte. genau das ist das Problem. Und so, meine lege ich auch mal ganz kurz zur Seite. Achso, ihr seid zu. Ich habe schon einen verloren. So. Weil ich einen mehr habe als ihr. Weil ich so viele habe, wie ihr Leute seid. Wofür könnt ihr die ausgeben? Ihr könnt die Feldpunkte ausgeben, um einen Aspekt einzusetzen. Das heißt, ihr gebt einen Feldpunkt aus, um einen eurer Aspekte nutzen zu können. Ihr könnt einen Feldpunkt ausgeben, um einen Stunt zu nutzen. Das ist vor allen Dingen bei den sehr, sehr starken Stunts der Fall. Die, bei denen ihr das, also es gibt einmal die Sachen, die halt dauerhaft da sind, bei denen es schwierig ist zu sagen, ihr setzt es ein, aber die meisten Stunts kosten halt auch einen Fade-Punkt. Ihr könnt einen Fade-Punkt ausgeben, wenn ich versuche, euch zu reizen. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht gereizt werden. Jeder hat ein Dilemma, jeder hat ein Problem. Das Einfachste ist, glaube ich, relativ logisch zu sagen, dass die Katzen, die etwas schwerer sind, sehr gerne essen. Und rein theoretisch könnte ich dieses Dilemma jetzt also reizen, indem ich sage, naja, ihr wollt zwar gerade hier etwas untersuchen, aber du siehst, neben dir steht, da steht in der Ecke, steht ein riesiger Teller mit alten Sardinen. Deine Katze hört also auf, entweder auf das zu tun, was sie gerade tut, um sich dem Teller Sardinen zu widmen. Dafür würdest du von mir sogar einen Feldpunkt bekommen, wenn du das zulässt. Oder du sagst, nein, ich gebe einen Feldpunkt aus, meine Katze ist gerade stark und sie möchte... oder ich in dem Fall bin gerade stark. Ich bin... Ah, nee, und sucht weiter. Außerdem könnt ihr mit euren Feldpunkten Details hinzufügen. Die Szenen sind nicht ganz so ausführlich beschrieben, wie man das sonst aus anderen Abenteuerbüchern kennt. Sie sind ein bisschen allgemeiner gehalten. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht irgendetwas, was auch logisch ist in dieser Szene, könnt ihr einen Feldpunkt ausgeben, um es hinzuzufügen. Natürlich ist es immer in Absprache mit mir. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass hier der Täter steht. Genau, der Täter steht. Genau hier, genau an dieser Stelle. Und die ist sogar schon gefesselt. Er hat noch Blut an den Händen. Das wäre halt fragwürdig. Aber ich bin mir sicher, dass das an dem Haus eine Regenrinne ist, an der ich hochkomme. Oder ich weiß, dass dieses Haus auch eine Katzenklappe, hat, weil hier eine andere Katze wohnt, durch die ich reinkommen könnte. Das sind Details, die man hinzufügen kann, weil sie Sinn machen können.
Ihr bekommt die Fate-Punkte auch im Laufe des Spiels zurück. Unter anderem dadurch, dass ich sage, okay, ich reize euch, ich nehme euer Dilemma oder eure Aspekte. Ich kann nämlich auch eure Aspekte verdrehen. Rein theoretisch darf ich auch eure eigentlich positiven Aspekte negativ drehen. Das ist nämlich, wenn ich einen Aspekt gegen dich einsetze. Das funktioniert auch. Und wenn ihr einen Konflikt aufgebt, das heißt, ihr seid in einem Kampf und sagt, nee, ich gehe, dann bekommt ihr auch einen Feldpunkt. Frage? Ja. Müssen wir für jeden Stand einen Feldpunkt benutzen? Ich glaube, es steht drin, ob man einen ausgeben muss oder nicht. War das nicht das letzte Mal so? Bei den ganzen Spezialisierungssachen steht das nicht drin. Bei den ganz normalen meistens auch nicht. Da stand nichts mit. Stand nirgendwo. Aber ich meine, dass man. Aber ich habe jetzt auch in Erinnerung, dass es bei den Stunts drin stand normalerweise. Wenn du einen Feldpunkt ausgeben musstest. Ich dachte nämlich eigentlich auch. Aber dann ist es irgendwie ein bisschen unklar, wie oft man hier hinsetzen. Also man kann, glaube ich, einen Stunt pro Szene einsetzen. Ich glaub, ja. Und bei den Stunts, wo man Feldpunkte anwenden musste, stand das eigentlich immer mit drin. Ja, und ich habe es halt nirgends gesehen. Aber man kann auch mehrere Stunts anwenden, das geht ja auch. Deswegen. Du kannst jeden Stunt einmal pro Szene. Mhm. Okay. Aber nur, wenn du ihn pro Szene eingesetzt hast, ist er weg. Es gibt ja auch Stunts, die dauerhaft da sind. Genau. Ja, ja, die gibt's auch. Das sind so Sachen wie eure so körperliche Vorteile oder so, ja. Die gehen einfach nicht weg. Das wäre komisch. Ja, nö, jetzt kannst du nicht mehr riechen. Hm? Aber ja, die Sachen, diese ganzen, ich nenne sie mal Zauber, die ihr habt, weil im Grunde genommen ist es das ja. Die kann man dann einmal einsetzen und wenn da nichts dabei steht, dann muss man auch keinen ausgeben. Es gibt ja auch Zauber, die du tatsächlich nur einmal pro Tag oder sowas anwenden kannst. Ja, da steht genau. Da auch dabei. Dann wäre es ja auch egal, dass du das, dann ist es sowieso egal, dass man nur einen. Gott sei Dank. Beziehungsweise bei den Magiestunts steht es, glaube ich, bei, wie oft man das benutzen kann. Ja. Ne? Aber bei den anderen ist es meistens, beziehungsweise viele sind ja auch einfach, du hast +2 auf Wahrnehmung, wenn das und das ist. Mhm. Oder, warte mal kurz, ich glaube, bei dem bestimmt ist es nicht. Ich habe nur, also ein, zwei Bedingungen habe ich drin, aber nicht, wie oft ich den benutzen darf. Ja. Also darf ich den auch behalten. Ja, hier steht zum Beispiel auch nichts davon, wie oft ich den machen darf, aber es also ist halt einer mit Risiko. 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 Dark Winter. So, eins, Risiko. Dark Winter. Gleich werden wir gesperrt, weil wir was singen mit Copyright. Shhh. Das dürfen wir nicht. Du musst es nur so schlecht singen, dass es nicht erkennt. Wack, wack, wack. Wack, wack, wack. Ja, hier steht zum Beispiel, wenn hier so Sachen stehen wie einmal pro Sitzung, ist es halt einmal pro Sitzung. Ja, klar. Das müsst ihr auch bedenken. Es gibt auch Sachen, die halt nur einmal, nicht mal pro Szene, sondern pro Sitzung. Ich meine, du hast auch sowas wie Vorhersehung. Das kannst du nur so lange, also einmal benutzen, bis die Vorhersehung wahr geworden ist. Und dann darfst du es erst nochmal benutzen. Ja. Also, es könnte auch einmal pro 10 Sitzung sein. Ich darf alles so oft machen, wie ich will. Das ist der beste Charakter der Welt. Hast du auch Psychometrie? Ja. Weil da steht nichts darüber. Nee. Wie oft man das machen kann, aber halt Risiko. Okay. Was ist das heißt ein Risiko? Es kann schief gehen. Ja, also du kannst halt. Backfires. Ja, in dem Sinne ja. Sagst du, ich sag dir Bescheid, bevor ihr das macht? Natürlich. Nein, ich setze mich einfach dahin und bin so, ja. Gehirn gefreit. Und dann bin ich leider eine lobotomierte Katze. Hey. Ich guck mal ganz kurz eine Sache. Wollt ihr schon mal erzählen? Habt ihr schon eine Idee, was ihr gemacht habt? Yes. An Halloween. Yes. Hey. Ja, so könnt ihr nämlich auch ein bisschen, so kann man auch noch mal ein bisschen den Charakter der Katze beschreiben, weil es vielleicht auch erklärt, was wer gemacht hat und was seine Aufgaben so waren. Also ich weiß jetzt nicht, wie detailliert das sein muss, aber ich hatte halt jetzt direkt die Idee, dass ich bin ja ein Sucher und in dem Sinne kenne ich mich auch ein bisschen mit Träumen aus. Und meine Bürde Rico wurde von anderen kleinen Menschen dazu gezwungen, seltsame bewegte Bilder in einem großen Kasten anzuschauen. Und die haben ihr wahnsinnig Angst gemacht irgendwie. Und danach konnte sie absolut nicht gut schlafen. Also war ich damit beschäftigt, ihre Albträume abzuwehren. Oh. Abgewehrt. Ja, also so. Ja. Ja? Ja, okay. Nicht? Okay. Also Halloween ist immer eine sehr schwere Nacht für mich.
Es gibt einfach so viele Snacks überall. Also, ich habe versucht, deinen Geist, der da rumgeht, abzuwehren. Trieb sich auch in der Nähe um zu Hause rum, aber ich wurde einfach dauernd abgelenkt. Also, er hat mich betrieben, leider. Und deswegen scheint immer noch irgendwo rumzugeistern. Der Geist. Wow. Good job. Badusch. Wir brauchen noch ein Board mit so mit diesen Special Effekten, also sowas wie Badusch und Explosion. Ich finde, wir brauchen dann ganz, ganz in die Kamera guckt. Explosion. Oh boy. Da ist er wieder. I appreciate good puns. Möchtest du erzählen? Wir können beide erzählen, also den Teil. Bitte nicht gleichzeitig. Okay. Also, da meine Bödin Ellie nicht so viele Freunde hat, ist sie mit ihrem Vater kurz um die Häuser gezogen, um Snacks zu holen oder was auch immer die da machen, aber viel ist dabei nicht rumgegangen, bis wir entschieden haben, gemeinsam entschieden haben, dass wir zur Bibliothek gehen, denn da ist es immer schön ruhig. Ellie hat ihre Ruhe und ihre Bücher. Und ich kann meine Schwester besuchen. Genau. Büchermeister Henry war nämlich mit mir zusammen in der Bibliothek, weil wir wissen, dass Ellie auch nicht so der große Fan ist von Halloween. Und Henry hat vielleicht unter Umständen ausnahmsweise mal abends die Bibliothek geöffnet. Und da haben wir ein bisschen rumgehangen und dann haben Pia und ich ein paar Geister vertrieben. Yeah! Eine Frage. Ja. Ellie hat nur ihren Papa, oder? Ja. Okay. Das ist nicht Henry. Nein. Aber ich habe gerade überlegt, ob Henry wirklich die Bibliothek offen gelassen hat für Ellie oder für Ellie. Entschuldige. Nee. Man weiß es nicht. Nicht für Ellie. Mama Ellie habe ich nicht getroffen. Aber Papa Ellie und Henry verstehen sich verdammt gut. Sie reden sehr viel miteinander. Ah. Komisch. Sie haben auch schon so ein paar Mating-Rituale hinter sich. Das habe ich sofort gesehen. Ja, okay, ja. Okay. Ja. Das ist seltsam. Ja. Warum nicht? Jedem das seine. Meins wär's nicht? Oh, nee. Er ist ein bisschen zu unbehaart. Ja. Mhm. Das stimmt. Eine große Nacktkatze. Ja. Okay. zu dem Ort, in dem ihr euch befindet. Ihr befindet euch in Silverford. So. Zwischen 1878 und 1892 erfuhr Maine einen Silberboom und wurde Heimat für mehr als ein Dutzend kleiner Minen. Die Qualität des Erzes wurde allerdings überschätzt und der Mangel an örtlichen Schmelzern führte zu Ausgaben, die zu hoch waren, als dass der Bergbau profitabel werden konnte. Silverford war eine von mehreren Städten, die während des Booms entstanden, um die Minen zu unterhalten. Eingebettet an die Ufer des Lake Morcat. Im Herzen eines atemberaubenden Hügellandes überlebte Silverford heute als ein Touristenziel. Ab dem Labor Day beginnt die Bevölkerung der Stadt anzuwachsen, bis die Außerstädtischen den Ortsansässigen zu Herbstbeginn beinahe 3-1 überlegen sind. Silverford hat mehr als genug Geistergeschichten abbekommen. Als Attraktion für die Touristen haben sie so manche Grillparty am Lagerfeuer in den Hügeln über der Stadt unterhalten. Die Einwohner sprechen jedoch mit Vorsicht von diesen Geschichten. Obwohl sich die Stadt einer sehr niedrigen Kriminalitätsrate erfreut, sind über die Jahre einige Menschen in den Wäldern und Bergen verschwunden und wurden bis zum nächsten Frühjahr nicht wieder gefunden, wenn überhaupt. Als eine Katze, die in der Stadt lebt, bist du dir sehr wohl bewusst, dass jede Geistergeschichte eine kranke Wahrheit enthält. Dein Parlament hält sich auf dem Laufenden über die bekannten Geister. Die meisten von euch sind aber übereingekommen, dass es das Klügste ist, sie in Ruhe zu lassen, sofern sie nicht den Einwohnern von Silverford gefährlich werden. Die meiste Zeit arbeitest du daran, deine Würde vor anderen Menschen oder den manchmal unnatürlichen Wesen zu beschützen, die sich aus den umliegenden Wildnis in die Stadt wagen. Aber hin und wieder erhebt etwas weit Böseres sein Haupt. Es gibt mehrere Orte, wie ihr gerade schon mitbekommen habt. Es gibt einmal den Ort der Zusammenkunft. Das ist der Ort, wo sich das Parlament trifft. Es gibt das verbrannte Haus. Es gibt den Blue Moon Wald.
Es gibt das Haus jenseits des Flusses und der dunkle Ort. Außerdem gibt es noch unterschiedliche Picknickplätze. Es gibt so Wanderwege. Es gibt eine Brücke. Wie sich an dem Bord. Läuft mit da immer der Dings kopflose Reiter rüber? Wer weiß, aber er hat sich vielleicht auch schon daraus erschlossen, dass es auch ein Haus am Ende der Brücke gibt. Deshalb gibt es auch eine Brücke. ja. Und ansonsten gibt es natürlich das Klassische, was es in Menschenstädten gibt. So große Häuser, wo sich die Menschen manchmal alle zusammen, wo manchmal Menschen zusammen reingehen, entweder nur die Älteren. Dann gibt es die Sachen, wo die ganzen Bücher sind. Dann gibt es die Räume, wo die ganzen Kinder immer hingehen. Also da gibt es Unterschiedliches. So. Es ist jetzt der Tag nach Halloween. Einige von euch müssen sich ein bisschen davon erholen, dass sie gestern Geister bekämpft haben, dass sie Süßigkeiten gegessen haben. Ich habe beides gemacht. Dass sie Abenteuer bekämpfen mussten. Und ihr habt den Tag über damit verbracht, euch zu erholen. Man kennt das ja, ne? Ich habe auch immer sturmfrei tagsüber. Das ist ganz nett. Ich auch. Ich nicht jeden Tag, aber manchmal. Und jetzt wird es langsam Abend, beziehungsweise es ist schon Abend. Die Bürden kommen entweder, sind entweder schon nach Hause gekommen, sind zum Teil sogar schon im Bett, denn es ist so die Zeit kurz bevor man sagt, jetzt ist die Zeit, an der die Geisteraktivität etwas höher ist. Und wo seid ihr? Ich bin zu Hause. Chille vorm Kamin. Der aus ist leider, aber meistens sind wir zu Hause. Aber da ist immer mein Kissen, auf dem ich sitze und liege und dann geht gerade. Um 11 Uhr nachts ist man noch nicht wieder zu Hause. Ach, es ist schon 11 Uhr, ne? Oh Gott, sorry. Ja, dann ist der Kamin warm und an. Bei 11 Uhr nachts würde ich tatsächlich wahrscheinlich sogar bei Eddie sein und darauf achten, dass sie kein Albtraum hat. Okay. Ich liege bei Henry auf dem Schoß, während er ein wirklich ziemlich altes, müffelndes Buch. Und er scheint aber sehr glücklich darüber zu sein. Deswegen, das ist das Buch aus dem Müffel. Ja, deswegen. Aber ich habe mich so hingelegt, dass meine Nase nicht zum Buch zeigt. Sondern so ein bisschen zu den Füßen. Ja, Arsch besser angenehmer. Genau, die Füße so hochgelegt und ich liege so auf den Beinen, aber mit dem Gesicht zum Fuß. Riecht definitiv besser als das Buch. Das meinen Rücken. Oh. ja, also nachdem ich jetzt sicher gegangen bin, dass Dico diese Nacht von Albtraum nicht heimgesucht wird, sie scheint sich wieder beruhigt zu haben, diese seltsam bewegten Bilder verarbeitet zu haben, sitze ich auf, auf unserem Balkon, die Tür ist offen und man hört noch leise aus einem anderen Zimmer, dass energische Getippe von meiner anderen Bürde, die offensichtlich nicht weiß, wann Tag oder Nacht ist. ja, ich bin auch zu Hause und sitze bei meiner Bürde und immer wieder erinnere ich mich an den Geist gestern und dann kann ich nicht anders, als einfach nur zwischendurch meine Bürde zu kratzen, auch wenn sie mich gerade streichelt. Aber naja, und versuche das alles zu verarbeiten und mache mich bereit für den Abend, wo ich dann rausgehen kann. Endlich die Sünden von gestern abarbeiten kann. Und ein Stück Marmelade im Gesicht. Ja. Jo. Okay. Die du auf dem Balkon sitzt, also es sind ja keine. Wir sind hier ja nicht in einem Gebiet, wo du irgendwie im 10. Stock bist, sondern du bist vielleicht im Zweiten, das ist ja so, man stellt sich das so vor, diese klassischen amerikanischen Kleinstädte. Es gibt maximal irgendwie 2 Etagen. Wenn es hochkommt, mal 3.
Das heißt, du könntest sogar ohne Probleme vom Balkon im Notfall runterkommen, ohne dass du dir was tust. Klar, theoretisch. Wenn der Bauch nicht zuerst aufkommt. Das war genau so geplant. Schon unten so ein richtig fett getretener, breit getretener Busch. Du siehst, wie durch die. Es ist nicht ganz dunkel, weil die Straßenlaternen natürlich an sind und auch ein bisschen in den Garten reinscheinen, siehst du, wie eine relativ große, relativ ist hier das falsche Wort, wie eine große weiße Ratte durch euren Garten huscht und Richtung Haus flitzt. Oh, das kannst du sowas von vergessen, Motherfucker. Ich komme! Leise platscht sie runter. Aber die Ratte. Ist sie in unser Haus geflitzt? Sie flitzt gerade Richtung Haus und ja, du weißt auch, so wie diese Häuser sind, so alt wie die alle auch sind, das ist ja nicht mehr das Neueste, sind ja nicht alles neueste Apartment Buildings, gibt es garantiert irgendwelche Löcher in, im Keller, wodurch die Ratte auch ins Haus kommen könnte. Okay, alles klar. Ich werde mich nach unten begeben und werde natürlich versuchen zu verhindern, dass dieses kleine Miststück überhaupt erst in unser Haus kommt und irgendwas anknabbert, was mir gehört. Ja. Genau. Und ich bin eigentlich sehr, sehr gut im Abwägen von Entfernungen und Lücken und da ich diesen Weg ja öfter runtergehe, sollte ich eigentlich keine Probleme dabei haben, vom Balkon nach unten zu kommen. Ja, würfel mal auf Athletik. Diese normalen Stunts, weil ich habe den Stunt erst wägen, dann wagen. Mhm. Wenn ich sehr vertraut bin mit den mit der Umgebung, ja, dann heißt das eigentlich, also beziehungsweise wenn ich Aspekte für die Gegend habe, dann kann ich Wahrnehmung statt Athletik benutzen. Dann mach das. Okay. Das macht Sinn, du kennst dich hier aus. Das ist mein Haus. Es ist, dein, es ist auch dein Weg, wie du meistens rein und rauskommst. Eben. Die haben mir eine Katzenklappe eingebaut, die Penner. Vielleicht gibt es eine, du passt nicht durch. Excuse me? 8 Kilo vollschlank. 8 Kilo pure Liebenswertigkeit. Und zwar schon, dann kommen wir mal aufs Fell dazu, ne? Das war nicht so gut. Minus 1. Also, das Problem ist anscheinend. Guter Buch. Ja, also, eigentlich kennst du den Weg, aber was du gestern nicht mitbekommen hast, ist das. Oder was du heute den Tag über nicht mitbekommen hast, weil du dich entspannen musstest, ist die Tatsache, dass das Gebüsch gekürzt wurde. Normalerweise ist es so, dass du ohne Probleme ein Stück an der Wand runter und dann aufs Gebüsch. Aber das Gebüsch wurde gekürzt. Du fällst dummerweise daneben und machst dich damit der Ratte gegenüber sehr bemerkbar. Aua, 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 aua. Die Ratte bleibt sofort stehen und versucht in deine Richtung zu gucken. Was dir jetzt auffällt, weil von oben ist das, war das etwas schwieriger zu sehen, dieses Tier ist so groß wie du. Well, shit. Aber sie scheint nicht ganz zu wissen, wo du bist. Also sie versucht dich zu sehen, aber sie scheint nicht so ganz, sie weiß nicht so ganz genau, wo du bist. Die kann mich nicht wittern. Okay, die kann mich nicht. Also, die wittert mich noch. Das ist die Frage, ob sie dich nicht wittert oder ob sie einfach. Sie versucht das, aber. Sieht dich nicht. Sieht mich nicht. Ich bin schwindelig. Die Sauerstoff auf einmal. Haben sie nur die Büsche gekürzt oder haben sie auch den Rasen gemäht, ausnahmsweise? Weil also eigentlich nicht, es ist der Rasen ist Hayatos Art. Wann hat er das gemacht? Ich dachte, er hat den ganzen Tag getippt. Hat er auch.
Du musst irgendwas überhört haben. Das passiert nie. Niemals. Aber das Schneiden zu laut. Das eigene. Ach, Mensch. Ich stelle mir wirklich so einen Garten vor, der auf dem Rücken liegt. Und draußen so. Und daneben der Typ. Das kann mich doch nicht stören. Ich wollte gerade sagen, das Klacken ist ja ganz normal. Das ist Einschlafmusik. Ja, deshalb. White Noise. White Noise. Sound of my people. Ich kriege deshalb nicht mit, dass draußen der Johnny dafür bezahlt wurde, meinen Rasen zu mähen. Okay. Ich würde mich sehr vorsichtig bewegen und in den Schatten des Busches drücken. Ja. Ungesehen bleibe mit meinem orange-roten Fell. Ja, ein so strahlend und gesund. Okay. Gibt es, ich muss mal ganz kurz gucken, ich kenne nämlich nicht alle Fähigkeiten. Gibt es Verstecken? Heimlichkeit sieht Heimlichkeit, ja. Dann würfel einmal auf Heimlichkeit. Oh, das kann ich nicht. Muss trotzdem würfeln, glaube ich. Aber ich habe einen Malus oder irgendwie was. Ich weiß, du hast einfach nur nichts drauf, glaube ich. Oder? Du hast einfach nichts drauf. Genau, du hast dann einfach nichts. Das ist cool. Oh, ein Plus. Plus eins. Die Ratte ist. Danke für diese Dinger. Und, geht, huscht fast direkt an dir vorbei, gefühlt, Richtung Haus und. Kennt sie's? Ich spreche kein Watte. Was zur Hölle? Und scheint an ihr vorbei ins Gebäude zu huschen. Ich glaube, ihr könnt tatsächlich kommunizieren. Alles, was intelligent ist, kann miteinander reden, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber Ratten sind normalerweise nicht. Normalerweise nicht. Normalerweise, ja. Das ist ihr in dem Moment auch so ein bisschen. Warte mal. Hat die gerade gesagt? Wörter? Kennt sie's? Weil du sagst, Ratten und Hunde sind einfach nur so. Kennt sie's? Ich fand mir ganz sicher, Ratten nicht interessant. Kennt sie's? Das habe ich ja noch nie gesehen oder gehört. Das ist nicht normal. Und sie huscht durch ein offenes Kellerfenster in die. Ins Haus. Nicht einmal ihr Revier können sie vernünftig absichern. Es ist nicht zu fassen. Ich husche hinterher. Okay. Willst du es wieder leise machen oder willst du dich. Nun, ich versuche leise zu sein, okay, aber. Nein, ich gleich. Minus zwei. Ich sag ja, ich würfle richtig gut heute. Die Spalte ist halt auch nur so groß. Ey, die ist genauso groß wie ich. Und die ist auch da durchgekommen, ja. Ich meine, normalerweise müsste nur der Kopf durchkommen, dann passt der Rest, ne? Theoretisch. Dadurch, dass du dieses. Was? Siehst du, wie sie sich in deine Richtung dreht? Du siehst halt auch, wie ihre Ohren sich in die Richtung drehen. Kennt sie's? Und sie läuft weiter. Und sie läuft. Ich denke mir so. Du siehst, wie sie aus dem. Der Raum, in dem ihr jetzt gerade seid, in dem ihr immer reinkommt und nur das Fenster drin ist, ist halt der Raum, in dem die Fahrräder untergebracht sind. Und sie huscht durch die offene Tür in den Wäscheraum. Das war die Ratte. Ich wiggle mich durch dieses Kellerfenster und wünschte mir meine Birnen, wenn endlich meine Katzenklappe einbauen. Ja. Nun, dass sie sich ja von mir sowieso nicht zu stören zu lassen scheint, scheiß auf die Heimlichkeit. Okay. Und fängt die Zeit anfangen, Witze über uns zu machen. Sie, du folgst ihr, hast aufgegeben, leise zu sein. Das heißt nicht, dass du jetzt laut bist, weil du bist immer noch eine Katze, egal wie schwer du bist. Auch schwere Katzen sind eigentlich erstmal leise, weil 8 Kilo sind jetzt ist halt nicht dasselbe wie 80 Kilo. Das stimmt. Samtpfötchen. Das sind immer noch Samtpfötchen, die noch manchmal durch bestimmte Spalte nicht so gut passen.
Ich bin aber nur absichtlich laut, wenn ich Sachen von irgendwelchen Regalen runterwerfe. Genau. Ja, aber die stehen dann noch. Ich dumm. Das muss bitte nachher einer machen und mir dabei beschreiben, warum die Katze das macht. Okay, aber ich hole bisher noch Plastikbecher, okay? Ich muss es ja nicht live machen. Aber es würde mich mal interessieren, was eine Katze dabei denkt. Ich werde es dir nachher sagen. Okay. Ja. Ich, ja, ganz genau kann ich dir das sagen. Auf jeden Fall folgst du ihr durch die offene Tür und siehst, wie die Ratte in den Wäschehaufen irgendwas zu suchen scheint. Und dabei nicht, dass sie da irgendwelche Löcher reinbeißt. Ich meine, meine Birnen haben kein ordentliches Fell. Denen wird sonst kalt, wenn sie ihre Sachen nicht mehr richtig anziehen können. Kennt sich's? Okay, ich lauere. Ja. Ich habe die Ratte jetzt ja schon ein paar Minuten beobachtet. Ja. Und ich habe nur um das einmal als Aufbau zu haben, ne? Ich habe den Stunt, ich habe schon gewonnen. Das heißt, wenn ich einen Gegner einige Minuten beobachtet habe, kann ich meinen effektivsten Treffer planen. Mhm. Na, und dann würde ich halt schon mal gucken. So, ich meine, es ist immer noch eine Ratte, ich sollte wissen, wo ihre Schwachstellen sind. Ja. Auch wenn sie größer ist als normal. Okay. Cool. Sie ist groß und stark übrigens. Das ist eine der Aspekte. Ich bin auch groß. Und groß. In die Richtung. Okay. Kann ich irgendwas erschnüffeln, was in dem Wäschehaufen nicht, also seltsam riechen könnte? Also nicht nach meinen Birnen? Nochmal Wahrnehmung. Mann, warum bin ich so schlecht? Was soll denn das? Null. Nee. Der anscheinend war einer deiner Birnen vor kurzem mal wieder, also das eine, wir haben festgestellt, dass Rico ist ja Teenager. Ja. Und das bedeutet gleichzeitig auch, dass sie Schulsport machen muss. Und in dem Wäschehaufen ist die Kleidung. Genau, das sind die Sportklamotten. Und die Mischung Teenager und Sport ist halt... Oh, tödlich. Tödlich. Oh, nee. Du bist ja auch nicht ganz sicher, wie die Ratte das gerade überlebt. Aber sie scheint... Wie kann sie nur so ekelhaft? Sie scheint sehr fixiert auf diese Glänzis zu sein. Genau. Was auch immer es ist. An Müll und sowas. Ich habe da Schlimmeres gebrochen. Ja. Nicht viel. Abwasser. Ja, wo die sich rumtreiben, also ganz ehrlich. Die haben ja schon alles gerochen. Nee, du riechst nichts Ungewöhnliches. Ich beobachte erstmal die Situation und tapse ganz, also immer näher ran. Weil ich muss wissen, was da los ist. Sie scheint weiter zu suchen. Irgendwann. Endlich. Kommt sie aus dem Wäschehaufen raus und scheint an dir vorbeizulaufen. Hat sie jemals irgendwas anderes außer Glänzis gesagt? Nein. Ich versuche trotzdem zu kommunizieren. Was hast du hier zu suchen? Glänzis. Okay, das könnten so viele Dinge sein. Es gibt viele glänzende Dinge in diesem Haus. Sie wird versuchen, an dir vorbeizulaufen. Mit Athletik. Versucht sie an dir vorbei wieder rauszukommen aus dem Raum. Du kannst also entweder versuchen, sie aufzuhalten oder du lässt sie. Nee, ich versuche sie aufzuhalten. Die hat in meinem Haus nichts zu suchen. Wow, I really suck. was habe ich genau? Habe ich auch auf Athletik dann gewürfelt? Oder wie sieht das alles aus? Wie würdest du es denn machen? Ich hätte jetzt, da ich ja weiß, wie ich sie effektiv aufhalten kann oder ausschalten kann, also den bunten Punkt kenne, hätte ich den angepeilt mit meinem, ich habe eigentlich schon gewonnen, Skill. Stunt. Also du würdest kämpfen wahrscheinlich dann am ehesten benutzen. Du würdest die also im Grunde genommen versuchen. Aber ja, du kannst mit dem Skill, glaube ich, anstelle von Nachforschen oder so benutzen. Nachforschen kann ich benutzen statt kämpfen, um zum Beispiel. In dem Konflikt. Aber du würdest sie auf jeden Fall versuchen anzugreifen und nicht. Yes, weil es ist eine riesige weiße Ratte. Und ich bin eine Katze. Dann tu das. Dann hast du Nachforschen dafür benutzt. Dann habe ich auch immer noch ein plus 1 und kein minus 2. Die Ratte
ist aufgrund dessen, dass sie anscheinend, was du jetzt von vorne siehst, es ist halt eine Albino-Ratte, das heißt, sie ist weiß. Sie hat leuchtend rote Augen. Die ist so blind, ey. Katzen können Farben sehen. Ich muss gerade mal sehen, ja. Wobei Rottöne schwierig sind. Ja, aber Rottöne unterscheiden, glaube ich, das ist das Problem. Genau, Rottöne unterscheiden. Rot, aber was du siehst, was du schon wahrnimmst, anders als es halt Hunde wahrnehmen können, ist, rote Augen kannst du sehr, sehr gut wahrnehmen, weil die einfach komplett anders aussehen als alle anderen Augen, weil du siehst direkt das Blut dahinter. Rote Augen sind gefährlich, aber in der Liebe ehrlich. Ist das so? Okay. Nein. Es ist nicht so, als ob ich mit dieser Ratte auf ein Date gehen möchte. Okay. Ah! Warte, dafür habe ich keine Lösung. Charisma. Du siehst, dass sie halt richtig, richtig helle rote Augen hat, was dir sagt, wahrscheinlich sieht sie nicht besonders viel. Sie ist sowas von blind. Und dadurch, dass sie gerade erst aus diesem Wäschehaufen rauskommt, läuft sie viel zu dicht an dir vorbei und du kannst sie mit dir packen. Okay. Dinge. Also ich habe sie jetzt. Du hast sie jetzt gekrallt. Packt. Sie würde jetzt versuchen, sich loszureißen und zu verteidigen. Ich würde versuchen, mich da an der Stelle, wo ich sie gepackt habe, festzubeißen. Okay. Also, Moment, mache ich das jetzt mit Kämpfen, oder? Das ist wieder ein Plus 1. Die Ratte, du wenn hast es sie, am Kämpfen ist, ne? Ja, du hast sie so im Nacken gepackt, dass du, die meisten Tiere haben ja immer noch diese Starre, wenn du sie am richtigen Punkt erwischst. Ja. Und genau den hast du anscheinend erwischt, weil sie sich nicht mehr bewegt. Du hast sie nicht umgebracht, sondern du hast nur diesen Punkt erreicht, wo die Tiere halt sehr starr werden. Also ich meine, ich habe erfolglos versucht, mit ihr zu kommunizieren und eigentlich will ich, dass sie aufhört, sich zu bewegen. Ich würde wahrscheinlich ein bisschen fester zubeißen. Okay. Schön, dass ich nur auf die Sachen würfel, die ich bestimmt gerade unsere Quest. Nein, ich will, wie ich würfle. Minus 2. Du willst nochmal loslassen, um nochmal fester zuzugreifen. Und in dem Moment, in dem du loslässt, dreht sich die Ratte um. Also dreht sich nicht um, aber in dem Moment kommt sie so aus hier raus und fängt an loszulaufen und läuft, versucht wieder rauszurennen. Weil ich jage ihn hinterher. Okay. Hört sich danach Athletik? Ja. Null? Du hast auch gerade gegessen, also. Ja, ich glaube, mein Abendessen war einfach sehr schwer. Es war wieder zu vieles Guten. Die Ratte ist schneller als du und kommt ohne Probleme aus dem Fenster raus und ist jetzt auf jeden Fall draußen und du hängst wieder im Fenster. Mann, schon wieder. Und du siehst, wie die Ratte im Gebüsch verschwindet. Aber ich entschließe, das ist sowas von nicht normal. Das sollte man zum Parlament bringen. Okay, du willst zum Parlament. Alles klar. Next one. Ich. Du? Du hast gesagt, du liegst auch bei deiner Würde. Und, ja, manchmal gehe ich zum Klassenabend, weil der immer voll ist. auf einem deiner Wege, als du zum Klassenabend gehst, hörst du, weil trotzdem als Katze hört man ja Dinge etwas besser, hörst du, wie in dem Raum nebenan, neben der Küche ist so eine kleine Abstellkammer, wo unter anderem die Waschmaschine steht und auch die dreckige Wäsche gelagert wird. Ich schleiche dahin. Würfel schleichen. Das ist Heimlichkeit, ne? Du bist heimlicher als ich. Ich bin ganz leicht küchig. Dann ist für mich. Plus 1. Nee, Moment. 0. Das waren 2. Kennst du das Video von der Katze, die mit so einer Decke mal durch die Tür kommt? Und sich du schleichst dich an. Das Problem ist nur, die Tür ist zwar offen, der Spalt ist aber nicht so. Also, du musst die Tür noch weiter aufdrücken, damit du wirklich ohne Probleme reinkommst. Und in dem Moment, in dem du deinen Körper
zwischen Tür und Türrahmen drückst, du unterschätzt deine Kraft und deinen Schwung und dadurch knallt die Tür auf und der Raum ist nicht so groß und boah, ich bin so stark und knallt gegen etwas, das Geräusche macht und du siehst, wie in diesem Wäschehaufen, der da gerade liegt, wieder auf einmal eine weiße Nase, eine spitze Schnauze und Ohren rauskommen. Halt! Und die Ratte würde jetzt versuchen abzuhauen. Ich würde sie natürlich hinterher jagen. Ja. Springen. Sie würde halt einfach versuchen abzuhauen. Du kannst sie jetzt angreifen, im Grunde genommen, damit sie was kämpfen dann, oder wie? Mhm. Yeah. Plus 4! Aha! Die Ratte ist platt. Du schaffst es, die Ratte anzugreifen. Sie versucht anzugreifen? Nee, du schaffst es, die Ratte anzugreifen. Du machst dir sogar ein bisschen Schaden. Du hast sie jetzt erstmal zwischen den Zähnen. Was machst du? Das ist der Moment, wo die Katzen überfordert sind, wenn sie was gefangen haben. Eigentlich. Deswegen ist das total logisch. Es hat echt geklappt. Was mache ich jetzt damit? Beiß ich jetzt zu oder lass ich los? Mach meine Krallen rein oder spiele okay. Ich? Massierst du sie? Was ist das? Nicht. Kennt sie's? Was sagst du da? Warum redet eine Ratte? Gehen Sie's. Wer bist du? Gehen Sie's. Alter des Dings. Gibt es sowas wie, ich habe hier leider nicht, ich hätte gerne eine ganze Ding, eine ganze Liste. Sowas. Provozieren brauchen wir nicht. Ich dachte gerade sowas wie Empathie. Ja, Empathie. Empathie gibt es. Empathie, wenn du zum Beispiel rausfinden willst, was sie gerade, also wenn du ein bisschen was aus ihr rauskitzeln möchtest, könntest du zum Beispiel Empathie benutzen. Ja, naja, nicht gerade empathisch, aber eher ja. Ja, so. Es ist halt Du könntest sie provozieren, also ist auch sowas wie. Also einschüchtern. Einschüchtern. Ja, das passt, glaube ich, am besten dann. Weil du willst. Das gehört, glaube ich, zu provozieren dazu. Ja. Nein, du hast es schon gut. Ja, weil hier die Sachen, die hier drunter stehen, passen nicht so ganz, aber. Ich möchte einen Stunt anwenden. Ja. Und zwar gefährliche Bewegungen. Mhm. Und zwar durch meine Körpergröße und so kann ich halt kämpfen statt provozieren. Mhm. Und sie dadurch einschüchtern. Okay. Weil ich so groß und nicht so gut. Plus 2. Die Ratte hört auf zu halt gegen dich anzukämpfen und wird relativ ruhig. Ganz ruhig. Kennen Sie es? Und versuche das Ding hier rauszusteppen aus der Kammer. Ja, okay, mit dem zweiten Biss hast du sie auf jeden Fall umgebracht. Oh. Well, shit happens. Oh. Ups. Ich bringe sie zum. Schiebt sie unter die Wäsche. Ich überlege, ob ich sie jetzt eher zu meiner Bürdin bringen soll, um anzugeben. Oder eher hier, ich zum habe Parlament. Getötet. Weil das Ding scheint schon sehr merkwürdig zu sein. Ich glaube, ich versuche das Ding zum Parlament zu schleppen. Okay. Du bist ja groß und stark, dauert ein bisschen, aber du schleppst die Ratte. Ich habe auch eine schöne Katzentür, die fast schon eine Hundetür ist. Ganz schön durch. I wish. Irgendwie schaffst du es. Ja, ich stell mir gerade wie die Frau, wie die fette Katze mit der fetten Ratte versucht, durch die kleine Katze zu kommen. Wie so ein Hund mit dem Stock, der zu brechen, die Tür ist. Ich meine, meine Birdin kennt mich ja gut, sie hat eine ordentliche Tür eingebaut. Du gehst dann erstmal raus, dann holst du die Ratte raus und ach, das dauert alles ein bisschen. In der Zeit, in der du also die Ratte dahin schleppst, der Kampf und so hat gar nicht so lange gedauert. Das war deutlich kürzer als das, was du gemacht hast. Aber dafür dauert es jetzt ein bisschen, mit der Ratte da hinzukommen. Next one. Du? Okay.
Wo bist du? Ich bin auf dem Bett von Ellie. Okay. Also, auf dem Bett von Ellie. Ja. Auch du hörst irgendwann das Tapfen von kleinen Füßen. Irgendwo in der Wohnung scheint irgendwas zu sein. Ich würde da hingehen. Ellie scheint gerade ruhig zu schlafen. Ich kann sie erstmal in Ruhe lassen. Ja, würfel mal Nachforschung. Oder Wahrnehmung. Nee, ach, okay. Das sind 4. Du siehst gerade noch, wie eine dieser weißen Ratten durch deine Katzenklappe rausgeht. Ich folge. Heimlich. Heimlich? Mhm. Okay, dann würfel mal Heimlichkeit. 4. Okay. Du, dadurch, dass du der Ratte folgen willst und du nicht entdeckt werden möchtest und du natürlich als Katze eine sehr gute Nase hast und sehr gute Augen und eine weiße Ratte relativ gut zu sehen ist, auch in der Nacht, hältst du so viel Abstand von der Ratte, dass du die ganze Zeit über das Gefühl hast, die weiß gar nicht, dass du da bist. Was auch immer sie macht, sie weiß nicht einmal, dass du da bist. Du siehst, du folgst der Ratte, sie läuft durch die Stadt. Mhm. Irgendwann verlässt sie die Stadt. Wohin? Und sie läuft Richtung Fluss. Und kann ich beim Verfolgen mein Stunt-Bewusstsein für das Übernatürliche verwenden? Kann ich herausfinden, ob sie übernatürliche Seltsamkeiten an sich hat? Mit Wahrnehmung? Ja. Warte mal, das war doch. Ja, muss ich wahrnehmen. Hm. 6. Also, definitiv ist irgendwas ein bisschen komisch. Okay. Kannst nicht genau sagen, was es ist. Mhm. Aber irgendwas ist komisch. Mhm. Du bist ja auch du hast ja auch noch nicht reden hören. Also deswegen, Das hast du nicht mitbekommen. Aber irgendwas ist an diesem Ding halt sehr komisch. Sehr groß für eine Ratte. Wenn sie so groß ist wie ich, ist sie größer. Ja, eben. ihr kommt zum Haus jenseits des Flusses. Mhm. Und du beobachtest aus der Ferne etwas, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Okay. Das Haus jenseits des Flusses wird bewacht von Fuscus. Fuscus, Entschuldigung. Fuscus. Fuscus? Fuscus. Finde ich nicht gut. F-U-S-C-U-S. Fuscus ist eine Fledermaus. Fuscus, die Fledermaus. Die haben es auch mit Alliteration. Fuscus ist eine besonders große braune Fledermaus mit seidigem Fell und mächtigen Flügeln. Seine Augen leuchten rot in der Dunkelheit und er sieht immer so aus, als würde er seine Nase über etwas rümpfen. Wie unsympathisch. Du kennst diese Fledermaus. Du weißt, dass diese Fledermaus. Ich glaube, da kann ich dir sogar alles vorlesen, was ganz kurz. Er ist höflich und umgibt sich mit einer Aura spröder Würde, indem er seine Flügel um sich herumschlingt wie den Mantel eines Kriegers. Er wird freudig mit jenen, also er redet mit den meisten Leuten, die bis zu seinem Haus kommen, aber normalerweise lässt er niemanden durch. Das Verrückte ist, die Ratte darf einfach so passieren. Du weißt auch, dass neben Fuscus in diesem ungewöhnlichen Haus noch mehr Fledermäuse leben. Die anderen sind aber alle nicht vernunftbegabt. Okay. Fuscus, weißt du, der ist vernunftbegabt, mit dem kann man sich auch unterhalten. Und wie gesagt, er unterhält sich auch mit einem, tut einem normalerweise auch nichts, aber er lässt halt die Leute nicht durch. Die anderen Fledermäuse, die da leben in diesem komischen Haus, die wiederum reden nicht, aber die scheinen immer so ein bisschen auf das zu hören, was Fuscus sagt.
Und du siehst, wie gesagt, wie die Ratte ohne Probleme auf das Haus jenseits des Flusses zuläuft und einfach hindurchläuft. Das Haus jenseits des Flusses ist übrigens, das ist ein sehr langes Haus, das im Grunde genommen über den Fluss gebaut wurde. Und ja, das hat halt ein Dach, wie man das von Häusern kennt. Und in dem Dach wohnen die Fledermäuse, ist sehr, sehr bequem. Aber dieses Haus braucht man halt unter anderem dafür, wenn man den Fluss überqueren will. Ah, oh, okay. Außer man kann schwimmen. Eklig. Tja, ich meine, da Fuskus ja eine höfliche, freundliche Fledermaus ist, würde ich wohl zu ihm hingehen und fragen, was das für eine Ratte ist, die sich in meinem Haus herumgetrieben hat und ungefähr dreimal so groß ist wie ich. Ja, so. Jetzt betreibst du aber. Die sah ziemlich fett aus. Die Ratte. Entschuldigung, Fuskus. Einen wundervollen Abend wünsche ich. Ich habe gerade diese Ratte in ihr, sitzen wir uns, in ihr Haus hineinlaufen sehen. Diese Ratte war vorher im Haus meiner Böden und hat eventuell etwas aus diesem Haus entnommen. Mhm. Warte. Was du auf jeden Fall sofort wahrnimmst, ist, dieses Haus ist alt, es ist ein bisschen schief, es riecht echt. Es riecht nach Schimmel, ne? Also wenn so Holz so alt ist, dass es halt so ein bisschen schimmelig riecht. Plus, es riecht hier das Schlimmere für dich, überall nach Fledermauskot. Und Fledermauskot, ich versuche mich zusammenzureißen und es einer der schlimmsten Gerüche, die es gibt. Ich versuche es nicht in meinem Gesicht zu zeigen. Ich versuche höflich zu bleiben. Und neutral, so gut es geht, auch wenn mir Tränen in die Augen schießen. Nun. Ja. Da mag jemand passiert haben, aber ihr dürft nicht passieren. Und warum nicht? Weil niemand passieren darf. Aber die Ratte durfte gerade passieren. Nun, es mag Wesen geben, die passieren dürfen, aber niemand darf passieren. Und was für Wesen dürfen passieren? Niemand. Also ist die Ratte ein Niemand? Vielleicht. Das ist plötzlich sehr tiefsinnig. Gibt es eine Möglichkeit, dass sie die Ratte herausbeten können, damit ich mit ihr reden kann? Ich kenne keine Ratten. Das ist aber wieder Maus. Wie lange hält eigentlich dein Stunt an? Steht da nicht. Ja, welcher? Mein Sinn für das andere ist besonders stark und ich habe plus 2 auf Würfe. Ja, es ist einfach nur für den Boden, okay. Um irgendwas zu erkennen. Riecht es noch nach Ratte? Oder ist der Fledermauskot zu stark? Der Fledermauskot-Geruch ist zu stark. Perfekte Meinung, das zu verstecken. Ich würde mir Fuskus nochmal genauer angucken. Mhm. Wie übernatürlich der so ist. Ja. Das sind nochmal 6. Du hast das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Du kennst ihn. Du kennst ihn schon lange. Ihr alle kennt ihn. Mhm. Ihr wisst alle, man kann die Brücke nicht überqueren, weil der hängt da halt. Aber ist normalerweise freundlich. Man muss auch höflich. Es ist sehr gut, natürlich, dass du ihn gesiezt hast. Mhm. Weil er besteht auf Manieren. Manieren natürlich sind ihm sehr, sehr wichtig. Ich stelle ihn mir mit so einem Monokel vor. Ich stelle ihn mir vor allen Dingen auch so vor, dass er gerade auf dem Kopf hängt. Ja. Während er mit dir redet. Ich kenne keine Ratten. Guten Tag, die nette Dame.
Und deshalb ist die ganze, also er ist sowieso ungewöhnlich, weil er ein vernunftbegabtes Tier ist, ja, aber die ganze Situation macht es nochmal etwas ungewöhnlicher. Aber du kannst mit der Fähigkeit, du hast ja nicht sofort zum Beispiel in die anderen Welten gucken und schauen, ob irgendwas anderes da ist. Das könnte ich mit einer anderen Fähigkeit machen, theoretisch. Skills hat. Die Frage ist nur, welchen Skill ich jetzt benutze. Ich würde mich erstmal etwas erklären. Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Einen wundervollen Abend noch. Und mich zurück Abend. In die Büsche bewegen, damit ich ein bisschen Ruhe habe. Zurück jetzt auch. Ich will das Gift von Homer Simpson. Ja! Genau so. Ich mein Gummi. Ich möchte jetzt einen Gummi haben. Das ist mehr als eins. Die sind echt sauer. Die sind gar nicht so schlimm. Ich glaube, die sind ziemlich sauer. Ich bin so großartig. Das ist genau das, was ich mit der Ratte machen wollte. Nein. Wolke. Das sind Objekte. Welche Fähigkeiten hast du denn alle? Ich habe durchdringenden Blick, da kann ich Sachen durch Wände sehen, aber halt nur Objekte, nichts, was sich bewegt. Mhm. Beziehungsweise das steht ja nicht, aber da steht nur Objekte. Und ich habe astrale Projektion, aber das würde ich wahrscheinlich lieber von zu Hause aus machen. Warum das? Nicht im Wald. Bei der astralen Projektion kannst du halt dadurch, dass du deinen Körper verlässt, die Dinge sehen, die du normalerweise nicht siehst. Ja, ich weiß. Aber mein Körper ist dann halt. Der liegt dann da, ja. Ach, weißt du was? Kurz mache ich das. Ich spüre ja, sobald irgendwas passiert. Ja, und Katzen können ja auch sehr schnell einschlafen. Das kennen wir alle. Ne? So 15 Minuten ist das jetzt weg. Ja. Ich kann sogar fliegen. Zu Fungus. Der einzige, das Wichtige ist halt, das erinnert mich an viele der Fähigkeiten und so erinnern mich an ganz andere Dinge, aber es ist ganz cool gemacht. Im Grunde genommen, wenn du in der Astralwelt bist, kannst du Schaden nehmen, nimmst dann aber immer geistigen Schaden, also Geister und ähnliches, was man sonst vielleicht tagsüber nicht sieht, weil sie in dieser Zwischenebene sind, können dich dann dort angreifen. Ja. Du machst es dir im Busch bequem. Stecke mich so gut es geht. Steckst dich so gut es geht, legst dich hin. Schläfst ein. Sieht dein Astralkörper. Keine. Sieht er so aus wie dein normaler? Oder? Ja. Okay. Und aus deinem Körper erhebt sich dein Astralleib. Okay. Ist ja gut. Mein Astralkörper hat einen kleinen Sichelmond auf der Stirn. Zu meiner Bödin zuliebe. Und du bist jetzt erstmal natürlich noch da, wo du gerade warst. Im Gebüsch. Ich schaue mich um. Im Gebüsch siehst du soweit erstmal nicht. Ich gucke aus dem Gebüsch. Nur mit dem Kopf. Du guckst aus dem Gebüsch, das Gebüsch macht keine Geräusche, denn in Geisterform durchdringt man jegliche Materie. Naja, außer natürliche Felsen. Echt? Ja, hier steht krass. Nicht durch natürliche Felsen. Irgendwo ist eine Grenze. auch nicht durch Steine und sowas. Also, ja, also oder lebendige Dinge. Genau. Ich kann durch künstliche Wände gehen, aber nicht durch Berge. Du kannst eben. Ja, das wäre echt ein bisschen so. Ja, ich geh mal. China! Scheiß auf die 10 Stunden fliegen. Ich geh durch die Erde. Das ist schon nicht länger gedauert. Warte, ich muss mal kurz gucken. Die Erde ist doch eh flach. Ja, stimmt. Du schaust zurück zur Brücke, also schaust rechts, links. Geister siehst du nicht, aber was du wahrnimmst. Der kopflose Reiter ist nicht da. Zum Glück. Der hat heute frei. Okay. Nach Halloween hat er immer einen Tag frei. Ah, okay. Perfekt. Da war ich auch busy.
was du siehst, ist, du nimmst wahr, dass um Fuscus drumherum sowas Dunkles zu sein scheint. Und zwar nur um den Kopf, nur um seinen Kopf. Du siehst also, dass um seinen Kopf ein bisschen, du kannst den Kopf noch sehen, aber es ist ein bisschen, als wäre da so eine Wolke, ein bisschen drumherum, als wäre eher so ganz, ganz helle Watte, die sich um seinen Kopf gelegt hat. So sieht es aus wie etwas, was seine Sicht verhindern könnte? Oder sehe ich sein Gesicht? Du siehst sein Gesicht, okay. Ja. Es ist eher so, dass du sagen würdest, dass es nicht nur um seinen Kopf ist, sondern es scheinen auch so ein paar der Fäden scheinen auch so zu seinem Kopf zu führen. Das sieht nicht cool aus. Wenn ich näher rangehe, reagiert er auf mich? Mal gucken. Nö. Kann ich ins Haus gehen? Kannst du versuchen. Ich würde ihm einmal freundlich zunicken, falls er mich sieht. Und versuchen zu gehen. In Astralform? Ja. Wie Nyan Cat. Aber mit welchen Bogenstreifen hinter dir? Nyan. Oh Gott, du bist ein Pop-Tart. Du gehst an ihm vorbei, hast aber nicht unbedingt das Gefühl, dass er dich sehen kann. Oh mein Gott, du wirst sterben! So früh schon. Du hast aber das Gefühl, dass dadurch, dass diese Wolke ja nur hier in der Astralebene ist, ja, dass du die Möglichkeit hättest, jetzt, wo du in der Astralebene bist, diese Wolke loszuwerden. Oh. Kann ich ins Haus reingucken erstmal? Ich will nicht reingehen, kann ich reingucken? Kannst reingucken. Was sehe ich? Du siehst schiefe Bretter. Du siehst, dass an einigen Stellen die Bretter auch fehlen. An anderen Stellen sind sie so ein bisschen weggeschimmelt. Und du siehst halt, dass dieses Haus am Ende wieder offen ist und ja, da ist dann das andere Ufer. Und was du siehst, ist, du guckst hoch und siehst ganz viele Fledermäuse. Okay, die Ratte ist nicht drin. Sie ist also wahrscheinlich weitergegangen. Okay. Dann würde ich hochfliegen und versuchen, die Wolke loszuwerden. Okay. Fuscus ist ja ein freundlicher Kerl, auch normalerweise immer sehr hilfsbereit. Und deswegen möchte ich mich mal revanchieren. Dann machen wir jetzt einen kleinen Willenswettstreit. Ach Mist, ich bin nicht verwirrt damit. Okay. Würfel mal auf Willenskraft. Ja, auf Wille. Oh, das sieht schlecht aus. Das ist eine 0. Also 0. Oh no. Fuscus. Beim ersten Mal versuchst du es, aber es scheint nicht ganz zu funktionieren. Aber wer auch immer das, diese Wolke bedient, hat nicht die Kraft jetzt, oder im ersten Moment hat er nicht damit gerechnet, dass sowas passiert, sodass du zwar es nicht schaffst, was zu machen, aber die Wolke selber bleibt, fügt dir auch keinen Schaden okay zu. Ich versuch's nochmal. Okay. Drei. Du schaffst es dieses Mal,
mit einem kräftigen Schlag deiner Kralle die Wolke, haust deine Kralle in diese Wolke und du siehst, wie die Wolke sich auflöst. Ich schwebe vor Fuskus. Okay, kann ich mal nicht sehen, cool. Und ich gehe zurück zu meinem Körper. Wache auf. Dann gehe ich zurück zu Fuskus. Ja. Guten Abend. Erinnern Sie sich, dass ich eben schon hier war? Natürlich. Warum? Ich hab da jemanden durchgelassen, oder? Ja, haben Sie. Warum? Sie hatten eine komische Wolke um ihren Kopf. Das hätte ich doch gesehen. Nein, nicht in dieser Welt, in der Astralwelt. Ach so. Ja, da war so eine komische Wolke. Mhm. Die sind aber weg. Keine Ahnung, vielleicht hatte sie etwas damit zu tun, dass sie eine komische, dicke, weiße Ratte durchgelassen haben. Ja, weiße Ratten. Ja. Weiße Ratten habe ich mega durchgelassen. Sogar. Ja. Huh. Hm. Das sollten wir vielleicht melden. Wem? Gute Frage. Der Polizei. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Dann. Und danke für die. Gerne. Klarheit. Und ich würde wahrscheinlich erstmal zurück nach Hause gehen, um zu gucken, ob es Ellie gut geht. Mhm. Und dann zum Parlament gehen. Okay. Zum Ort der Zusammenkunft. Okay. Du schläfst immer noch auf den Beinen deiner Bürde, in der Zeit, in der das andere passiert ist. Und auch du hörst irgendwann im Gebäude gleich. Da ich aber so etwas, grundsätzlich immer etwas nervös bin, bin ich auch sofort wach. Ich sehe das Schlafen, Einschlafen und Aufwachen haben wir von unseren Eltern. Und ich würde lauschen, wo es herkommt, damit ich sofort auf die Suche gehen kann. Ja, nochmal nachforschen. Null. Ja. Und wo ist Maus? Ich suche jeden Raum ab. Sag mir noch kurz. Henry, hast du das gehört? Miau! Und hier jeden einzelnen. Wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung, deswegen ist das nicht so groß. Jeden einzelnen Raum durch und wenn ich da nichts finde, würde ich durch die Katzenklappe nach draußen gehen. Wir wohnen im Erdgeschoss. Mhm. Du durchsuchst die Räume, siehst aber soweit. Siehst aber nichts. Und als du gerade durch die Katzenklappe gehst, siehst du, wie etwas in der Entfernung ein weißer Hintern verschwindet. Ich laufe dem Hintern hinterher. Get that booty. Dann würfel mal Athletik. Athletik. Mhm. Okay, das kann ich. Bei 3. Du schaffst es, die Ratte zu überholen. Was? Ich bin schneller als du. Oder zumindest aufzuschließen. Okay. Du siehst jetzt, dass eine große weiße Ratte wegläuft. Also nicht wegläuft, sondern läuft. Ich würde versuchen, ihr den Weg zu versperren. Mhm. So. Weep. Und dann würde ich. Nee, sie bleibt stehen. Okay, cool. Ich auch natürlich. Und dann. Habe ich sowas schon mal gesehen? Eine derart große weiße Ratte? Habe ich davon schon mal gehört? Gibt es irgendwelche Gruselgeschichten über große weiße Ratten? Mhm. Es ist auch nur in erster Linie ist es auch kein wie heißt es, kein magisches Wesen, sondern es ist eine ganz normale große weiße Ratte. Mhm. Züchtet jemand große weiße Ratten? Vielleicht würfel mal auf Revier.
Oh, das habe ich rausgestrichen wollen. Mist. Eine 2. Ja, also du wirst es nicht. Du weißt nicht mal, du kannst dich nicht mal daran erinnern, dass es hier in diesem, in dieser Gegend große weiße Ratten gibt. Wer bist du? Glänzi. Hallo Glänzi. Okay, und was willst du hier? Sie schaut dich an und sagt nichts weiter. Aber sie ist sie würde dich jetzt angreifen. Oh, ich wollte gerade überlegen, ob ich nicht versuchen kann, zu überreden mitzukommen. Sie würde dich jetzt angreifen. Ich würde auch angreifen. Hurra! Ich stehe jetzt vor wegen so einem, dass wir aufeinander zuständig sind. Okay. Was muss ich kämpfen? Also du verteidigst dich, genau, du verteidigst dich im Grunde genommen mit Kämpfen. Ja. 0. Also schön, dass jemand genauso schlecht würfelt wie ich. Auch wenn die Ratte nicht besonders gut sehen kann, kann sie anscheinend besonders gut kämpfen. Sie ist der Devil. Der Rat. Denn sie erwischt dich. Oh, oh. Oh no. Nein, Piper, nee. Und wenn du 0 hast, sie hat 6. Oh, was? Shit! Das ist eine schwere Konsequenz. Glaube ich. Ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also, was, ein du nicht, Bein ab, ey. Was du nicht machen solltest, ist halt, du solltest jetzt nicht unbedingt 2 Kreuze machen bei körperlich, weil dann bist du ja hinüber. Ja. Du kannst aber auch 2 Konsequenzen wählen. Ne? Du kannst auch eine kleine und also eine das ist beides körperliche, ne? Ja. Hm. Wie war das nochmal mit den Konsequenzen? Wann sind die wieder weg? Die leichte im Grunde genommen Ende der Szene, die mittlere am Ende der, also nach einer gewissen Zeit, dass man sich erholt hat, und die schwere wirst du erstmal nicht mehr los. Ich überlege gerade, ich habe jetzt was, glaube ich, nicht erwähnt. Ich würde es aufteilen auf einmal leicht und einmal mittel. Mhm. Ich will keine schwere Konsequenz haben. Nee, du willst kein Bein verlieren, verständlicherweise. Nein. Boah, was für eine Ratte, ey. Wieso kriege ich denn eine schwere Ratte schon wieder? Entschuldigung. Ich habe gegen nichts gekämpft. Ich habe ja auch nicht gekämpft. Meine Ratte war halt nur nicht so aggro. die Ratte, dadurch, dass du springst, erwischt dich die Ratte mit ihren eigentlich sehr, sehr scharfen Zähnen so, oh nein, dass sie dich im Gesicht erwischt und dir einen fetten Kratzer am Auge macht. Oh, kennt man ja manchmal, dass das sind Verletzungen, die heilen. Kennt man ja auch aus Revierkämpfen zwischen Katzen. Ist nur kacke, weil du jetzt in nächster Zeit erstmal ein Problem haben wirst zu gucken mit einem Auge. Die Ratte hat Hyperzahn eingesetzt. Das heißt, mach mal als mittlere Konsequenz angeschwollenes Auge. Oh wow. Und als leichte Konsequenz hast du halt noch einen Kratzer irgendwo. Kratzi. Und daraufhin hat sie halt auch die Möglichkeit und verschwindet. Ja. ich stehe da, blute und ja, und ein Auge schwillt nach und nach. Und ich würde mich, weil ich sehr pflichtbewusst bin und das extrem seltsam fand und es mir wirklich wehgetan hat, ich laufe dem Parlament und sage: Leute, es ist eine riesige Ratte. Also, da, also zwei Sachen. Ja. Es ist 11 Uhr nachts. Aber da arbeitet das Parlament. Das Parlament arbeitet nur dann, wenn das Parlament eingerufen wird. Oh. Ich wollte gerade sagen, wir stehen da am Schwein. Mama! Also ist ganz klar, es gibt diesen allgemeinen Katzennotruf, ja, es mit dem jede Katze das Parlament einberufen es kann. Gibt Leute, es gibt, nein, es gibt die Vorsitzende des Parlaments, die hält sich immer in dieser Gegend auf, natürlich, weil irgendwie muss man ja das Parlament auch, irgendwie muss man dem Parlament ja auch Bescheid sagen können, dass was los ist. Das heißt aber nicht, dass auch sofort das Parlament dann kommt.
Das muss dann erst noch zusammen. Aber wir wissen ja schon, an wen wir uns wenden müssen, wenn sowas passiert. Ja. Aber du kannst zum Beispiel auch entscheiden, dass du sagst, okay, nee, ich gehe jetzt wieder rein, weil ich habe ein Auerauge und guck mal, ob mein Mensch da irgendwas machen kann. Meinst du? Was deine Katze eher machen würde. Weil du wurdest gerade nur von einer Ratte angegriffen. Von einer riesigen weißen Ratte, aber okay. Aber dann kann ich gleich nachgucken, ob es ihm gut geht. Genau. Und dann würde ich wahrscheinlich, okay, nee, ich mache erstmal das und dann. Dann machen wir erstmal das. Okay, du gehst rein und. Was denn? Dann würde ich da hingucken. Dadurch, dass du zu deiner Bürde zurückgehst und der dann sieht, wie du aussiehst, kümmert er sich natürlich erstmal um deine Wunden und. Aber cool finde ich das nicht. Nee, das tut auch weh und das ist auch unangenehm und er hat, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Andres war furchtbar. So kinderhaft. Wie hast du dich denn jetzt schon wieder angelegt? Rote diabolische Augen. Ja, ich weiß. Ja, du wolltest mich bestimmt nur verteidigen. Nicht streicheln, es tut weh. Ah, Mist. Dich keiner schützt bewusst. Das würde niemals sagen. Säckchen, was ist das? Nenn mich nicht so. Lass mich mal dein Auge untersuchen. Es ist viel leidender, das ist ein Jaul als wegen der Wunde. Gut, ich Säckchen, dann müssen wir mal. Die anderen kommen nach und nach in dem Gebiet an, in dem das Parlament sich regelmäßig trifft. Das ist ein offener Ort, das ist kein Haus, das ist ein offener Ort, an dem tagsüber gerne mal Kinder unterwegs sind. Da sind so Metalldinger, die so hin und her schwingen und dann gibt es da so eine große Platte, die auch immer hin und her schwingt und dann gibt es da noch so ein Ding, das ist so auch aus Metall und das geht so gebogen nach unten. Und irgendwo gibt's ein riesiges Katzenklo. Das ist super. Da gibt es so ein riesiges Katzenklo. Das ist total praktisch. Ja. Ihr kommt da nach und nach an. Und ihr wisst, dass ihr nach Jezabella suchen müsst. Das ist eine ältere Katze, die Vorsitzende des Parlaments ist. Wissen wir, was sie immer so macht, während sie nicht aktiv da ist? Sie hat ihre Bürde ist die hexenhafte Witwe Hagrity, bei der sie lebt. Nachts kommt sie manchmal raus und schaut sich hier um und ist auch in der Nähe des Ortes, damit man auch Probleme an sie herantragen kann. Aber das kommt immer seltener vor, weil sie halt so langsam sehr alt wird. Daher hat sie eine jüngere Katze, die sie jetzt so nach und nach in Aufgaben einführt. Das ist Blake, der ebenfalls bei derselben Würde lebt, der aber dadurch, dass er jünger ist, noch guter Dinge ist und das Revier halt auch nachts durchschreitet, auch für sie. Also er ist derjenige, der sich umguckt, der guckt, ob irgendwas los ist, ihr dann wiederum Informationen bietet. Und heute Nacht ist es so, dass ihr ihn am Parlamentsort trefft und nicht Jezabella. Ich meine, treffen wir da alle ungefähr zeitgleich ein? Oder hat man die anderen vorher, habe ich die anderen vorher gesehen? Wen habe ich zuerst gesehen? Ihr kommt aus unterschiedlichen Richtungen, aber trefft alle fast gleichzeitig ein. Oh. Ich habe die Ratte ein bisschen angestimmt. Schmeckt sie? Oh, schmeckt wie eine Ratte schmecken muss, ne? Nicht schlecht, oder? Genau so ein Fieber hier. Du hast eigentlich den kürzesten Weg, aber durch die Ratte hast du am längsten gebraucht. Cool. Ach, Alter, ihr seid auch hier? Ja, ich wollte was melden, was Seltsames, was heute Nacht passiert ist. Was für ein Zufall, ich auch. Weil genau so eine war bei uns im Haus. War es bei dir auch? Das Ding ist mega merkwürdig. Ich glaube, das ist eine Plage. Ich glaube auch. Wenn es
mindestens zwei davon gibt. Oder das ist die, die bei dir war und dann bei mir war. Nein, das ist unmöglich. Ich habe meine voll zur Sau gemacht. Zur Sau? Ja, es ist so ein Ausdruck. Du hast ihn zu einem Schwein gemacht? Ja. Kannst du jetzt andere Tiere umwandeln? Nein. Ich wünschte, die Verdammung könnte viele Sprüche bringen. Juti, zwei Dicken? Aber nein. ihr seht, wie Blake, der eine etwas gedrungene schwarze Katze mit einem weißen Fleck auf der Brust, auf euch zukommt. Was ihr wisst, ist, Blake ist immer so ein bisschen, wie würde man es sagen, arrogant. Oh. Er ist auch nicht unbedingt beliebt beim Parlament. Das Parlament geht davon aus, dass Jezabella ihn deshalb gewählt hat, weil es halt praktisch ist. Ne? Die wohnen halt im selben Haus. Und deshalb ist es ganz praktisch, dass sie ihn aufbaut. Was aber gleichzeitig dazu führt, dass das Parlament so ein bisschen an ihrem... ist halt schon alt, ne? Die zweifeln dadurch noch mehr an ihrem Verstand, dass sie im Grunde genommen den nächstbesten gewählt hat als ihren Nachfolger. Ach, Blake, du bist hier. Ja. Wunderschönen guten Abend, die Damen. Was führt euch hier her? Ich muss mir die Knäuel auszupfen. Ich spreche Fellknäuel aus, es musste raus. Rattenfell. Ich musste hier mal was Großes erleben. Du hast mir ein Geschenk mitgebracht. Kein Geschenk, Mann. Das ist... Ich wusste nicht, dass das so zwischen euch beiden ist. Nein, er hat mir noch nie was geschenkt. Ich würde ihm auch nicht schenken. Es geht hier um eine ernste Sache. Hört auf abzulenken. Ebenfalls, heute gehen sehr merkwürdige Sachen vor sich. Tun Sie das nicht jeden Tag? Aber heute besonders. Merkwürdiger als sonst, wenn du eine Ratte von unserer Statur sehen würdest, würde dir das auch seltsam vorkommen. Also ein kleines bisschen größer als normal. Also ein kleines bisschen. Und die können auch reden. Ist das alles, was du zu sagen hast? Ihr noch etwas zu sagen? Redende Ratten sind nicht normal und man sollte dem vielleicht nachgehen. Vor allen Dingen, ich meine, sie hat nicht einfach nur gesprochen, sie hat nur ein Wort die ganze Zeit wiederholt. Sie hat die ganze Zeit Glänzis gesagt. Sie hat in unserer Wäsche gewühlt. Was in deiner Wäsche? Die war in unserer Wäsche. In der Wäsche, glaube ich. Ich war ganz weiß. Ja, ja. Offensichtlich ein Albino, hat nicht mal die eigene Pfote vor den Augen gesehen. Dem sollten wir mit Sicherheit nachgehen. Ja. Bist du auch dabei? Wurde verzaubert. Oh, du bist auch hier. Wie hast du das denn rausgefunden? Ich war bei Fuskus, weil ich einer Ratte gefolgt bin und Fuskus sie durchgelassen hat. Das ist. Du hast auch so eine Ratte gesehen? Das ist ja abgefahren. Ich glaube, wir haben ein Problem mit großen weißen Ratten. Das befürchte ich auch. Bei zweien hätte ich noch gesagt, nun, das kann vorkommen, aber drei und Fuskus hat sie durchgelassen. Dann werde ich wohl Jezabella Bescheid sagen müssen. Ich bitte drum. Das wäre zu freundlich. Zu gern. Wie sträuben sich die Nackenhaare? Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Einen schönen Abend noch. Und ich gehe. Ich denke, morgen wird das Parlament zusammengerufen, um hierüber zu sprechen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und auch er erhebt sich und geht. Ach, ich kann ihn nicht leiden. Ich gehe nach Hause. Okay, gute Nacht. Du schlafen willst. Und jetzt liegt diese... Jetzt liegt die Tote gerade auf dem Spielplatz. Oh, da können die Kinder morgen mitspielen. Das ist ein Geschenk. Eine tote, angefressene Ratte liegt nun auf dem Kinderspielplatz. Ja, die darf man benutzen können, Mann. Ein neuer Aspekt. Neuer Aspekt. Spielpark, tote Ratte. Okay.
Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pipi-Pause und würden dann gleich am nächsten Tag weitermachen. Okay. Dann? Also am Montag. Nein! Willkommen zurück! Wir sind immer noch, beziehungsweise die Damen sind immer noch Kätzchen. Sie haben festgestellt, wir machen jetzt einfach mal ein kleines Recap, sodass jemand, der jetzt einschaltet, sogar noch mitbekommen kann, was bis jetzt passiert ist. Also, unsere vier Kätzchen haben in der letzten Nacht, so gegen 11 Uhr nachts, jeder für sich festgestellt, dass ein... Nein. Uneingeladener Gast bei ihnen zu Hause war. Einmal ist der Gast in den Keller eingestiegen, die anderen Male waren sie in der Wohnung. Bei diesen Gästen handelte es sich jeweils um weiße Albino-Ratten, die so groß waren wie die Katzen selber, also riesige Ratten. Unser erstes Kätzchen hat zwar die Ratten gesehen, oder hat die Ratte zwar gesehen, die die Wäsche durchwühlt hat, konnte die Ratte aber nicht aufhalten, diese ist dann verschwunden. Das zweite mit dem Geräusch natürlich. Das zweite Kätzchen hat die Ratte sich geschnappt, also hat sich die Ratte geschnappt und sie aus Versehen getötet. Ja. Und ein Teil davon gegessen. Das dritte Kätzchen ist ihrer Ratte gefolgt und hat festgestellt, dass die Ratte die lange Brücke, nein, warte, das ist richtig, nicht Brücke, das lange Haus, das Haus jenseits des Flusses überquert hat. Für all diejenigen, die Menschen sind, wissen, dass das Longmans überdachte Brücke ist. Ich denke, wir haben jetzt so lange darüber geredet, dass das dass das der einzige Weg über den Fluss ist, dass da ein Dach drüber ist, dass man auf der anderen Seite dann auf dem anderen Ufer wieder rauskommt, dass uns allen bewusst ist, dass es eine Brücke ist. Eine überdachte. In dieser Brücke lebt einmal Fuskus, eine intelligente, eine erwachte Fledermaus, mit der man sich auch unterhalten kann, und seine Freunde, die alle dumm sind, aber Fledermäuse. Unser Kätzchen hat gesehen, wie eine dieser weißen Ratten in dieses Haus hineingelaufen ist und damit den Fluss überquert hat und war etwas verwirrt, weil Fuskus normalerweise niemanden in sein Haus lässt und niemanden überqueren lässt. Nachdem sie in die Astralebene gegangen ist, hat sie festgestellt, dass Fuskus eine schwarze Wolke um den Kopf hat. Diese hat sie besiegt und hat dann festgestellt, dass Fuskus die Ratten, es waren wohl mehrere, nicht unbedingt freiwillig hat überqueren lassen. Unser letztes Kätzchen hat sich ebenfalls auf den Weg gemacht, ihre Ratte zu verfolgen. Hat sich auch darauf fertig gemacht, die Ratte anzugreifen. Die Ratte hat sich allerdings gewehrt und das Kätzchen ein bisschen verletzt am Auge. Nun hat sie ein leicht triefendes Auge, was dazu führen wird, dass so Dinge wie Wahrnehmung, vor allen Dingen wenn es ums Sehen geht, möglicherweise einen Nachteil haben wird. Oh Mann. Wenn du riechen willst oder hören willst, das sind ja noch weitere Sinne, das funktioniert weiterhin gut. Sehen könnte gerade etwas schwierig sein. Unser letztes Kätzchen ist dann mit seinen Kriegswunden zurück nach Hause gegangen, um sich von seiner Bürde, also dem Besitzer des Hauses, in dem die Katze lebt, pflegen zu lassen. Die anderen drei sind zu dem Ort gegangen, an dem sich normalerweise das Parlament trifft und haben Blake, den Nachfolger der Vorsitzenden, getroffen und haben ihm schon mal Bescheid gesagt, dass etwas Komisches vorgeht. Und nun, danach sind sie alle wieder nach Hause gegangen, um sich schlafen zu legen, um sich zu putzen, um sich, was man auch immer nachts so als Katze macht, um weiter zu fressen. Nein! Nach 12 Uhr esse ich nichts. Bis eins. Alle gucken Mau an.
Ich esse nichts zwischen 12 und 1. Deswegen, ich bin auf Diät. Zwischen 12 und 1 Uhr nachts. Genau, also zwischen Mitternacht und 1 Uhr nachts. Okay. Wie gut, dass du die Uhr nicht lesen kannst und du das immer nach Bauchgefühl machen musst. Ja, oh, 5 Minuten später, oh, ich kann wieder essen. So ein paar Katzennickerchen, also viermal ein Katzennickerchen. Ja, so ungefähr, viermal schlimmer. Ja. Aber jedes Mal, wenn ich länger schlafe, esse ich auch nicht. Ah ja, während des Schlafens. Ja. Also Schlafesser. Gibt es auch. Ja. Aber es sind meistens Kätzchen oder Welpen, die im Futternapf einschlafen und weiter fressen. Aus dem Alter. Die einzige Alternative, sonst würden sie im Futter ersticken. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass am nächsten Morgen das Parlament einberufen wird. Ist das etwas, wovon man weiß? Ja. Alle Katzen, die zu dieser Stadt gehören, die zu diesem Parlament gehören und die wichtig sein könnten, die Informationen haben, wissen dann, dass sie kommen sollen. Weil im Grunde genommen passiert Folgendes. Ihr werdet morgens wach, macht das, was ihr immer morgens macht und irgendwann verlasst ihr ja das Haus. Ja. Und ganz früh am Morgen, als abgemacht wurde, dass sich das Parlament treffen würde, ist Blake oder ein anderes Ratsmitglied rumgegangen und hat euch Nachrichten hinterlassen. Okay. Dort, wo ihr, wenn ihr rauskommt, wisst, ein hier ist... Es wird jetzt Blake passen. Lass mir um eins. bei der Größe bin ich mir nicht sicher, ob 12 oder 1. Naja, du liegst nicht total falsch, aber es sind keine Kothaufen, weil Kothaufen werden von Katzen normalerweise vergraben. Die möchte man nicht, dass das die Öffentlichkeit sieht, sondern es sind die Duftmarken, die hinterlassen werden und von denen man ja auch so viele hinterlassen kann, wie man möchte. Bei denen ich nämlich, weil sonst wäre es so, oh, ich muss nicht mehr, scheiße, aber ich muss noch 20 Briefe verteilen. Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich erstmal nach Hause Wasser trinken. Oh, ja. Los geht's. ja. Auf jeden Fall ist jetzt der nächste Morgen und ihr macht, was ihr macht. Was macht ihr denn so morgen? Ich kullause vom Bett runter. Und geht zum Napp. Ach so, ey. Disco-Katze. Vielleicht hebt sie gar nicht den Bauch hoch, sondern bleibt einfach liegen und sieht sich so. Das sind ihre Push-Ups. Ich bin so kräftig. Ich beobachte morgens die einsame Ellie und Papa Ellie, während sie sich Frühstück machen. Mit wem? Mit ihrem Vater? Achso, ja. Mit Papa Ellie, ja. Ah, das ist eigentlich so das Morgenritual, was ich habe. Und er esse auch meistens erst, wenn sie weg sind. Ja. Papa Ellie macht jeden Morgen Frühstück. Eine Schale mit Cornflakes und Milch, das kannst du auch riechen. Und Ellie ist nicht besonders glücklich darüber, dass sie zur Schule muss, aber sie muss halt. Sie wird lieber hier bleiben. Ich hätte dich auch nehmen, lieber hier. Ich versuche Bücher, Meister Henry am Gehen zu hindern. Mich nicht vor seine Füße stelle, wenn er geht. Söckchen, du musst zur Arbeit. Was machst du denn da? Ich bin verletzt zu Hause. Ich muss krank machen. Er schiebt dich so ganz vorsichtig mit dem Fuß so ein bisschen zur Seite. Oh. Söckchen! Guck mal, was ich hier hab. Und er greift irgendwie neben der Eingangstür hat er so eine Schale mit deinem Spielzeug. Weil er das schon kennt, dass du ihn morgens immer aus irgendeinem Grund versuchst aufzuhalten. So, oh, du kannst doch nicht gehen. Du fahrst halt draußen. Ist doch so warm, ist doch so kalt draußen. Ist doch, heute ist total neutral, heute ganz, ganz. Heute wirst du bestimmt. Ist ja ganz drin. Komisch raus, dass es nichts ist. Das stimmt ja nicht. Und deshalb greift er in die Schale. Guck mal. Wirft es weg. In dem Moment, in dem du losstürmst, geht er erstmal aus. Guck, Henry! Stürze mich rauf und
versuche es zu töten. Das macht komische Quietschgeräusche und ich versuche es weiter zu töten. Ja! Schau, schau, was ich getötet habe. Und er ist weg. Schon wieder. Schon wieder reingeredet. Schon hart. Ja, also ich bin ein Frühaufsteher und ich hatte schon wieder meinen Platz auf dem also Balkon, war das gerade, und habe das ganze morgendliche Treiben beobachtet, der Nachbarschaft. Habe tatsächlich auch gesehen, wie Black vorbeigelaufen ist, seine verdammte Duftnote. Stinker, ey. Ey! Runter von meinem Rasen. Ja, ja, ich komm nachher, lass das. Ja, so, hey, so ungefähr, nein, ich hab gesagt, lass das! So ungefähr, so ungefähr war der Austausch, ja, dann so ich so, ja, ich weiß Bescheid, ist okay, geh, geh, geh. Miau! und hab das beobachtet, bis ich höre, wie Rico in der Küche mit meinem Leckerli-Beutel raschelt. Und ich elegant von dem Balkon. Monjo! Genau. Frühstück! In die Küche tapste, denn sie ist die Einzige, die da mal denkt. aus dem Einzimmer hört man immer noch nur so. Ich hab den schon seit Tagen nicht gesehen. Das ist eigentlich tot. Das sind nur die Nerven, die noch weiterarbeiten. So, ich mach einen kleinen Umweg in den Raum hinein, um zu gucken, ob alles okay bei ihm ist. Ja. Die Jalousien sind zugezogen. Du siehst mehrere Tassen auf seinem Tisch stehen. Das riecht auch so ein bisschen nach altem Kaffee. Räum das weg. Ja. Das ist die Erklärung. Meine Idee. Hier stehen mehrere Tassen, die wie gesagt zum Teil nach kaltem Kaffee riechen, zum Teil einfach nach angetrocknetem Kaffee. Er riecht angenehm, aber anders als Menschen normalerweise riechen. Riecht halt nach Hayatung, so riecht er halt. Ja, aber sehr intensiv. Er riecht intensiv nach Mensch. Jo. Und er tippt. Also ich springe hoch auf den Tisch, auf dem ja kaum noch Platz für mich ist. Also ja, das ist echt, also beim Hochspringen hast du auch schon mal... Hast du auch schon mal das erste runtergeworfen? Ja, ich glaube, ich habe, also das ist auch so ein Stapel Papier, das ist so, ups. Also das wollte ich jetzt nicht. Aber diese Unordnung, ich meine, da kommt man ja gar nicht mehr durch, ne? Also ich glaube, er braucht mehr Platz zum Arbeiten. Mhm. Also ich glaube, das ist das, was er tut, dieses Tippen, ne? Und ich glaube, er braucht auch Platz für neue Tassen. Es ist ja kein Platz mehr auf dem Tisch. Ja, also. Ey. Siehst du schon passiert? Du hast die vollste Taste genommen, die du gefunden hast. Die vollste Taste genommen, weil es muss doch mal weg hier. Ja, und er tippt? Ja, weil ich so. Ponyo, was machst du denn? Zack, zack. Und in dem Moment greift er dich. Ah, lässt sofort wieder los. Ach, was soll das denn? Jetzt ist doch der ganze. Ah, jetzt ist der ganze Kaffee hier. Und er fängt an. Er nimmt die Katze, dann nimmt er die Tasse, stellt die auf den Tisch, nimmt die Katze und macht die Katze auf den Boden, nimmt von irgendwo anscheinend ein altes T-Shirt oder so, weil das ist ja gleichzeitig auch sein Schlafzimmer. Die haben jetzt hier keine riesige Wohnung. Nimmt ein T-Shirt, was er wohl gestern ausgezogen hat, und man auch immer, so ein Mist. Ich schnüffel an dem Kaffee. Ja. Nicht doch! Er drückt sich so ein Stück mit dem Fuß weg. Ponyo, was soll das denn? Rico, hol mal deine Katze, die hat meinen Kaffee runtergeworfen. Und Rico kommt rein und sagt, Ponyo, was machst du denn? Komm, ich streife ihm um die Beine, dann streife ich ihr um die Beine, muss ja meine Bürden markieren. Ja, natürlich. Ne? Ja, dass dann auch nichts passiert, wenn ich unterwegs bin. Okay. Komm, Ponyo, essen. Und ich bin da so gern geschehen. Und gemeinsam mit Rico verlässt du den Raum. Ich frühstücke. Ja. Ausgiebig. Zur Belohnung. Rico isst auch währenddessen und hat manchmal so sehr komische Stöpsel im Ohr mit so einem Seil drin.
Aber das hört sie doch gar nicht. Hallo. 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 Beachte mich. Hallo. Ich steif um die Beine. Dann greift sie so geistesabwesend nach unten und fängt an, mich zu kraulen. Dankeschön. Das hat gejuckt. Und irgendwann siehst du, wie sie irgendwie auf ihren Kuchen, die hat so einen komischen schwarzen Kasten, so einen ganz dünnen, den haben die meisten Menschen. Da guckt sie rauf, oh shit, springt auf, nimmt noch ihre Schüssel, wirft die fast in die Spüle. So würde ich das auch tun. Greift sich ihren Rucksack. Ciao, Dad, tschüss, Ponyo. Und verschwindet aus der Tür und knallt die Tür hinter sich zu. Und läuft los. Also ich habe sie sicher verabschiedet, ich habe sie zur Tür gebracht, es ist nichts passiert. und aufgeräumt. Aufgeräumt habe ich auch. Ich glaube, meine Pflichten heute Morgen sind schon gut getan. Ich habe die Nachbarschaft ausgekundschaftet und ich glaube, jetzt kann ich mich auf den Weg machen, langsam noch ein bisschen rumstreuen und gucken, ob irgendwas Verdächtiges los ist auf dem Weg, weil ich habe ja noch Zeit, es ist ja noch früh. Ja, es ist ja noch früh, es ist noch früh. Dann würfeln wir mal auf Wahrnehmung. Ungewöhnliches Wahrnehmen. Ich husche noch irgendwelche weißen Button hier durch die Gegend, wer weiß. Puh, habe ich das mal irgendwie falsch aufgeschrieben? Wahrnehmen ist ja eigentlich, das ist Wahrnehmung da unten, genau. Plus zwei. Das Ungewöhnlichste, was du wahrnimmst, ist, dass in dem, also du gehst halt die Straße lang und in dem einen Nachbar, in einem Haus der Nachbarn, da wohnt Samtpfötchen. Die hat sich selbst so genannt. Das ist ihr Name. Samtpfötchen. Das ist besonders leise. Da hörst du, aber aus dem Haus hörst du so. Und du denkst, die Arme. Gerade im Kind oder was? Oh Gott. An ihrer Stelle wäre ich weg. Okay, ich gehe ganz schnell von dem Haus weg. Zu lang. Verständlich. Also ich gehe sehr gemächlich. Ich bin halt bequemer Typ, ja. Mhm. Ich beeile mich nicht. Ich gehe gemächlich. Mit Umwegen zum Parlament. Ich würde noch genau mal gucken, ob ich schon den Kadaver riechen kann, den wir da gelassen haben. Ja, machen wir mal die Mund. Wir sparen noch keine Kinder. Guck mal, Schatz. Plus 5. Ja, aber. Also, du kommst immer näher und näher und näher. Und ja, du riechst ein bisschen was, aber es ist nicht so intensiv, wie du gedacht hättest. Und sobald du näher dran bist, siehst du, dass auf dem Platz bereits sich die ersten Katzen versammelt haben. Unter anderem Samtpfötchen, die in einer Ecke sitzt und ein bisschen müde aussieht. Komisch. Woran könnte das sein? Und direkt vor der Ratte, also du siehst, also die, an der Ratte ist nicht mehr so viel dran, weil Duke, eine der etwas größeren Ratten. Moment, hallo! Moment, hör ich mich hier. Eine der etwas größeren Katzen, der auch immer Hunger hat und der sehr langsam ist und wirklich, wirklich groß ist, der hat sich anscheinend die Ratte reingefallen. Duke, nein, da sind doch unter Umständen Beweise dran. Beweise? Ich dachte, das Beweis ist Frühstück. Nummer 1. Dort drin. Ich dachte, das wäre Frühstück. Okay. Also ich setze mich erstmal mal, ob das alles losgeht, aber ich halte die Ohren gespitzt nach Mäusen. Mhm. Oder etwaigem Kleingetier, das ich jagen könnte. Also das Wichtige hier ist auch, das ist halt ein gleichzeitig ist es halt auch ein grasbedeckter Platz, ein sehr, sehr großer, der an den Rändern von Blumen gesäumt ist. Und das ist halt der neutrale Boden. Hier wird sich nicht hier wird nicht gekämpft, hier wird sich nicht gestritten. Das Vampire. Das ist, es ist halt das Revier von niemandem. An einer Seite gibt es eine große Sandgrube,
die Wiege dafür geschaffen ist, seine Notdurft dort zu verrichten. Ich hab's mir doch fast gedacht. Und in der Mitte gibt es wunderbare, gibt es halt diese ganzen Sachen, die ich vorhin beschrieben habe, mit den lustigen Schaukeln und so. Tagsüber erlauben die Katzen, die Katzen von Silverford großzügigerweise den Kindern hier zu spielen, aber nachts ist es dies der Ort, an dem sie sich treffen, um ihre Geschäfte zu diskutieren. Ja. Das heißt, ihr habt den Tag über irgendwo verbracht und kommt jetzt alle nach und nach in der Dunkelheit ab. Ja. Das macht auch mehr Sinn, als dass das alleine Spielzeug gespielt. Still. Ich habe nur auf den Balkon gesessen. Ich war auch ganz kurz irritiert, weil ich dachte, es macht halt auch keinen Sinn, dass ihr da ankommt und da sind auf einmal 20 Grad. Ja, deswegen ist ein bisschen auffällig zu einer Rasenwiese zum Rasentag. Die Leute von Silverfonte, ach, die Katzen. Das ist normal, die sozialisieren da in Büschen. Ich würde, wenn wir den ganzen Tag tatsächlich Zeit haben, würde ich halt meine kleine Schwester besuchen gehen. Okay. Weil sie ist ja wahrscheinlich dann auch irgendwann in der Bibliothek. Oder? Ich würde wahrscheinlich nachgehen, ja. Ja, ich habe ein Sonnenbad genommen. Auf den Balkon. Ja. Nachdem du dein Revier abgegangen bist und dich ein bisschen umgeguckt hast, hast du ein Sonnenbad genommen. Was hast du gemacht? Ja, ich bin mal hier und rum und da rum gehüpft, ein bisschen Langeweile gehabt, bin nach draußen gegangen, ein bisschen Gras gegessen. Gekotzt. Wurde dann mal eher ein bisschen kotzt und dann, wenn meine Bürde zurückgekommen ist und ich schlafen gelegt habe, bevor ich gehe, beiße ich ihr noch einen schnellen großen Zeh und dann gehe ich wieder. Tschüss! Und ganz, ganz schnell weg. Ich liebe dich! Der Kaffee ist so fürchterlich an. Hat sie das wirklich? Ja. Wunderbar. Ach, Mauzi. Mauzi. Wer steht die Katze schon? Wer wird nachts nicht gern davon geweckt, dass einem die Katze in den nackten Fuß beißt? Ja. Oh. Das ist schon passiert. Auch es immer geil, wenn sie Sachen unter der Bettdecke bewegen. Noch schlimmer ist, glaube ich, nur wenn man wartet, weil die Katze überlegt hat, oh, heute fände ich es ganz geil, mal auf dem Gesicht zu schlafen. Ja, das mag sie auch. Ja, das ist dieser warme Luftzug. Okay. Nee, warte mal. Luftzug muss man aufhalten. Da darf keine Luft rauskommen. Ich rette dich! Und wenn zu viel Luft auf den Menschen rauskommt, was ist, wenn er dann platt wird? Ja, genau. Das ist schon oft passiert. Mhm. Oft schon gehört. Jedenfalls frage ich meine Schwester auch, was sie mit ihrem Auge gemacht hat. Oh mein Gott, Pia, das war grausam. Da war eine riesige weiße Ratte. Ich habe versucht, sie aufzuhalten und sie... Sie war wirklich von der Ratte verletzt. Die war wirklich ziemlich groß. Die war... Ich weiß nicht, groß, weil ich auch eine gesehen. So groß war sie nicht. Doch, sie war nicht groß. Aber ich habe alles gegeben, siehst du das? Das riecht doch tot. Ja. Es riecht nicht so schlimm, wie du gedacht hättest. Ja. Normalerweise, wenn sich niemand drum kümmert, dann würde es jetzt halt so ein bisschen entzündend riechen, aber das tut es gar nicht. Vielleicht, wenn man 2-3 Mal drüber leckt, würde es auch noch ein bisschen helfen. Lieber noch einmal. Ja, jetzt ist gut. Ist auch schon viel besser. Ja. Sieht auch schon besser aus. Aber dir hat sie nichts getan? Nein, ich habe mich nicht mit ihr angelegt. Ich glaube. Ich bin ihr nur gefolgt. Du glaubst nicht, was passiert ist. Was denn? Fuskus hat sie einfach durchgelassen. Aber Fuskus lässt niemanden durch. Eben, er lässt niemanden durch. Deswegen habe ich mir Fuskus ganz genau angeguckt. Ganz, ganz genau. Du weißt ja nicht genau, ich gucke. Ja, ich kann nicht. Also, und der hat eine schwarze Wolke um den Kopf. Jetzt nicht mehr. Oh, jetzt lässt ihr niemand mehr durch. Das war aufregend. Ja, was? Was? Er war selbst etwas verwirrt, warum er die weißen Ratten durchgelassen hat. Es haben mehrere übrigens. Es gibt mehr von denen? Ja, anscheinend. Ich habe gestern, als ich Blake Bescheid gegeben habe, waren auch noch 2 dicke Katzen, die auch. Die auch eine Body Shaming! Die auch Bescheid gegeben haben. Aber es war
nicht zufällig diese dicke Katze, die immer auf dem Balkon sitzt? Doch, die war auch dabei. Ja. Wusste nicht, dass die tatsächlich das Haus verlässt. Anscheinend schon. Das ist so öfter machen. Ja, wahrscheinlich. Aber eine ganz andere, die. Da, ich war mir nicht sicher, ob sie fett war oder einfach nur. Nee, wahrscheinlich war sie fett. Aber sie war auch sehr groß. Und neues Fellknäuel. Auf jeden Fall waren sie auch sehr gesprächig, haben viel zu viel geredet. Ja. Das ist ja nicht grundsätzlich weg. Ja. Was kann sein, dass wir sie heute Abend nochmal treffen? Hast du auch eine Nachricht bekommen? Ja, das war so eine richtig stinkende Diplomatik. Weiß ja, wie der riecht. Unfassbar. So arrogant, da kommt so ein Geruch aus seinem Unterteil. Unterteil. Wie geht's Ellie? Oh, gut. Ja. War denn traurig und einsam? Hat immer noch keine Freunde, wie du weißt. Henry macht dir Sorgen. Ja. Er hat ihr neulich ein Buch rausgelegt. Oh, das ist freundlich. Oh, das hat ziemlich gestunken. Ich weiß nicht, ob es ihr gefällt. Ich mag das nicht. Ich habe es vorher anders hingelegt. Okay. Ja. Das ist vielleicht besser so. Woanders hingelegt. Am Boden. So, damit sicher ist. Sicher ist. Augen aus dem Sinn. Guckt doch aus der Nase. Sie hat nicht mehr so oft Albträume wie vorher. Oh, das ist schön. Ja. 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 Oh ja. Ich kuschel mich ein bisschen an meine Schwester und warte, bis ich drin bin. Mit der verletzten Wange kuschel ich mich. Damit das keiner sieht, davon rauskommt. Irgendwann. Ich verdecke ihr Gesicht ein bisschen, damit niemand ihr Gesicht sieht. In der Bücherei liegt ein Katzenknochen. Ja, irgendwann wird es dunkel. Und ihr seht das als Zeichen dafür, dass ihr euch so langsam auf den Weg machen solltet. Weil Uhrzeiten gibt es nicht, aber nach Einbruch der Dunkelheit war der Zeitpunkt, der Treffpunkt gedacht. Dann machen wir uns auf den Weg. Mhm. Ja. Ich muss wieder vom Balkon springen. Oh! Aber dieses Mal weiß ich, dass es abgesäbelt worden ist. Zum einen das und zum anderen hast du jetzt genug Zeit, dadurch, dass du nichts verfolgst oder ähnliches, dass du vorsichtig. Extra. Die Regenbrille runter. Nein, wir haben eins von diesen, Holzdingern, wo das Efeu hochwächst. Ah, praktisch. Ja. Also nicht. Und er so. Das wäre. Ich stelle die Spider-Cat erstmal an der Wand und dann macht den nächsten Satz nach unten. Und dann halt immer ins Gebüsch. Slam. Polstert perfekt, aber deshalb bin ich auch im Winter nicht so oft draußen, weil da ist es nicht mehr so gepolstert. Ich verstehe, ja. Verstehe das Problem. Außerdem ist es ja dann kalt, ne? Und dann dieses gefrorene Zeug da auf dem Boden, ja. Ist echt unangenehm. Ist unangenehm auf den Boden. Nee. Mhm. Und wenn es richtig kalt ist, was es ja in Maine, glaube ich, sogar wird, dann hat man sogar noch das Problem, dass dann so das Zeug so zwischen den Pfoten kleben bleibt. Ja, das ist ganz unangenehm. Ja. Und manchmal wird das richtig kalt und rutschig und also da bin ich wirklich. Da bin ich auch selten in der Bibliothek. Sehr, sehr selten draußen. Ja. Ihr beide würdet gleichzeitig ankommen. Gott sei Dank. Ich würde sagen, du kommst zuerst an, weil du am nächsten dran wohnst. Hm. Und da du dieses Mal keine Ratte mit dir rumschleppst, brauchst du halt nicht so lange. Ja. Du siehst, wie nach und nach die ersten Katzen eintreffen. Unter anderem. Wer hat mein Kadaver gegessen? Ja, das ist das Problem. Duke scheint schon länger da zu sein und der hat, du siehst halt, wie er. Duke. Und du siehst, wie er so hochguckt und ihm hängt noch so Gedärm gerade so zwischen den Zähnen. Ich packe die so. Ja. Okay. Und auch nicht wichtig. Ich finde was anderes zu essen. Dann kommst du an. Hierin.
und riechst du Duke und siehst halt, wie er gerade. No! Genau wie vorhin! Duke! Beweismittel, ah! Just don't. Ah, stimmt, Beweismittel. Ich meine, erkennt man noch, dass es eine Ratte, weiße Ratte war? Man erkennt noch genug, ja? Ja, ja. Nur halt das Ding ist so groß, dass er im Grunde genommen das Teil umgedreht hat und halt angefangen hat, das Leckere zu essen, und das sind ja die Innereien. Das heißt, das wird immer zuerst gefuttert und dann irgendwann kommt vielleicht der Rest. Und dadurch, dass die ist halt so groß wie eine Katze, also anders als bei Mäusen, wo dann meistens die erste Hälfte irgendwann weg ist und die zweite noch da. Hier ist es eher so, wie wenn ein Wildtier was, also wenn das Menschen, das nicht ein großes Tier ist, frisst, weißt du, dass sie es aufmachen und reingehen. Riesige Ratte? Vielleicht auf dem Kinderspiel? Es hat heute den ganzen Tag über geregnet. Ach so, okay. Oh, jetzt ist sie also auch noch nass und eklig. Mhm. Oh. Okay, aber jetzt... es zu schmecken. Er ist nicht so wählerisch. Ja, der ist wirklich, der ist richtig, richtig, richtig verfressen. Und der ist auch so, der hat nicht nur schwere Knochen, der ist nicht nur bullig, sondern der ist richtig so, der ist so. Duke, also ich an deiner Stelle würde mir Sorgen machen. Das sagst du? Ja. Wollt ihr mich fett nennen? Nein, fett nicht. Aber guck mal, wenn wir uns nebeneinander stellen, sind wir so breit wie du. Zusammen. Wow. Ja, aber eher so. Ihr seid ja fast noch Kätzchen. Ich bin hier ordentlich gewachsen. Hm? Ja, Breite. Duke, hör auf, wir brauchen noch ein bisschen. Ich muss aber schon sagen, Duke wäre noch eine Nummer 3 von uns. Ja, stimmt. Na gut. Ja, oh mein Gott, so eine Ratte war das. Hm? Vielleicht war es genau die Ratte. Ich weiß auch nicht mal, was passiert ist. Ich schubste Duke weg, weil... Body Slam und so, weil... Ich schicke mit dem Kopf. Hallo? Oh, aber es ist ein wendiger Platz. Dann mal. Ich hätte mich ein bisschen Kraft. Ich hätte mich ein bisschen weiter Kraft. Doch, Kraft ist ja eigentlich... ist das nicht das, was man normalerweise angreift? Nee, es ist Kämpfen. Es gibt halt nur Kämpfen. Aber so... Ich möchte ihn ja nur schubsen. Ja genau, deswegen wollte ich gerade... Ich wollte ihn ja nur schubsen, damit er von dem Weg fällt. Ja, okay. Ja, stimmt. Deswegen. Das kann nicht besser werden. 6. Bam! Mit einer Pfote. Das ist hier so moringend. Was passiert ist folgendes. Der hat eigentlich relativ viel Kraft, aber jetzt auch nicht so viel. Selbst wenn er Kraft auf dem höchsten Punkt hätte, hätte er jetzt nur 5 geschafft. Das heißt, du wärst so oder so stärker als er. Was ihr beide zusammen schafft, ist, ihr werft ihn um. Oh no. Also der fette Käfer. Ja, so ein bisschen hat das was davon. Also ihr drückt ihn ein Stück zur Seite. Mit relativ viel Schwung und dann verliert er halt so das Gleichgewicht, weil er halt auch. Kennt ihr diese Munchkin-Cats, die so kürzere Beinchen haben? Der ist halt fett und hat kurze Beine. Oh Mann, nein. Und fällt dann halt sehr langsam, aber er fällt so auf die Seite so BUM! Boom. Und der Erde bebt! High five! Nein, das war richtig umgeschubst. High five! Es tut mir leid! Und so. Ich wollte nur, dass du auf bist zu essen. Duke. Zu Duke mache ich auch High Five. Und ihr seht, wie die Katze so ein bisschen sich so hin und her rollt, um wieder aufzukommen. Das steht ihm bestimmt nicht zum ersten Mal. Nee. Ja, er schläft aber meistens so, weil er sich dann einfach nur hochdrücken muss. Aber manchmal im Schlaf dreht er sich zur Seite, wenn er dann morgens wach wird. Arme ausgestreckt. So. Ja, das ist dann mehr so. Weil der hat ja so kurze, der hat ja diese Munchkin-Beinchen. Der hat ja nur so kurze Beinchen. Aha, Duke. Ist eher so. Und schleift der damit Bauch der Bauch nicht mehr ganz so doll auf den Boden schleift. Genau. So, wie Meerschweinchen. So wie Meerschweinchen. Die haben ja auch immer das Problem. Die machen ja auch immer. Und dann laufen sie los und dann, wenn sie ankommen, machen sie wieder. Oh, hat er gefallen. Ja. Während ihr Duke umwerft und Duke sich wieder aufrichtet, kommt Jezabel zusammen mit Blake aus einem der Gebüsche auf euch zu. Meine Lieben, ich freue mich, dass ihr alle erschienen seid heute bei unserem kleinen Treffen. Wir haben anscheinend ein kleines
Problem mit weißen Ratten. So klein ist das Problem gar nicht. Die sind ziemlich groß. Und die sind ziemlich gemein. Ich sehe. Du hast dich mit einer angelegt? Ja. Das sieht nicht gut aus. Nein, aber meine Bürde hat sich drin gekümmert. Sehr gut, sehr gut. Das, was wir von Würden erwarten. Nun, ich habe von mehreren von euch die Nachrichten erhalten, dass sie letzte Nacht dieses Ungeziefer gesehen haben. Und wir wissen immer noch nicht genau, was sie wollen. Wir wissen nur, dass sie irgendwas gesucht haben in den Häusern unserer Bürde. Bürden? Überlegt sie das jetzt? Sie hat gesagt, ihr Name sei Glänzi. Glänzi? Wie Glänzi? Glänzi? Ich hatte den Eindruck, so hieß meine auch. Die heißen alle Glänzis. Ich habe sie nicht nach ihrem Namen gefragt. Glänzis. 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 Ich glaube, sie hat Glänzis gesucht. Das war mein Eindruck. Aber sie sind Glänzis. Ich fragte sie, wer bist du? Sie sagte Glänzis. Aber ich glaube, das war das einzige Wort, was sie konnte. Ich habe versucht, unterschiedliche Fragen zu stellen. Ich habe immer nur Glänzis gekriegt. Und Ratten sind nicht die hellsten. Aber dass sie überhaupt reden können. Ratten sind normalerweise Beute. Nicht intelligent. Sorry. Das war auch wieder ein Knäuel. Ich bin nur gespuckt hier. Das ist ja ruhig, was du da machst. Bin in die Kamera. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehen. Hat denn sonst noch jemand irgendetwas herausfinden können? Hier, erzähl deine Geschichte. Ich habe doch gestern schon erzählt. Wer weiß, ob Blake sie richtig erzählt hat. Du kennst ja Blake. Du schaffst das. Ich mag ihn nicht. Ich bin einer Ratte gefolgt, ohne mich mit dir anzulegen. Mhm. Und interessanterweise hat Fuscus sie durchgelassen. Durch das Haus. Oh. Jenseits des Sees. Und als ich Fuscus darauf angesprochen habe, hat er behauptet, er hätte niemanden durchgelassen. Mhm. Und als ich ihn mir genauer angeschaut habe, habe ich gesehen, dass er eine Wolke um seinen Kopf hatte. Mhm. Und sobald die Wolke weg war, hat er sich daran erinnert, dass er mehrere Ratten sogar durchgelassen hat. Was er auch sehr, sehr merkwürdig fand. Mhm. Weil es eigentlich nicht sein sollte. Er würde nie jemanden durchlassen. Deswegen, das fand ich auch sehr auffällig. Du lässt mich nie durch. Mich auch nicht. Ich wollte nie wissen, was da drüben ist. Es stinkt immer so, ne? Es stinkt zu sollen. Ich will da nicht durch. Ich habe immer versucht, einen anderen Weg da durch zu finden. Dann weiß ich jetzt auch, was sie ist. Nun, nachdem mir gestern gesagt wurde, dass mehrere dieser weißen Ratten hier in der Stadt sind und irgendetwas Ungewöhnliches passiert, habe ich den Blick in mich gewendet und mich mal darauf konzentriert, was zukünftig passieren könnte. Was hast du herausgefunden? Anscheinend, ich konnte nicht genau wahrnehmen, wer, aber Würden könnten verschwinden. Oh mein Gott, oh mein Gott. Außerdem habe ich, sollen wir zurück, Dunkelheit gesehen. Mein Schwanz fängt ganz aufgeregt an. Meine Ohren sind aufgeregt. Ich brauche einen Snack. Da ist einer, der liegt da. Ist noch was dran? Du hast gesehen, wie die Ratte die... Ich will mal Brücke sagen. Das Haus. Das Haus.
das Haus jenseits des Flusses überquert hat? Ja. Dann ist das wohl der Ort, an den ihr euch begeben müsst, um herauszufinden. Aber Fuskus lässt auch niemanden durch. Ich könnte helfen. Es gibt mehrere Wege, das Haus, den Fluss zu überqueren. Überlass das mir. Aber müssen wir ins Nass? Wir werden nicht nass. Nass werden wir dich nicht. Nein, ja, wir werden nicht nass. Aber es ist überall Wasser. Vertraut mir. Und warum sollen wir eigentlich hin? Ja, warum sollen wir eigentlich hin? Ich muss doch meine Bürde schützen. Ich muss auch meine Bürde schützen. Ja, wer schützt meine Bürde, wenn ich nicht zu Hause bin? Genau. Was ist, wenn die Ratten, während wir dahin gehen, zu unseren Bürden gehen und sie entführen? Ich kann unsere Bürden schützen. Also? Ja. Wenn ich unser Opfer bin. Oh, das kriegen wir. Kann ich über jeder unserer Bürden einen Schutzband errichten. Aber das kann ich theoretisch auch machen bei meiner eigenen. Stimmt, ich glaube, das ist keine, ich glaub, jeder, keine exklusive. Das ist, echt? Ja, das ist eine normale Fähigkeit. Ja. Aber das war doch. Ja, das ist ein Vorteil der Schatten. Ja, ein Vorteil der Schatten. Ja. Ist das exklusiv? Nein, das ist nicht. Jeder, der behütet kann das. Gucken. Oh, okay. Wir müssen nur ein kleines Opfer. Jetzt verstehe ich! Das Regelwerk hat die Fate-Punkte einfach anders benannt. Meinst du, das sind die Opfer? Du hast gerade gesagt, du erschaffst damit einen Vorteil. Und wie erschafft man Vorteile, indem Fate-Punkte man Fate-Punkte ausgibt? Okay. Besser dein Rausche fällt später als wahrscheinlich kann man es wahrscheinlich irgendwo am Anfang lesen, aber das macht Sinn. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit auch gefragt, als ich genau diese Fähigkeiten gelesen habe. Ja, dann müssen sie ja immer erst eine Ratte finden. Nein, im Grunde genommen ist es genau das. Ihr gebt einen Fate-Punkt aus und sagt, ich habe ein kleines Opfer gefunden. Und das würde zumindest am meisten Sinn machen, als dass man sagt, okay, und nun sucht eine Maus und nun macht das. Aber irgendwo hat auch gesagt, dass man, also man kann die Fate-Punkte anwenden, um Kleintiere zu einfacher zu finden, oder? Ich weiß nicht. Das kann gut sein, dass du entweder jagen gehst oder sagen kannst, ich finde direkt eins. Genau. Ja. Aber das wäre dann die Möglichkeit, hier zu sagen, okay. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde sowieso einen ausgeben, weil ich definitiv ja diese Barriere machen will. Ja. Mhm. Von daher ist das jetzt nicht so wild. Also. Weil ich meine, jetzt bei dem Suchen bei Vorteil erschaffen steht jetzt, mit Suchen kannst du die beste Strecke finden, wenn du nach Beute jagst. Heißt jetzt also nicht, dass ich auf Suchen einfach. Doch, du könntest auch suchen würfeln und Beute suchen. Yes. Das ging auch, ja. Ich habe die zweite Seite von dem Ding hier verloren. Seite 27. Seite 27. Das endet. Das ist schön, dass du suchen. Dann bei Dings 27 steht nur noch angreifen. Nicht zum Angreifen benutzt. Und genau. Du kannst suchen benutzen, um dich dagegen zu also verteidigen. Also das mit dem Vorteil erschaffen ist da zu Ende. Ja, genau. Okay. Weil ich meine, es würde ja Sinn machen, dass ich die Beute besonders gut suchen kann, denn ich habe sie ja gesehen. Und gerochen und gebissen und geschmeckt. Ja. Oh no! Da gehen sie in die Fake-Punkte. Aber es sind ja meine. Keine. Ich hab noch genug. Da können wir alle auch einen Katzenchor machen. Oh, wunderschön war das. Aber um einen Vorteil zu verschaffen. Ach nee, das ist wenn ein Fake-Punkt aktiviert wird. Kannst du machen, du musst dann halt trotzdem würfeln. Okay. Um einen Vorteil zu erschaffen. Und dann würdest du rein theoretisch sowas erschaffen wie, du findest sofort einen Mäusebau oder sowas in der Art. Oder du weißt, wo ein Mäusebau ist. Oder? Okay, Leute, ich würde sagen, wir teilen uns auf. Wir schützen unsere Böden. Und dann machen wir uns. Und dann treffen wir uns zum Haus. Jenseits des Flusses. Ja. Okay. Und ich glaube, los. Okay. Bürden beschützen. Und Hayato ist immer noch nur am Tippen.
Sie gibt euch übrigens noch sie hat übrigens noch einen anderen Tipp für euch, ne? Bevor ihr loslauft. Ja, sie gibt euch, weil sie ja weiß, dass ihr die Brücke überqueren muss, gibt sie euch den Tipp, dass ihr Hieronymus Kreisch beim Blue Moon Wald aufsucht, damit er ihnen hilft, woher die Ratten genau kommen. Also okay. Ihr habt zwei Möglichkeiten, ihr könnt entweder Hieronymus selber versuchen. Hirsch, ja? Also ich genau. könnte theoretisch über die Brücke bringen. Genau, also ihr könnt entweder Kreisch. Hieronymus Kreisch. Ihr könnt entweder versuchen, selber über die Brücke zu kommen. Es gibt immer Mittel und Wege, wie man darüber kommen kann. Oder ihr geht zum Blue Moon Wald und geht zu Hieronymus Kreisch. Ihr wisst, das ist wie bei jedem Gebiet, gibt es irgendwie gefühlt an jedem Gebiet immer ein intelligentes Wesen, was zu diesem Gebiet gehört. Und Hieronymus Kreisch ist, wie der Name vielleicht schon sagt, eine Eule. Oh. Aber ihr teilt euch erstmal auf, ja. Und geht jeweils nach Hause. Guck, ob noch alles in Ordnung ist. Ja. Ja. Ich schaue auch, ob im Wäscheraum nicht schon wieder irgendeine komische Ratte wurschtelt. Ja, mach mal nach. Ich bin dieses Mal sogar so mutig, dass ich meine Nase in die schmutzige Sportwäsche reinstecke. Ich muss das ganz genau wissen. Oh! Oh no! Ich und die Minuswürfel. Was ist da los bei dir heute? Plus eins ist es trotzdem noch. Also, es riecht immer noch ein bisschen nach Ratte und es riecht in erster Linie nach dreckiger Sportwäsche. Okay, also es ist keine frischen Rattenspuren. Nee, scheint schon länger keiner mehr da gewesen zu sein. Okay. Erfolgreich vertrieben, die kommt so schnell nicht wieder. Ich habe bestimmt versucht, meine Bürden zu entführen. Oh, das sieht aus so kundschaftet. Okay. Ja. Gott sei Dank haben wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Was macht der Nächste? Ich würde auch Suchen verwenden, um Beute zu suchen. Schlimm. Fünf. Du weißt, dass bei dir in der Nähe, also in der Nähe von deinem Haus, ist ein Vogelnest. Das ist da schon seit einer gewissen Zeit und weiß, dass da ein Vögelchen drin ist, Ist es auch ein tagaktives Vögelchen? Ja, es ist ein tagaktives. Dann würde ich versuchen, das Vögelchen zu jagen. Ja, das kannst du tun. Dann jage ich das Vögelchen. Würfel mal auf Jagen. Gibt es hier? Kämpfen. Das Jagen so gibt es nicht. Schauen wir mal. Eine 1. Du kannst den Vorteil, den du gerade gefunden hast, mit nachtaktives Tier nutzen und kannst dadurch nochmal mehr Punkte oben drauf bekommen, wenn du möchtest. Dann musst du aber einen Feldpunkt rausgeben. Weil du ja gerade einen Vorteil erschaffen hast, dass du sagst, okay, ich weiß, dass da das Tier ist, ich weiß, dass es tagaktiv ist und jetzt wahrscheinlich schlafen wird. Und dann kannst du mehr Vorteil nutzen. Okay. Bitteschön. Mit dein jetzt mit der Tatsache, dass es ein tagaktives Tier ist und der Tatsache, dass du nicht komplett daneben bist, findest du das Nest und kannst dir leise, wie du bist, eins von den Meisenpärchen schnappen. Und ich stolz damit zurück ins Haus. Würde den Vogel auch unter Ellies Bett legen. Und diesen Schutzbann errichten. Alles klar. Die Frage ist, wie viel willst du schützen? Je nachdem, also wie gut man würfelt. Das wäre plus 1 durchschnittlich. Und wenn du etwas vor dir stehst, bla bla bla, für jede allgemeine oder spezifische Bedrohung, die du mit dem Schutzzauber aufhalten willst, erhöht sich der Widerstand um 1. Wenn du sagst, ich will speziell die Ratten raushalten oder so, wäre das immer noch plus 1. Ja, ich will die Ratten raushalten. Okay. Plus 1. Damit errichtest du den Bannkreis, aber du schaffst es nicht. Irgendwas Spezielles rauszuhalten. Ja. Ich würde auch gerne auf die Suche nach Beute gehen, aber ich habe nicht Suche. Ich würde gerne hören.
ob ich etwas höre. Ja, würfel mal Wahrnehmung. Aber ich habe kein Minus drauf, dann, wenn ich nur höre. Nein. Okay. Du hörst und riechst. Okay. You can do it. Oh. Wahrnehmung? Mhm. 5. Du hast Glück in dem Moment, in dem du gerade, wie so oft, also es dauert natürlich alles ein bisschen, du bist nach Hause gegangen, hast dich zu Hause auf den Rasen gesetzt und lauerst jetzt und hörst irgendwann, wie durchs Gebüsch was Kleines brennt. Das würde ich gerne jagen. Nur wir viel kämpfen. 3. Du springst und erwischt das Mäuschen. Okay. Und das würde ich gerne nach drin tragen und ich würde es gerne. Wo verstecke ich das? Ich würde es gerne unterm Sofa verstecken. Ganz hinten in der Ecke. Weil ich weiß, dass Henry sehr lange Arme hat. Und manchmal hilft er ja mir auch dabei, das Spielzeug da rauszufischen wieder. Ja. Und jetzt muss ich einfach so weit reinschieben, wie ich kann. Ja. Achso, ich muss da noch. Ich werde versuchen, ordentlich, also das ganze Haus zu schützen. Okay. 5 sind 5. Also gegen die Ratten. Hätte ich vorher sagen müssen? Das dachte ich mir fast, dass du es gegen die Ratten machen willst. Also ich bräuchte 3 und habe 5. Damit schaffst du es. Und zwar genauso, wie du gern möchtest. Ich bin noch auf dem Spielplatz. Und brauchen wir das noch? Und über das Kadaver, frage ich hier von der Ratte. Die meisten anderen sind schon wieder weg. Okay, dann nehme ich das. Und ich gehe wieder zurück. Ist ja auch dein eigenes gejagtes Spiel. Eben, ist ja von mir erlegt. Dann bringe ich das wieder zurück nach Hause. Ist ja auch nicht mehr so schwer. Nö. Und ich verstecke das unter den Treppen. Okay. Ja, und dann versuche ich auch irgendwie das Haus zu schützen und gegen die Ratten. Vier. Ui. Oh. Damit hast du es geschafft, ja. Der Bannkreis ist errichtet. Okay. Das war easy. Aber versuchen muss ich es trotzdem, denn meine Bürden sind eben meine Bürden. Also, ich sitze auf meinem Balkon. Gucke, was sich da unten so regt. Und ich würde mir mit Suchen den Vorteil erschaffen, dass in dem Gebüsch ein Vogelnest drin ist. Okay, Würfel. 4 das ist ja plus 4 dann einfach. Ja. Plus 4. Ja, du hast das Glück. In der Hänge haben sich ein paar Vögelchen eingenistet. Boy Slam! Die eleganteste Art zu jagen. Das funktioniert. Das Küken so. Man muss halt aus seinem Gewicht, aus seiner Körpermasse einen Vorteil machen. Ja. Nicht wahr? Yes. Also, wenn ich den Vorteil nutze, gebe ich den Fade-Punkt aus, richtig? Und mach mich über das Vogelnest her. Ja. Womit mache ich das nochmal? Kämpfen. Gegen das Nest auch nur. Ich spring daneben, ich sehe es jetzt schon kommen. Oh, nein, doch nicht, das ist gar nicht so schlecht. Das ist plus 1. Ja, mit dem Vorteil zusammen schaffst du es, auf dem Nest zu landen und erwischt auch gleich dabei ein Vögelchen. Und eine Katze. Praktisch. Ja, den Mund, der Kopf ist in meinem Mund. Jo. Und wenn ich einen größeren Raum behüten möchte, brauche ich mehr Punkte quasi, ne? Ja, die anderen, wenn ich jetzt sage, ich will nur einen Raum schützen, wäre ordentlich. Plus eins. Und wenn du das Ganze machst, plus 2. Und wenn du das Ganze machst und gegen die Ratten, plus 3. Und dann gibt es auch noch einen größer. Das werde ich nicht schaffen, aber okay.
ein Bereich ähnlicher Größe. Für, nee, bis zu eine halbe Meile sind plus 4. Nur falls du. Also, ich würde versuchen, den Zugang zum Haus, den die Ratten benutzt haben, zu schützen. Du schützt den Keller. Den Keller, wo sie reingekommen sind. Alles klar. Das ist auch einfacher, weil du mit dem Vögelchen wäre es echt schwierig gewesen, wieder nach oben zu kommen, aber in den Keller kommst du ohne Probleme. Na, ohne Probleme? Ja, mit Problemen, aber es ist nicht so schlimm, weil du kannst auch einfach das Ding in den Keller spucken. Und ich spucke es unter. Nein, ich spucke nicht, ich deponiere es. Unter ein paar Brettern, die immer so, wo Menschen so Sachen draufstellen, die man runterwerfen kann. Das ist schon lange nicht mehr angefasst. Oder sind so seltsame Maschinerien drauf, aber wurde lange nicht mehr angefasst. Also gehe ich davon aus, dass da auch lange keiner nach Opfergaben suchen wird. Ja. Und da deponiere ich den Vogel. Oh Gott. Komm schon. Verdammt. Null. Naja, da liegt ein Vogel. Da liegt jetzt halt ein Vögelchen, ne? Ich habe das Gefühl, ich mache das nicht richtig. Bist dir nicht ganz sicher, aber. Wer weiß. Muss mal reichen. Das funktioniert. Ja, ich glaube, das ist abschreckend genug. So. Ja, ich meine, wenn die ein anderes totes Tier hier sehen, vielleicht denken die sich dann so, na, hier lieber nicht. Okay. Das passt schon. Perfekt. Ich springe elegant wieder raus. Yes! Das ist genau so, wie ich es geplant habe. So funktioniert das. Er rückt es aber so ein bisschen zurecht. Und dann noch so. Ja, so dass die Beinchen nach oben zeigen. Es ist ein arrangiertes Kunstwerk. Mir gefällt mir. Und dann ist da noch so eine Dose, da sind so ganz viele Kleinteile drin. Stört. Ja, das kann man gar nicht richtig sehen jetzt. Das muss ja wirklich frei sein. Platsch! Alles. Ja, ich finde schön, wie wir in die Psyche von Katzen gehen. Das ergibt jetzt alles Sinn. Das ergibt alles, ne? Man kann es nicht richtig sehen, die Aufgabe ist ja auch da. Auch warum die immer tote Mäuse überall verstecken. Die wollen einen nur beschützen. Ja. Aber manchmal haben sie Hunger, deshalb fehlt ein Teil. Aber man braucht nicht das ganze Opfer. Eben. Ja. Steht ja auch hier. Kopf und Vorderteil, da kann man als leckere Snack abbeißen. Ich nehme meinen Flügel mit. Das ist mein Snack für unterwegs. Ich schicke to go. Ich sag nicht zu Schulzeiten, wenn ich die eine Nachbarin abgeholt habe und ich bin morgens gekommen und habe geklingelt und stand so an der Tür und guckte so runter und war so. Saß so die halbe Maus, die vor der Haustür lag. Fertig. Meine Freundin musste ich immer auch über den Vorgarten, über die Wiese. Also immer so: Oh, da ist eine Maus. Oh, da ist noch eine Maus. Oh, nicht reintreten. Mannkreis. Ja, eindeutig. Weil der erste nicht funktioniert hat, dann hat er gesagt: Nimm, ich mach noch einen. Ja. Man weiß ja nie. Zuverlässiger. Doppelt hält besser. Ich meine, jetzt, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob es funktioniert, also ich meine, ich nehme einfach verschiedene Teile von dem Vogel, die ich abbeiße, und verteile sie einfach überall im Raum. Weil, ich meine, vielleicht funktioniert es jetzt besser. Nein. Wer weiß. No. Ich bin kein Experte im Büchern. Und dann geht's zurück. Auf zur langen Hausbrücke. Nee, wollen wir nicht zum Blumenwald? Ach ja, zum Blumenwald. Blumenwald. Was ihr lieber machen wollt. Also ihr könnt beides machen. Eher zum Blumenwald, ja. Ich würde gerne mit Hieronymus Kreisch reden. Ja, yes. Man sollte sich zumindest anhören, was er zu sagen. Genau. Er sieht immer so lecker aus. Oh mein Gott, ich würde ihn nicht beißen. Nee. Er ist riesig. Ey, würde ihn einfach wegtragen. Sogar mich? Sogar dich. Vielleicht gerade dich. Aber man kann fantasieren. Also, ich kann nicht mehr zuhören, weil ich damit beschäftigt bin, mich im Gesicht zu Katzen waschen. Im Nordosten der Stadt befindet sich ein uralter Wald mit Eichen und Kiefern. Auf einer Lichtung im Mittelpunkt des Waldes steht eine ausgedehnte uralte Eiche, die die Menschen den Millenniumbaum nennen. Am Tag ist es ein angenehmer Ort,
und ein beliebter Treffpunkt für junge Liebespaare. Oh. Viele von ihnen haben romantische Nachrichten in die Rinde des alten Baums geritzt. P plus P. P plus Pieper. Nach Einbruch der Dunkelheit allerdings wird der Wald unheimlich und bedrohlich. In manchen Nächten steigt ein unnatürlicher Nebel vom Boden auf. Er vernebelt die Sicht und dämpft die Geräusche. Der Wald wird zu einer Brücke zu den Reichen jenseits unserer Welt und lässt Feen und Albträume herein, um die Stadt heimzusuchen. Die Persönlichkeit des Waldes ist eine alte Eule namens Hieronymus Kreisch, die ihr Nest im Millenniumbaum hat. Dieser rätselhafte Vogel ist fordernd und hat wenig Geduld mit Narren, aber er kann eine hilfreiche Quelle für Rätsel, für Hinweise sein. Heute Nacht habt ihr Glück, ihr betretet den Wald und der Nebel ist zwar da, aber er ist nicht so dicht, wie er sonst manchmal ist. Oh Gott sei Dank. Respekt. Ihr kommt also relativ, also ohne dass euch irgendwas Ungewöhnliches begegnet, zum Baum. Es ist ja Nacht. Ihr macht das Geräusch und ihr seht, wie Hieronymus Kreisch. Ein Kreisch! Wow! Ich spreche fließend Eule. Ja, ich merke das schon. Wie Hieronymus Kreisch von oben langsam herabgesegelt kommt und auf einem Ast gar nicht so weit von euren Köpfen entfernt sich hinstellt und anschaut. Er ist eine große, stattliche, graue Eule mit charakteristischem Gefieder, das mit dunkelgrauen Stellen gezeichnet ist. Hat sehr, sehr lange, sehr scharfe Krallen. Und was er verdammt gut kann, ist, er kann gut starren, ohne zu blinzeln. Oh, das kann ich auch. Ist mir zu lang. Es gibt ein Gerücht, dass er ein Geschöpf aus dem Nebel ist, dass er also gar kein normales Tier ist, sondern dass er irgendwann mal aus diesem Nebel gekommen ist. Und zwar um den Wald zu beschützen, aber das weiß niemand so wirklich. Alle Katzen kennen ihn, jeder weiß, wer er ist, und alle wissen, dass er halt ein sehr, sehr großes Wissen hat und eigentlich immer weiß, was gerade vor sich geht, was passiert. Das Problem ist nur, er ist halt seine Informationen sind nie umsonst, und das ist der Grund, warum Katzen so selten zum Wald kommen und ihm Fragen stellen. Wissen wir denn, was gewöhnlich sein Schweiß ist? Oder ist jetzt mal was anderes? Können wir Snacks mitbringen? So? Nein, ihr wisst, dass das schon mal nicht reicht. Ihr wisst, anhand seiner Krallen und von den Geschichten wisst ihr, dass er sehr gut daran ist, sich selber Essen zu besorgen. Er sitzt auf jeden Fall auf seinem Ast und schaut auf euch herunter. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Herr Kreisch. Was denn? Sie wissen sicherlich bereits, was zurzeit vor sich geht in der Stadt. Und uns wurde ans Herz gelegt, Sie um Rat zu bitten. Mit all Ihrem Wissen und Ihrer Weisheit. Ihr kennt meinen Preis. Wenn ihr etwas für mich erledigt, sage ich euch das, was ihr gerne wissen möchtet. Was hätten Sie denn gerne erledigt? Ich würde euch darum bitten, morgen in der Dämmerung einen leuchtenden Wald am Waldesrand, leuchtenden Pilz am Waldesrand zu pflücken. Das war irgendwie, ne? Morgen in der Dämmerung? Ja. Ist das abends oder ist das in der Abenddämmerung? Ja. Ziemlich lange hin. Mhm. Okay, wir waren umsonst hier. Lass uns. Würden wir die Information erst kriegen, wenn wir die Aufgabe erfüllt haben? Ja.
Was es gibt denn, keinen Vorschuss. Wenn wir so viel Zeit haben? Die Lage ist sehr, sehr ernst. Gibt es irgendwas, was man zeitnah erledigen könnte für Sie? Gibt es keine Möglichkeit, den Pilz jetzt zu suchen? Doch, mit etwas Glück könnte ich ihn noch jetzt. Oh, wir sind so gut im Suchen. Oh ja, was sind? Oh ja. Na. Am Rande des Waldes. Am Rande des Waldes. In welche Richtung? Rechte Pfote, linke Pfote. Nase. Überall. Er nimmt eine seiner Schwingen und zeigt in eine Richtung. Da. Okay. Richtung. Okay. Richtung. Da bist du noch nicht. Vielen Dank schon mal. Einen angenehmen Abend. Vorerst noch? Oder generell noch? Eine schöne Nacht. Oder bis gleich. Vielleicht. Tschüss, jetzt gleich. Du warst so cool. Also, du hast eine Frage gestellt. Er ist riesig und er hat scharfe Krallen. Wenn du freundlich zu anderen Wesen bist und was heißt freundlich? Höflich? Dann sind viele auch höflich zurück. Also Katzen. Ich verstehe das immer nicht ganz. Hey, guys. Okay, meine Böde guckt auch so, wenn sie viel Kaffee getrunken hat. Meine Böde trinkt keinen. Das ist Kaffee. Hast recht. Das ist das Zeug, was sie früh immer trinkt. So, das trinkt meine stinkt. Nicht. Das ist so eine braune Flüssigkeit. Also meine Böde hat viele Dinge, die stinkt, aber keinen Kaffee. Aber ich glaube, der Papa meiner Böde. Ja, so was Komisches. Ich habe das einmal getrunken und dann konnte ich ganz lange nicht schlafen. Ha, das ist nicht schön. Ja, so ganze zwei Nickerchen konnte ich nicht schlafen. Nee. Oh, gut, dass ich nicht erfolgreich versucht habe. Ich habe immer versucht, mal was aufzulecken, wenn ich eine Tasse runtergeschmissen habe, aber. Und das Schlimmste ist. Die nehme ich immer weg von der mein Pizza. Mein Appetit war auch weg. Mir kann das aber nicht so sagen. Würde dir vielleicht mal gut tun. Nein, das war grauenhaft. Dann stelle ich mir fürchterlich vor, keinen Appetit zu haben. Ja, oder? Ja. Da vergleicht sich noch vier Katzen davon traben, die übereinander lecken. Auf dem Weg zum Wald. Ja. Ihr geht einfach schnurstracks geradeaus in die Richtung, die ihr euch gezeigt habt. Und bevor ihr den Waldrand erreicht, seht ihr einen Pilz, der im Mondlicht zu leuchten scheint. Ha. Ich frage mich, warum. Ich gehe auf den Pilz zu, um ihn zu pflücken. Ich guck so. Weiß ich was von Pilzen? Kenne ich Pilze? Habe ich schon mal einen Pilz probiert und mir schlecht geworden? Ich bin gerade aber nee. Ich glaube nicht, dass du auf die Idee gekommen wärst. Ach, guck mal, das sieht aber rum. Ja, das stimmt, ist schon deswegen, dass die wissen, was sie. Ja, eigentlich schon. Lassen. Ja, zum einen das und zum anderen. Außer bei euch. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch so, also selbst in der Natur, die wenigsten Katzen würden auf die Idee kommen, was anderes zu fressen, außer Gras, wenn sie kotzen müssen. Oder meinst du, die gehen hin und fressen im Wald? Pilze wären schon relativ ungewöhnlich. Das wäre schon sehr ungewöhnlich. Ja, das ist schon. Also einige Tiere essen das, um sich zu heilen, etc. Aber Katzen, glaube ich, ist schon sehr ungewöhnlich. Ich glaube, wenn es nicht gerade im Katzenfutter drin ist. Ja. Deswegen, nein. Aber der Pilz wird jetzt nicht so. Du riechst dran. Er riecht jetzt nicht giftig. Ich will ihn. Du fällst ihn? Ja. Und dann. Bup. Der leuchtet weiter. Riecht komisch. Die, die jetzt nicht direkt am Pilz stehen, merken, wie um euch drumherum nach und nach immer mehr von dieser, der Nebel verdichtet. Immer stärker und stärker. Oh shit, wir sollten uns beeilen. Nimm den Pilz in Lauf! Und auf einmal hört ihr hinter euch so ein Au! Oh nein! Das höre ich ungern. Oh, das klingt nach Hunden. Und die sich umdrehen, sehen, wie aus dem Nebel ein
geisterhafter Hund herauskommt, der also auch wirklich wie, als würde er aus dem Nebel entstehen, aus dem Wald gerannt kommt und auf euch zurennt. Oh shit! Ihr müsst jetzt Athletik. Da bin ich absolut großartig. Ja. Okay. Um mich zu verteidigen? Nein, du verteidigst dich nicht. Du wirst wahrscheinlich weglaufen. Eine minus 1 habe ich. Oh shit, ich habe plus 2. Kann ich, du kannst die Hüten nutzen, um jemanden innerhalb deines Schutzzeichens. Goddammit! Frage. Ja. Schafft man Vorteile nur für sich selbst oder kann man Vorteile auch für die Gruppe schaffen? Alle Vorteile, die du schaffst, kann jeder danach benutzen. Also, wenn ich jetzt einen Vorteil schaffen würde, der heißt, direkter Weg zurück zum Baum, weil ich mich gut daran erinnern kann und gut damit suchen kann, könnte sie den benutzen. Könnte sie ihn nachher benutzen, um schneller wieder wegzukommen? Ich versuche mal suchen, diesen Vorteil zu erschaffen. Okay. Jo, ja, plus 5. Ja, du hast den Vorteil erschafft, musst aber auch noch versuchen wegzulaufen. Ich hatte eine plus 1. Du hast eine. Ich hatte plus 2. Ich hatte plus 4. Katze, Entschuldigung. Der Hund, dadurch, dass er so, ja, so eine geisterhafte Gestalt ist, erwischt zuerst dich. Mhm. Und beißt dich. Mhm. Du erleidest eine leichte Konsequenz. Mhm. Aber er lässt dich danach sofort wieder los. Okay. Dasselbe passiert dir mit einer plus 1. Er fängt dich, beißt dich, als er schüttelt dich einmal kurz, lässt dich, wirft dich so zur Seite, du erleidest eine leichte Konsequenz, landest aber auf deinen Pfoten und er nimmt sich die nächste Katze vor. Ey. Und so geht's halt weiter. Er erwischt dich, nimmt dich, rüttelt dich einmal, lässt dich fallen. Und dann macht dasselbe mit dir auch, rüttelt dich einmal und lässt dich fallen. Du hast deine leichte Konsequenz natürlich über Nacht eigentlich geheilt, das heißt, du bekommst sie jetzt wieder. Ihr habt jetzt alle so ein blaue Flecken im Grunde genommen. Ihr seid so ein, habt so einen leichten, ja, so eine leichte Bissspur im Nacken, aber nichts Schlimmes. Und nachdem er das gemacht hat, nachdem er jeden von euch einmal genommen hat, ordentlich durchgeschüttelt hat und fallen gelassen hat, verschwindet er auch wieder. Jetzt weiß ich, warum der das nicht selbst machen wollte. Oh, weil er kann fliegen. Feiges Schlupfier, wie geht's dir? Okay. Das ist so weh. Ach, deswegen geh ich nicht raus. Das ist schon schlimmer, los. Aber wir haben den Pilz. Das stimmt. Wir sollten trotzdem schnell weg. Ja. Ja, bitte. Das ist eher so diese schnelle Tapseln, was Katzen manchmal machen. Wir sind sehr schnell auf dem Weg zurück. Brauchst du Hilfe mit dem Bild? Nein, ich glaube nicht. Okay. So groß ist es. Okay. Hat nicht irgendjemand von euch auch geheime Taschen? Ja, ich habe das sogar. Ich kann die so tragen. Oh. Wenn er größer ist als ein Hühnerei. Ja, nee, so groß ist es wirklich nur so ein kleiner. Okay. Ja, ich kann es einfach so tragen. Boah. Magic, ihr wisst auch nicht, wo ich ihn trage. Ich glaube, ich noch. Will ich das wissen? Boah, ist denn ein Dings erklärt, wo du es dann trägst? Nein, das ist, niemand weiß. Okay, also es ist wirklich magisch, ja. Weil sonst hätte ich gedacht, nein, so eine Hautfalte. Nee, es ist wirklich. Es ist wie magisch. Die Arme, ich ziehe es auch mal nachher vor, wenn keiner guckt. Okay. Pjunk. Oh. Wie beim Anime. So, ich habe meine Bazooka mit. Wo hast du die denn her? Das ist meine Hühnerei-große Bazooka. Oh. Aber so genau, wo das in einem Anime herkommt, ist klar. Aber mir nicht. Okay. Ja, leicht angeschlagen kommt ihr alle wieder bei Hieronymus an. Der immer noch. Der gerade nicht zu sehen ist. Ich lege den Pilz ab. Entschuldigen Sie. Die hört so. Du kümmerst dich vom Pilz. Er fliegt einmal dicht über euren Körper. Ich bin schon ein wenig da. Er fliegt dicht über euren Körper hinweg, greift sich den Pilz und erhebt sich wieder Richtung Baum, wo er sich mit einer Kralle. Können die das? Oder können das nur Papagei?
Keine Ahnung. Er kann das. Nein, er kann das. Er ist ja besonders gut. Er hält sich mit einer Kralle fest und guckt sich mit der anderen Kralle. Mein Hut hat auch nur einen Fuß. Ich glaube, so ziemlich alle Vögel können das ein Bein heben. Ja, vor allem, wenn sie jagt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Auch Feigen und so machen das ja auch ständig. Er guckt sich dann mit der anderen neben die Pippe. Ja, gut. Und packt das in so was auch immer du damit vorhast. No judge. Ja, er ist sehr dicht am, er hat sehr dicht am Stamm ist er gelandet und, packt es und packt es in so ein Loch, was im Stamm ist. Und es kommt unten raus. Nee, unten fällt ein leuchtendes Eichhörnchen raus. ihr hattet eine Frage. Wo genau verstecken sich die großen weißen Ratten? Haben wir noch eine Frage, bevor wir. Oh mein Gott, das war schon eine Frage. Ja, Jasmine meinte, wir sollen nach dem Ort der Ratten fragen. Ist es die eine Frage, die wir stellen wollen, wenn wir nur eine haben? Was haben wir sonst gemacht? Jasabella meinte, wir sollen Herr Hieronymus Kreisch nach dem Ort fragen. Okay. Überzeugt. Ich habe die großen weißen Ratten gesehen, wie sie in den dunklen Ort in dem dunklen Ort verschwunden sind, der jenseits des Flusses ist. Wissen Sie, wie wir Fußkurs dazu bringen, uns über die Brücke zu lassen, über das Haus, durch das Haus durch? Gar nicht. Rüberfliegen. Ich habe keine Flügelbier. Oh. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob dich Flügel tragen können. Deine Flügel schon. Ich habe in einem Film mal gesehen, dass Menschen einen auf einem Besen mitnehmen können. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Was ist ein Film? Das sind diese Dinger, die in diesen seltsamen Kästen. Da wo die immer so hinstarren. Ja, da starren Menschen immer so hin. Ihr seid doch klug, oder? Selbstverständlich. Werdet ihr wohl selber einen Weg finden. Ich hasse andere Ziele. Meintest du nicht, du kannst das irgendwie rüberbringen? Ich kann es versuchen. Kannst du es gut versuchen? Ich kann versuchen, es gut zu versuchen. Okay. Yes. Okay. I join. Wir bitten darum. Komm, ich über den Fluss, ich meine nicht. Ja, Bett schwimmt ja oben. Ich kann versuchen, wenn es funktioniert, funktioniert es auch mit dir. Das zu sich selber. Ich meine, ich habe noch nie so was Schweres transportiert, aber ich denke, du gehst einfach als Letztes und dann gucken wir. Ja. Das klingt nach einem Plan. Lass dir nicht von den anderen einreden, du seist irgendwie anders als normal. Ich weiß, ich bin einfach nur kräftig. Ja. Wir sind beide nur kräftig. Du ein bisschen mehr als ich, aber ja. Weil dann würde ich... Wir müssen dafür natürlich an den Fluss gehen. Mhm. Vielen Dank, Herr Kreisch. Viel Glück. Viel Spaß mit dem Bild. Seid vorsichtig in der Mine. Der dunkle Ort. Und dann würde ich mich mit der Crew auf den Weg zum Fluss machen. Und du weißt, ich hasse das. Ich weiß. Wir hassen das. Wasser ist echt scheiße. Okay. Kommen wir da wirklich rüber, ohne nass zu werden? Ja. Ich muss auch nicht mal was überfinden. Genau, was weiß ich. Keine Ahnung, wie man das erkennen kann. Außerdem wisst ihr ja, also ne, wenn ihr da ankommt, ihr wisst, das ist so ein Gebäude, was dann halt hier weitergeht und auf der anderen Seite halt abgeschlossen ist. Das heißt, es gibt immer mehrere Wege, wie man rüberkommen könnte. Ich würde gerne, weil ich weiß, dass Fuskus niemanden durchlässt. Ich würde tatsächlich zu Fuskus gehen und sagen, guten Abend. Fuskus, wir haben uns ja gestern schon kurz gesehen, getroffen. Ja. Und ich weiß, sie lassen mir eigentlich niemanden durch. Niemanden, ich weiß auch ganz genau niemanden, aber
Ich wollte nur kurz erwähnen, dass ich ihnen geholfen habe mit dieser komischen Wolke, die sie um den Kopf haben. Und wir würden gerne zu den weißen Ratten, um dafür zu sorgen, dass niemals wieder jemand eine weiße Wolke um ihren Kopf macht. Mhm. Nur dafür müssen wir leider auf die andere Seite des Flusses, durch dieses Haus. Mhm. Ob sie ganz, ganz, ganz vielleicht heute Abend eine klitzekleine Ausnahme für uns machen könnten? Nein. Aber von denen sind schon so viele ungestraft einfach durchgelaufen. Wir könnten dabei helfen, sie zu bestrafen. Dafür, dass sie einfach durchgelaufen sind. Okay, cool. Sehe ich irgendwo in der Nähe Menschen? Also ist das... Nein. Dann würde ich gerne... Das Ding ist so alt, ich würde da nicht mehr. Ich würde gerne... Weiß nicht, ob Fuskus generell... Geht es um den Fluss oder geht es um das Haus bei ihm? Es geht ihm... Also es dürfen wir einfach nur durch sein Haus laufen? Dann dürfen wir mal Revier. Oh, nee. Eins. Wobei, du kannst auch Empathie wählen. Habe ich auch nicht. Oder das könnte ich machen. Du hast auf Revier gewürfelt, du weißt, du kannst auf Empathie würfeln. Ich habe eins. Weiß nur, dass man da nicht rüber darf. Okay. Ich habe plus drei. Du spürst, dass er nicht möchte, dass man durch sein Haus geht. Okay. Der Fluss ist ihm egal. Okay. Okay, gut. Sein Haus, sein Revier, weißt du, es ist immer so ein bisschen... Durch sein Haus. Ich würde gerne... Jetzt wartet doch mal! Ich würde gerne einen Steg schaffen. Eine okay. Brücke von hier nach da mit meinem Stunt-Laufsteg. Indem ich meinen wahren Namen in die Luft lüfte. Okay. Ich niese währenddessen ganz laut. Alles klar. Alter, krass. Du kannst temporäre Brücken, Gerüste oder Rampen aus reiner Macht erscheinen lassen, über die du ansonsten unzugängliche Orte, über die du ansonsten unzugängliche Orte klettern kannst. Du kannst diesen Zauber nutzen, um entsprechende Hindernisse zu überwinden oder um einen Vorteil zu erschaffen, der sich darauf bezieht, in einer seltsamen oder unerwarteten Position zu sein. Okay. Die erste Regel des Katzenparlaments sagt, dass dieser Zauber nicht in Sichtweite von Menschen benutzt werden darf. Ja. Das hat zu einigen peinlichen Vorfällen für Katzen geführt, die auf Bäumen ohne offensichtlichen Weg nach unten entdeckt wurden. Das ist so cool. Das ist mega. Siehst du das nicht? Mega. Das erklärt auch. Das erklärt so viele Dinge. Ja. Das erklärt so viele Dinge. Wie kommen sie da dauernd hin? Großartig. Und sie dürfen es ja nicht mehr benutzen, sobald Menschen sie gesehen haben. Deswegen kommen sie auch nicht mehr alleine weg. Oh nein. Fuck, der Mensch hat mich gesehen, ich komme nicht mehr runter. Hilfe! Ich tue mal so, als ob ich. Ich bin ganz hilflos. Das würde ich gerne schaffen, eine Brücke quasi. Ja. Musst du dafür was würfeln oder ist das? Hier steht einfach nur, du kannst es erschaffen. Ich weiß nicht, ob ich dafür einen Punkt aus. Hier steht nur, diese Stunts erfordern keine Opfer. Ja, dann wirst du dafür keine Punkte ausgeben, ja, aber dann kannst du es halt nur einmal machen. Ja. So einfach ist es. Ja. Du kannst es heute nur einmal machen, kannst aber die Brücke. Steht da auch, wie lange die da bleibt? Hier steht nur, dass ich einen Vorteil erschaffe dadurch. Mhm. Also wahrscheinlich für die Szene, denke ich mal. Ja. Da ist eine Brücke. Ja. Ey. Und dann würde ich sagen. Du gehst als erstes. Kein Problem. Du erschaffst keine breite Brücke, sondern was du erschaffst, ist ein Balken, über den ihr alle mit ganz nur Athletik, ne? Gut, dass ich das gut kann. Athletik. Wahrscheinlichkeit, Wahrnehmung, Wille, Wissen. Ja, mit Athletik drüber geht. Oh boy. Weil es ein bisschen so, als würde man auf so einem... Ich hab hier... So, du gehst vorweg. Minus eins. Ich würde das Ganze abwägen, diesen Balken genau untersuchen, bevor ich auch nur eine Pfote da drauf setze. Ja. Und durch mein sehr genaues Abwägen Wahrnehmung statt Athletik werfen. Okay. Genau gucke, wo du kannst Pfote immer noch den Vorteil, also du kannst den Vorteil jetzt auch noch nutzen und einen Punkt ausgeben und deshalb kommst du dann dafür. Kann ich ihm nicht irgendwie helfen? Lass mich kurz schauen. Das ist eigentlich eine Sache zu schwer, um die zu halten. Wahrnehmung? Du bist ein kleines Kätzchen. Plus hier. 5! Du weißt ganz genau, wo du lang gehen musst, damit du über diesen Balken kommst. Ich bin froh, dass er sich biegt. Hey!
Wenn er sich biegen würde, würde ich einfach sagen, dass deine Magie vielleicht nicht ganz Du schaffst es, du gehst sehr langsam, das ist ein bisschen gruselig. Der Fluss ist auch heute, es hat ja am Abend davor geregnet, das heißt, der Fluss ist auch ein bisschen höher als sonst und das Wasser ist so ein bisschen wilder als sonst. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Null. Geh genau da lang, wo ich gewesen bin. Ja, du schaffst es gerade so ganz langsam hinterher zu kommen. Also bei dir sieht das mehr so aus, du legst dich auf den Bauch und machst so. Die Pusher zu. Nicht in diese runde Katze. So, ich bin ganz kurz hier. Aber irgendwann seid ihr alle auf der anderen Seite angekommen. Ich bin stolz mit dem Schwanz. Ich mag keines. Wenn ich weiß. Aber du hast dich gut geschlagen. Du warst okay. Ich mag keines. Nur okay? Nee, du bist rübergekommen. Ist okay. Mindestens okay. Du warst eleganter, als man dir das ansehen würde. Ich war sogar eleganter als du. Aber das habe ich nicht gesehen, weil ich als erstes gegangen bin. Cool. Ja, cool. Wissen wir, wo der dunkle Ort ist? Dann gehen wir zum dunklen Ort. Ihr macht euch auf den Weg zum dunklen Ort. Das Doofe. Also ein Nachteil haben diese Bücher, die halt haben alle so eine glänzende Oberfläche und bei unserem ganzen Licht hier im Studio ist es immer so, dass ich runtergucke und dann wird mir immer leicht schwindelig, weil das so schimmert und dann verschwimmen immer die Buchstaben und bin ich immer so. Deswegen bürge ich mich dann immer vor, weil eigentlich müsste ich es von hier lesen können, aber das geht nicht. So. Da, der dunkle Ort. Wie geht das schon? Ihr müsst euch ein Stück durch den Wald bewegen. Ein Stück, da ist ein bisschen Wald hinter. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, da ist ein bisschen Wald, aber ihr wisst, ihr folgt einfach einem Weg. Da war früher ein Weg, der zu dem dunklen Ort geführt hat, weil ganz, ganz früher da wohl häufiger Menschen hingegangen sind, warum auch immer, um dort irgendetwas zu tun. Und deshalb findet man den relativ gut, weil man einfach diesem Weg folgen kann. Und irgendwann, der Weg steigt halt stetig an. Es wird immer so ein bisschen höher, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Es geht nicht richtig hoch, aber so ganz leicht, weil irgendwann könnt ihr schon in der Ferne sehen, dass da ein Berg ist. Mhm. Und ihr wisst, dass der dunkle Ort ein dort wohnt und seine Nase sucht. der dunkle Ort. Das ist eigentlich ein Katzen. Perser. Wo stehe ich denn mit? Wo stehe ich denn? Ist auf jeden Fall der Eingang, der in einen Berg führt. Das wisst ihr. Okay. Und darauf geht ihr jetzt gerade zu. Kommt immer näher. Bevor wir da reingehen, möchte ich den Stunt größer und kleiner anwenden und mich größer machen. Okay. Größer. Also, ich kann, glaube ich, nicht. Sie kommt auf jeden Fall am Eingang an. Sie fängt an, sich zu konzentrieren. Ich würde gerne gucken, ob ich irgendwelche astralreisende oder übersinnliche Wesen erspüren kann hier vorne schon. Ja, dann würfel mal auf. Das war Wahrnehmung, glaube ich. Wahrnehmung. Übersinnliche Wahrnehmung ist das. Unsichtbare Wesen, astralreisende etc. Okay. Well, aber ich habe plus 2 da drauf. Also ist es plus 4 immer noch. Ich würde gerne den durchdringenden Blick anwenden, um verborgene Gegenstände oder beziehungsweise Spuren zu sehen. Ich will gleich auch noch was machen, aber ich warte einfach. Ja, mach mal. Ich erzähle euch dann einfach gleich nach und nach, was passiert ist. Nee, minus 2. Mm,
Gefühl für dich. Ich würde gerne mein Stunt benutzen, Rekonstruktion. Damit kann ich herausfinden, was die Menschen gemacht haben hier und warum. Ja. Plus 2 habe ich da. Okay. Du, Pia, nimmst nichts Ungewöhnliches wahr. Irin, du hast schon das Gefühl, dass irgendwas Ungewöhnliches aus dem Ort kommen könnte, aber du kannst jetzt nicht genau sagen, was das ist. Was ihr wisst, ist, es gibt unter all diese Orte sind so ein bisschen mit Geistern auch verbunden. Ihr kennt auch die Geschichte, dass da einer drin lebt, aber der muss schon ein ganz schönes Stück tiefer drin sein, weil hier nimmst du ihn jetzt noch nicht wahr, noch nicht so stark. Hat diese Energie, weil das auch ein Ort ist, an dem immer mal wieder Menschen gestorben sind und nicht immer unbedingt auf nette Art und Weise. Aber ja, ist jetzt nicht so, dass 5 Meter von dir entfernt ein Geist steht und wartet, sondern würde schon sagen, es ist der grundsätzliche Ort, an dem immer mal wieder was passiert ist. Pieper, du nimmst wahr, dass Menschen früher hier ein- und ausgegangen sind und vor allen Dingen glänzende Steine aus diesem Ort herausgeholt haben und versucht haben oder auch in diesem Ort gefunden haben. Du siehst nicht, es scheinen nicht viele gewesen zu sein, aber das war wohl der Ziel dieses Ortes. Da sind Menschen reingegangen, haben irgendwie die Wände gehauen und dann fielen glänzende Steine ab. Ich erzähle das natürlich meinen Mitstreitern. Weil glänzig. Vielleicht wohnt glänzig hier. Du meinst glänzig heißt so, weil ja alles glänzt. Ich sehe nichts glänzendes. Ich auch nicht. Und dann ist alles schwarz. Außer deine Augen natürlich. Und was ein bisschen auffällig ist, ist der Eingang. Da sind so Bretter vor. Oh. Ah, das ist doch kein Hindernis, oder? Ist das komplett dicht oder ist da irgendwo eine Lücke, wo man sich durchquetschen kann? Passt über Kopf durch? Also, wo vielleicht sich einige von uns durchquetschen können. sobald ihr näher rankommt, seht ihr, dass die Bretter, die diesen Eingang wohl mal verschlossen haben, zwar überall noch oder an den meisten Stellen noch sind, sodass keine Menschen rein können, aber ein 1 Meter großes rechteckiges Loch ist in diesem Ding. Da kommt ein Mensch durch. Groß genug. Kommt er. Also es ist so, dass sie nicht unbedingt stehend durchkommen. Also das, wofür der Eingang eigentlich gedacht ist, dass man sagt, okay, früher war der mal so groß, dass man rein und raus gehen könnte. Aber wenn ein Mensch sich endlich mal wie jedes vernünftige Wesen auf 4 Pfoten vorwärts bewegen würde, ja, dann würde der auch durchkommen. Selbst schuld, wenn die auf 2 Beinen rumlaufen. Ja, sie hören immer irgendwann damit auf. Weißt du, meine Bürde, Rico, früher ist sie auch noch öfter auf allen Vieren gelaufen. Meine Bürde auch. Aber sie hat irgendwann damit aufgehört. Ich weiß nicht warum. Henry ist manchmal auf allen Vieren, wenn er versucht, mein Spielzeug rauszuholen. Das ist so bei euch. Das ist eher so ein. Nee, nicht wirklich. Ja. Aber dann merken sie, dass das viel sinnvoller ist. Aber warum bleiben sie nicht dabei? Das ist die eigentliche Frage. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, ihr Kopf ist einfach runterkommen. Es hat viel Luft, so viel Blut rein, ja. Das ist halt, weißt du, sie brauchen mehr Luft im Kopf, ja, sonst wird denen damit das kleine, empfindliche Gehirn von denen viel Polster hat. Ja. Mhm. Sonst wird es so stark durchblutet und dann ist überfordert. Ja. All die Gerüche. Ja. Wollt ihr euch das nochmal genauer anschauen? Ja, bitte. Ja. Dann untersucht mal das noch. Ist es dann suchen? Oder ist es wahrnehmen? Nachforschen. Oh. Plus 2. Zu viel Minus. +1. No. Ich hab auch 0. Du weißt am besten. Ihr schaut euch das Ganze an. Und seht, dass anscheinend, also dieses Loch da in diesen Brettern, die Bretter sind sehr alt, die Bretter riechen auch ein bisschen wie die Brücke, so ein bisschen muffig, ein bisschen schimmelig. Das Loch allerdings
scheint sehr frisch zu sein. Das sieht man daran, dass ihr seht so Werkzeugspuren, das kennt ihr, dass irgendjemand irgendwas genommen hat und diese Kanten sehen halt nicht natürlich aus. Sieht auch nicht so aus, als hätte jemand das rausgebrochen, sondern es sieht aus, als hätte jemand wirklich... Menschen benutzen halt manchmal so, die haben halt keine Krallen, die haben keine scharfen Zähne, ja. Die benutzen immer andere Werkzeuge. Die schneiden ihre Krallen auch immer ab. Das kann ich nicht verstehen, das ist gruselig. Die schneiden ihre Krallen ab, die benutzen komische, spitze Dinge, um irgendwas durchzuschneiden, anstatt es einfach abzubeißen, alles komisch. Aber so wie es sonst auch aussieht, wenn sie irgendwas, so eins dieser komischen Werkzeuge, wie sie das nennen, nutzen, so sieht es hier auch aus. Weil Werkzeuge machen Dinge schon etwas ordentlicher als Krallen, das sieht man. Und ihr seht Fußabdrücke, die hier sind, die auch noch relativ frisch sind. Menschliche. Die euch darauf schließen lassen, von der Größe her, dass es eher jüngere Menschen waren, die hier waren. Entweder das oder sehr kleine. Sie sind größer als Ellies Fußabdrücke. Aber so ungefähr in der Größe von Rico, vielleicht ein bisschen kleiner. Also so zwischen Ellie und Rico vom Alter her würdet ihr jetzt schätzen könntest. Oder wie gesagt, kleine Menschen. Auch die Möglichkeit besteht. Davon habt ihr noch nicht viele gesehen, aber da gibt es zum Beispiel die alte Frau, bei der Duke lebt. Die hat so kleine Füße, aber die ist auch sehr, sehr alt. Sehr alt. Die werden ja mit dem Alter auch wieder kleiner. Ne? Ja, die Füße schrumpfen auch. Seltsam. Als würde der Körper nicht zusammenfallen. Traurig. Austrocknen wie eine Rosine. Ja, schrumpelig werden sie auch. Ich mag keine Rosinen. Nein. Auf jeden Fall. Aber ich meine, hat das jetzt nur ich quasi bemerkt oder mit den Wahrnehmungsergebnissen? Oder? Nein, also du und du hattest nur plus eins, ne? Du hast, genau, ihr okay. Zusammen habt euch das angeguckt und ihr seht ja, also klar, du siehst die Abdrücke, du siehst, dass da noch drin entstanden ist und gemeinsam seid ihr so, die Abdrücke, das und besprecht es zusammen und findet dadurch heraus, was es ist. Seltsam, warum sollte da noch jemand reingehen? Wie bitte? Gute Frage. Wissen wir was von Würden, die bereits verschwunden sind? Oh. Noch nicht. Meine Würden sind noch da. Aber ihr wisst, dass manchmal Würden, vor allen Dingen Würden, die etwas jünger sind, sind manchmal neugierig und gucken manchmal an Sachen, gucken sich manchmal Sachen an, wo erwachsene Würden oder große Würden vorbeigehen und gar nicht drauf achten. Ja, es ist so, dass wenn sie sehr, sehr jung sind, nehmen sie zum Teil auch Dinge wahr, die Erwachsene würden nicht wahrnehmen, sondern die ihr wahrnehmt. Sie können es zwar nicht sehen, aber sie sind dafür sehr viel empfänglicher. Und die dazwischen, ja, du kennst deine Würde, ne? Eigentlich ist sie irgendwie noch an vielen Dingen interessiert, gleichzeitig hat sie auch keinen Bock auf irgendwas. Das sind die Schlimmsten. Sie fängt an, dümmer und unempfänglicher zu werden, das ist ja. Schlimm. Ich hoffe, bei Ellie dauert das noch lange. Oh, sie ist noch relativ empfänglich. Ja, und das wird immer nur schlimmer im Alter. Wenn sie ist völlig stumpf. Ja. Ich verstehe nicht, was ich ihm sagen will. Tut mir leid. Anastasia kocht gutes Essen. Das glaube ich dir aufs Wort. Man sieht's. Ja, man sieht's. Oh, ich will dir auch meinen Topf. Wir sollten reingehen. Ja. Man hört wie bei zwei Katzen so. Der Magen knurrt. Kann man was hören aus dem. Würden wir mal wahrnehmen? Kann ich mitmachen? Ja. Schön. Sieben. Ihr hört ein ganz, ganz leises, einmal so ein. Und dann hört ihr auch. Ich kenne das Geräusch. Aber es wird leiser. Ich buckle ein bisschen. Ich kenne das Geräusch. Das Geräusch hat nie weh getan. Was habt ihr gehört? Ratten. Wir folgen dem Geräusch. Ja. Ihr geht in die Höhle? Schleichend. Ja. Dann würfelt mal Heimlichkeit. Oh. Ja, wartet, gut, oh, wartet, oh, wartet. Ich kann uns unsichtbar machen.
Ich kann versuchen, uns unsichtbar zu machen. Bitte versuch mich unsichtbar zu machen. Also, wie ist das dein Wahrnehmung? Ich bin mein umgekehrtes Schutzzeichen und dich herumverschlüsseln. Mehrere Ziele unsichtbar machen, indem du sie alle in einer Zone versteckst. Plus 2 Widerstand. Also du musst uns verstecken? Ja, welche Farbe kommt ihr aus der, ihr kommt dann aber aus der Zone nicht wieder raus. Ja, ich glaube auch. Und eine Zone ist nicht besonders groß. Ach, du meinst, ich muss erst quasi, okay. Also es würde euch helfen, wenn ihr irgendwo seid und euch verstecken wollt, aber ich glaube nicht. Also es wäre schon krass, wenn du die Möglichkeit hättest zu sagen, ach, du meinst, dass es nicht mitläuft, ne? Ja. Okay, nee, dann lassen wir. Okay, dann weil Zone ist normalerweise das. Genau. Ich bin super heimlich. Also warte mal. Würfeln wir einfach. Nee, du kannst dich alleine unsichtbar machen und dich bewegen. Ich glaube, wenn du müde bist, kannst du mehrere Ziele unsichtbar machen. Indem du sie alle in einer Zone versteckst. Ja. Oder indem du deinen Erfolg zwischen ausgewählten Zielen aufteilst. Okay. Also du müsstest sehr hoch werfen, um uns alle unsichtbar zu machen. Aber was ist das? Heimlichkeit? Ja. Ja, habe ich. 4. 2. Minus 1. Also ich habe plus 1 geschafft. Ja. Ihr schleicht euch in die Höhle. Ich möchte übrigens mit Suchen den Aspekt für den Gang schaffen. Sicherer Weg zurück, indem ich Duftmarken lege. Okay. Würfel mal. Plus 3. Okay. Sicherer Weg zurück. Oh, warte, ich kann ja nochmal würfeln, wenn ich einen Feldpunkt ausgebe, ne? Ja. Das ist ja auch, ja, ne? Hm. Haben wir gerade gar nicht gelesen, aber. Beziehungsweise, also, das ist ein Aspekt dann halt für die Gegend. Also genau, Miese, für die ne? Gegend. Genau. Ich habe plus 1. Für den dunklen Ort. Sicherer Weg zurück. Du gehst nach und nach vor und hinterlässt immer mal wieder eine Duftmarke. Ich bin nicht so schlimm wie. Blake. Niemand ist so schlimm wie Blake. Blake stinkt zum Himmel. Nach einigen Metern kommt ihr an eine ungewöhnliche Stelle. Ihr seht, dass vor euch der Tunnel geradeaus weitergeht, aber ihr seht auch, dass seitlich von euch auch ein Tunnel ist. Hier war wohl einst eine Mauer, die aber vor kurzem eingerissen wurde. Und ihr tretet langsam näher und schaut zwischen dieser eingerissenen Mauer hindurch und seht, dass da ein Skelett liegt. Außerdem seht ihr, dass das Skelett sieht ein bisschen so aus, als hätte jemand da drin rumgewühlt. In der alten Klinik. Das Skelett trägt halt immer noch Kleidung, aber die Kleidung ist so ein bisschen vom Skelett weggezogen, die Taschen sind von innen nach außen gekehrt. Sieht alles etwas ungewöhnlich aus. Ist das ein Gang oder quasi ein Hohlraum hinter einer Mauer? Nee, das war ein abgetrennter Tunnel. Okay. Also hier würde es rein theoretisch weitergehen. Und als ihr dem Skelett näher kommt, hört ihr, dass um euch drumherum dieses Geräusch, was ihr gerade gehört habt, immer lauter wird. Und lauter. Und lauter. Nach wie vielen Ratten hört es sich an? Es hört sich so nach. Was ist, wenn er von Ratten aufgefressen wurde? Nach Hunderten an? Das ist eine Menge. Warte, es ist ein Gang, ne? Ja. Um uns herum überall? Vor euch ist ein Gang? Also ich meine die Ratten. Die scheinen aus den beiden Gängen zu kommen. Der Gang, der geradeaus weitergeht, der nicht abgetrennt war, und der Tunnel, der abgetrennt war. Aus beiden Seiten scheinen sie zu kommen. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, zurückzugehen. Ich würde gerne. Nee, was müssen wir machen? Wir brauchen eine Kabine. Wer würde zurückgehen? Wie nah klingen die? Also, sie sind auch ein Stück entfernt. Ja, kommen sie näher? Ja. Okay, ich würde gerne. Gehen wir zurück? Kurze Frage. Ja. Ich habe mich mit 100 von dieser Größe euch angelegen. Ist, vom Geräusch her ist euch allen bewusst, so groß wie die Dinger waren, so viele Geräusche wie das sind, ist aber das Selbstmord. Ich muss wissen, ob dieses Skelett irgendwas damit zu tun hat. Ich würde gerne, okay, wenn du neugierig bist, würde ich gerne einen Feldpunkt ausgeben, um auf jeden Fall eine kleine
ein kleines Opfer zu finden. Mhm. Und ich würde gern im Gang eine Schutzzone errichten. Okay. Eine Wand quasi. Mhm. Durch die wir natürlich durchdrücken, aber die machen auch gar keinen Fall. Okay. Mit dem Fake-Punkt schaffst du das. Das ist ja dann auch, du musst zwar würfeln, aber du brauchst jetzt nur ein Plus 1. Ja, ein Seller, genau. Ich wollte gerade sagen, du aber einfach 2, weil ich die Rappen ja ausschalte. Ah ja. Das Skelett ist frisch durchwühlt. Auch, genau wie die Mauer frisch eingerissen war. Ja. Okay. Ich möchte Psychometrie benutzen. Okay. Ich habe eine 7. Ja. Du errichtest eine Mauer. Ja. So, dass die beiden Gänge, also so weit nach hinten, dass... Beide Gänge quasi abgedeckt. Genau, im Grunde genommen gehst du einfach ein Stück, errichtest du die Mauer ein Stück hinter euch, ihr könnt ja gleich durch, weil es war ja nur ein Gang, der hier hingeführt hat, der sich dann wiederum geteilt hat. Da errichtest du die Mauer. Ich geh schneller durch. Ja, dann würfel mal. Psycho-Dingsbums. Also ich benutze dafür Suchen. Mhm. Der Widerstand ist die Zeit, seitdem das Ereignis vergangen ist, und ich möchte halt nur gucken, wann das durch wen passiert ist, ob ich irgendwas sehen kann, wer war das, wie viele waren das. Ja. Also wäre der Widerstand bei plus 2 für einen Monat oder weniger. Das ist das Kleinste, wo es anfängt. Ja. Okay, also flüstere ich dem Skelett meinen wahren Namen zu. Mhm. Und erschaffe so eine Verbindung, die mir bruchstückhafte Erinnerungen geben sollte. Okay. An das, was passiert ist. Ich würde gerne einen Kieselstein mitnehmen. Ich habe gerade Käsestein. Ein Kiesel, ein kleiner Kiesel. Ich glaube, ich habe Hunger. Ja, kannst du. Okay, Moment. Ich meine, Moment, das ist ein Magiestand. Ich brauche dafür also ein Opfer. Oder? Steht das dabei? Bei mir steht dabei, dass ich ein Opfer brauche. Nee. Dann brauchst du kein Opfer. Nein, okay, alles klar. Oh boy. Suchen minus. Nein, ich habe doch alles hier stehen, ich bin blöd. Das ist gerade noch plus 2. Ja. Damit kannst du einen Monat zurückschauen. Genau. Also das Objekt ist das Skelett. Ja. Wenn ich es schaffe und da ein besonders starker Rückstand ist, bekommt das Objekt ein oder ein besonders starkes Gefühl da drin, das bekommt es einen Aspekt, der beschreibt, was passiert ist. Mhm. Der Aspekt ist zu Halloween von 4 Kindern bestohlen. Kinder bestohlen. Dann würde ich mich zurückziehen und aber auch gucken, ob ich irgendwie einen Geist oder einen Astralreisenden wahrnehmen kann in der Nähe hier, wo das Skelett ist. Dadurch, dass du gerade das schon gemacht hast, wenn du jetzt dich so langsam verpieseln willst, wird das schwierig, beides zu machen. Also du solltest dir jetzt die Beine in die Hand nehmen und laufen. Vielleicht sollten wir nach außen und dann irgendwo hoch, damit uns die Ratten nicht erwischen. Ja. Na gut. Ratten sind keine guten Kletterer. Ich schaffe das. Okay. Na gut. Dann würfelt mal alle Athletik. Ah ja, da bin ich doof. Ich möchte. Ja, ich gucke erst mal. Kann ich mir mit Suchen den Vorteil erschaffen, einen einfachen Weg nach oben zu finden? Ich stelle jetzt erstmal über die Athletik, um zu schauen, wie schnell ihr da rauskommt. Den Vorteil habe ich doch schon geschaffen. Nein, ich meine, hochzuklettern. Achso. Also, ja. Achso. Das kann ich auch noch. Null. Ja, das ist flott. Ich habe 3. Mhm, ich habe 3. Also, ja. Wie bist du so schnell, Alter? Ich habe keine Zeit, wahrscheinlich abzuwägen, wo der Weg oder sich das der Weg ist, oder? Minus 1. Du? Kann ich einen Fade-Punkt ausgeben, dadurch, dass ich jetzt eigentlich die Größe von einem Hund habe, dass ich den auch ein bisschen hier mitnehme und... Ja, würfel doch mal Kraft. Okay. Nee, brauchst du gar nicht, mach was anderes. Du siehst, dass er langsam ist. Nicht so gut, plus 2. Du, dadurch, dass du die Größe eines Hundes hast, du bist jetzt deutlich langsamer, deine Geschwindigkeit verringert sich, aber... Du siehst, wie er, wie sie Probleme hat, vorwärts zu kommen, warum auch immer. Schnappst sie dir, machst den Kätzchengriff
und gemeinsam lauft ihr raus. Das heißt, du bist jetzt ihre Katzen. Das gefällt mir nicht, wurde nicht mehr behandelt, weil ich ein Kätzchen war. Aber so schaffst du es, sie rauszukriegen in einem relativ guten Tempo. Du bist jetzt ungefähr genauso schnell wie Pia. Ihr seid schnell, aber nicht so schnell, wie ihr sein könntet. Aber gleichzeitig ist es so, du hast ja die Mauer aufgebaut. Das ist eine ziemlich gute Mauer. Die hält die schon ein bisschen auf. Kann ich, also ich kann spülen, wenn jemand durchbricht. Ja. Okay. Noch spürst du nicht. Okay. Dann würde ich draußen nach irgendwas suchen, wo wir alle vier draufpassen. Ja, sind ganz viele Bäume. Ich wollte gerade sagen, ich würde mit Suchen den Vorteil erschaffen, dass wir einen Baum finden, der einfach zu beklettern ist. Ja. Das ist eine 6. Ja, du findest einen Baum, der. Das ist so eine richtig alte. So eine Eiche, die so eine richtige Baumrinde hat, die so richtig adrig und so ist, wo man sich halt gut festhalten kann, wo du nicht das Problem hast, dass es ein glatter Stamm ist. Plus relativ nah am Boden, man muss ein Stück springen und dann ein Stück klettern, kommt schon der erste Ast. Das heißt, von da aus kann man dann auch weiter hochgehen, aber du musst halt im Grunde genommen nur so ein, ja, Katzen können bestimmt so hochspringen. Springst so ein Stück hoch, musst nochmal das Doppelte machen, dann an Strecke und dann bist du schon auf dem ersten Ast. Das ist also gar nicht so hoch, auch kommt man nachher gut wieder runter. Okay, auf da. Okay, dann würfelt mal alle Athletik. Ich würde mir die Zeit nehmen und die Rinde ein bisschen begutachten und gucken, wo ich mich am besten festhalten könnte. Ach, sie hat den Vorteil sonst schon erschaffen, wenn du den hast. Das ist einfach zu beklettern. Ja. Aber wenn ich das benutzen will, müsste ich einen Feldpunkt ausgeben, oder nicht? Mhm. Das heißt aber, wenn ich einen Stunt benutze, der einfach mein Dingsens ist, dass ich den besten Weg finde, muss ich keinen Feldpunkt ausgeben. Das stimmt. Das deswegen mache ich das und würfle Wahrnehmung statt Athletik. Okay. Du kannst dann genau, rein theoretisch, wenn du jetzt zu schlecht würfelst, kannst du ihren Aspekt immer noch benutzen. Yes. Plus 3. Ja. Was hast du? Plus 1. Mhm. Plus 1. Plus 2. Ihr braucht ein bisschen, aber ihr schafft es, da hoch zu klettern. Du spürst in der Zeit, wie, in dem Moment, in dem du springst, spürst du halt, wie die Mauer durchbrochen wird. Oh Gott, sie kommen. Ich hab das Gefühl, wir hätten diesen, ich würde mich gerne im Schatten des Baumes verstecken, Eingang zumachen sollen. Irgendwie. Ja. Oh, jetzt kann ich uns unsichtbar machen. Ich mach Schmalkatz. Yes, please. Ich kann uns unsichtbar machen. Wunderbar. Dann muss ich welche Farben habt ihr so? Schwarz. Ist jemand von euch? Schwarz-weiß. Kack-weiß. Ich bin orange. Getigert. Hier steht, gegen den passiven Widerstand der Umwelt. Dieser müsste hervorragend, also plus 5 sein, wenn du eine dunkelgraue Katze bist, die sich in einem hellen weißen Gang verstecken will. Mhm. Aber nur durchschnittlich, wenn du in einer dunklen Allee bist. Ja, aber auch eine weiße Katze siehst du in einer dunklen Allee nicht unbedingt. Ja, nein. Ich glaube, es geht eher darum, bist du in einem hell erleuchteten Raum und willst dich unsichtbar machen. Ihr seid in einem dunklen Wald, ihr seid schon auf einem Baum. Also das heißt, wenn ich alle in einer Zone verstecken will, brauche ich plus 2 Widerstand. Ja, das reicht auch dir. Okay. Bitte mach mich unsichtbar. Ich habe eine Sonne auf heimlich. Ich überlege gerade, ob das noch behütend ist. Oder? Ja, das ist ein Blütenstand. Ja, dann habe ich plus 4, ja. Ja. Woohoo! Du konzentrierst dich und hast das Gefühl, alle sollten nicht mehr sichtbar sein. Ich platt auf meinen Ast. Ihr seht, wie einige Ratten, nicht so viele, wie ihr erst dachte, aus der Höhle rauskommen. Kann ich ungewöhnliche, übernatürliche Sachen dabei sehen? Mit meinem Bewusstsein für das Übernatürliche? Ja, bitte. Das würde ich nämlich auch gerne machen, wenn ich vorher nicht machen konnte. Oh mein Gott! That hurts. Oh, das ist auch angenehm. Plus 1. Wow! Ihr seid beide nicht so gut. Aber das ist mein Null. Das sind plus 2. Nicht wirklich. Spürst du was über natürliches? Nee, nicht wirklich.
Naja, aber bei der einen Ratte letztes Mal habe ich was gespürt. Was ihr jetzt gerade spüren könnt, definitiv, ist, ihr spürt was Übernatürliches, aber das kommt nicht aus der Höhle. Es ist die Tatsache, dass um euch drumherum etwas ist, das dafür sorgt, dass ihr unsichtbar seid. Ah, okay, das ist nie. Das ist gerade okay. Stärker als was auch immer da vielleicht. Theoretisch kann ich ja auch auf Wahrnehmung dürfen. Ich meine, ist das nur Wahrnehmung? Nee, das ist die. Wir haben nur Skill, plus 2. Achso. Okay. Also, du kannst es mit Wahrnehmung eigentlich auch machen, aber wir haben plus 2 auf das übernatürliche Sachen. Ja, 0. Und die macht besser. Plus 5. Ich bin gerade im Supermodus, Leute. Ja, du kennst halt dein Bannfeld. Ja, dann schlingt das nicht ab. Genau. Du ignorierst die Tatsache, dass du da gerade was gemacht hast, weil das ist ja deine Magie. Und ja, du hast das Gefühl, dass. Da, wo deine Mauer ist, die vor kurzem durchbrochen wurde, es stehen immer noch leichte Reste, die wird sich jetzt bald auflösen. Ja. Spürst du etwas, das einfach durch kann, was keine Ratte war? Aber es kommt nicht bis aus der Höhle. Es bewegt sich nur ein Stück, also es geht nur durch die Mauer durch, kommt ein Stück dem Ausgang näher. Ich mache euch den Leibticker, ne? Und dann ist. Ja. Dann, ja, dann ist es auf einmal weg, weil dann. Fühlen, wie groß es war? Nein. Das ist aber sowieso schwierig. Es war auf jeden Fall nicht. Es war nichts Festes. Okay, aber hier steht, wenn dein Schutzzeichen gesprochen wurde, bleibt es intakt und blockiert das Ziel. Ach, das hat er nicht blockiert. Wieder, wenn das Feind im Schützenbereich wieder verlässt. Geil. Und es blockiert immer wieder. Ja, aber. Ja. Du hast es ja so aufgestellt, dass es in erster Linie die Ratten blockieren soll. Und das, was gerade durchgegangen ist, war definitiv keine Ratte. Plus, wie gesagt, es ist schwierig zu sagen, wie groß oder klein es ist, denn es ist immer noch ein Unterschied, ob ein Objekt da durchgeht oder was Fleischliches oder was nicht Fleischliches. Was war etwas nicht Fleischliches? Die Chance ist groß. Also etwas wie ein Geist. Es ist der Geist von dem Skelett. Okay, Leute, ich geh schlafen. Ich guck mir an, was da abgeht. Achso, ich dachte. Warum ist es nicht der Moment zu schlafen? Ja. Und aber nimm dich in Nacht vor Geistern. Und ich schwebe in meiner Astralwelt. Hört sie einen noch, wenn sie in der Astralwelt ist? Ich glaube nicht. Ich kann spüren, wenn meinem Körper irgendwas passiert. Mhm. Kannst du? Ich kann jede körperliche Störung spüren. Wenn ich ihr also ins Ohr flüstere, was mit dem Skelett los gewesen ist und vielleicht, dass der Geist deswegen in Unruhe geraten ist, wenn zum Skelett gehört, hört sie das? Wenn ich ihr das in ihren physischen Körper flüstere? Ich glaube nicht, es ist keine körperliche Störung. Ich würde aber gerne. Sie anstupsen. Ich würde gerne meinen Kieselstein benutzen. Den muss ich meinen wahren Namen zuflüstern. Und dann würde ich ihn gerne mit Pia verbinden. Bis zum nächsten Sonnenaufgang. Was haben wir Nacht, ne? Bis zum nächsten Sonnenaufgang wäre das dann. Sind wir miteinander verbunden. Jeder Stress, den du bekommst, wird halbiert. Okay. Und den Rest bekomme ich. Den ich in meiner unsichtbaren Tasche habe. Du bist jetzt auch unsichtbar, weil sie in der unsichtbaren Tasche ist, oder? Du schwebst näher an den Höhleneingang. Ich schleiche mich aber an. Ja, so bleibe ich fest. 3, plus 3. Du schwebst näher an den Eingang heran. Die Ratten ignorieren dich, die sehen dich nicht. Langsam bewegst du dich in den Raum hinein. Und was du siehst, ist, du siehst, wie in dem Moment, in dem du näher rankommst, wie irgendetwas nicht physisches in ein physisches Wesen zurückdriftet, was vor der Wand steht, die du jetzt sehen kannst. Die deine Schwester gebaut hat. Und das Wesen, was hinter der Wand steht, ist. Wie beschreibt man das am besten? Also, was auch immer da gerade durch die Wand getrieben wurde, um zurück in dieses physische Wesen einzudringen, konntest du nicht wahrnehmen. Aber was du siehst, ist, du siehst mehrere Ratten, die aneinander hängen. Als wären sie verbunden und die nicht durch dieses Ding durchkommen. Deshalb haben sie sich anscheinend getrennt. Anscheinend ist
ist dieses physische Wesen gegen die Mauer geknallt und was auch immer in dem Wesen drin ist, hatte dann die Möglichkeit rauszukommen, ist nun aber zurückgekehrt. Und diese Ratten sind halt verbunden und am Ende dieser der Rattenschwänze, die alle ineinander geknotet sind und dafür sorgen, dass dieser Haufen sich nicht mehr voneinander trennen kann, sieht so aus, als wäre da ein Augapfel, der sich in der Mitte erhebt aus diesem Haufen von Ratten. Das ist widerlich. Macht das irgendwas? Das Auge scheint sich in deine Richtung zu drehen. Mhm. Und dann verschwindet das Viech zurück in die Dunkelheit. Und währenddessen mutmaße ich bei den anderen, dass es an dem Skelett liegen könnte, dass ein vier beknackte kleine Kinder das durchwühlt haben und vielleicht einen Geist gestört haben können. Menschen sind so dumm. Oh Gott! Ah, bist du auch eingeschlafen? Ich hab Hunger. Was hast du gesehen? Da waren Ratten. Ja, das ist ja festgeknotet aneinander. Irgendwas. Durch deine Wand ist etwas Geistförmiges durchgegangen. Ich habe gespürt, dass das durch, aber ich weiß nicht, was. Aber es ist dann wieder zurückgegangen in diesen Rattenknoten. Der Rattenknoten kam nicht durch deine Wand, aber das, was da rauskam, kam durch die Wand, ist dann aber wieder zurückgegangen. Und dann kam in der Mitte von diesen zusammengeknoteten Ratten ein Auge raus. Ja. Hä? So ein glübschiges, großes Auge. Ja, das was hat es? Es hat mich, glaube ich, gesehen und ist dann weggelaufen. In welche Richtung? Zurück in den Tunnel wieder. In welchen Tunnel? In welchen? Konntest du nicht sehen, er ist einfach geradeaus gelaufen. Einfach schnell weggelaufen. Aber du hattest ja die Barriere gemacht, genau vor der eingerissenen Mauer. Nee, wo? Ein Stück im weiter Gang. Innerhalb im Gang, beide, okay. Damit sie beide erwischen konnte. Okay. Also es ist so, dass er kann entweder in den einen Tunnel danach abgebogen sein oder in den anderen, ist ja auch dunkel in dem Ding. Und um uns herum sind immer noch die Ratten? Nö, die sind jetzt auch alle. Die verschwinden jetzt auch alle nach und nach wieder im Gebäude. Im Loch. Gott, was machen wir bloß? Gegen so viele Ratten können wir nicht kämpfen. Ich bin dafür, dass wir das Loch einfach wieder zustopfen. Denn es wurde ja offensichtlich aufgemacht. Vielleicht hat das irgendwas gestört. Wie verursacht man einen Erdrutsch? Da bin ich raus. Kann man etwas sehen? Das kleine Rekumine? Sieht man da irgendwelche morschen Balken? Oder? Also es ist eine Mine und es ist eine sehr, sehr... Wir haben ja ganz am Anfang haben wir ja festgestellt, wann war nochmal der Höhepunkt des Ganzen? 1878 bis 1892. Also kannst du dir vorstellen, wie das Gerüst, was innerhalb der Mine aufgebaut wurde, um die Minenwände zu halten, wie alt das ist. Trotzdem befürchtet ihr jetzt auf den ersten Blick, also einfach da gegenhauen. Ja, ich glaube nicht, dass das wird. Nee. Okay. Wir könnten wissen, was das Ding überhaupt ist. Ich weiß nicht, ob ich nochmal zu dieser Eule will. Das letzte Mal habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das war eine sehr unausgewogene Geschichte. Vielleicht ist es auf der Eule einfach egal. Sie sitzt da oben auf ihrem Bäumchen und ist sicher. Nein, aber wenn sie uns Infos geben kann darüber, was es ist oder wie man es tot macht. Hm? Das ist, was sie als nächstes verlangt. Ich weiß, wir müssen das Skelett zerstören. Und dann ist das nicht so, als hätte was mit dem Skelett zu tun? Okay, nicht? Dir wird auf einmal bewusst, dass die Fledermaus lässt zum Beispiel lässt ja niemanden durch, aber wenn da jemand war vor kurzem, dann wird sie, also wenn es Menschen waren, kann die nicht viel gegen machen. Das heißt, die Möglichkeit, und das ist der einzige Weg, wie man hier rüberkommt. Also die Tatsache, dass die Fledermaus das wahrscheinlich gesehen hat, der gute Couscous. Zumindest könntest du rausfinden, wer in der Mine war, falls euch das hilft. Fakt.
Das könnten wir herausfinden. Aber ist es wichtig? Ja. Außerdem könntet ihr wieder zurück, wie gesagt, zur Eule gehen, ob die euch noch was sagen wir kann. Wir sollten auch auf jeden Fall dem Parlament Bescheid sagen. Hm. Yes. Das waren viele, viele. Vielleicht, dass ein paar Wächter hier der Waffe hier aufgestellt werden und sicherstellen, dass niemand da rauskommt. Während wir versuchen rauszufinden, wie man das Ding bekämpft. Wenn es auch so viel von diesen Ratten besteht, klingt es nicht so, als ob wir einfach beißen können. Das ist zu groß. Da sitzen also vier Katzen auf dem Baum. Und ich würde auch sagen, dass wir hier Schluss machen. So dass Leute, die jetzt noch spielen wollen, die Story, nicht genau wissen, wie man es lösen kann und was das Rätsels Lösung ist. Okay, aber bei uns verrätst du es gleich noch, oder? Ja, okay. Ich verrate es euch gleich noch. Und wir für heute einfach auf Schluss machen. Ihr seid schon sehr weit gekommen. Also es gibt jetzt so viel. Wie gesagt, man würde jetzt nach und nach, und das ist für jetzt für einen normalen One-Shot, den man vielleicht normalerweise machen würde, wenn man privat ist, wenn man sechs bis acht Stunden spielt, würde man es durchkriegen, ohne Frage. Aber so lange spielen wir halt nicht. Das heißt, das ist etwas schwierig, aber ich finde es immer schön, wenn wir euch die Möglichkeit überlassen können, auch wenn ihr es bis hierhin wisst, wie es funktioniert, wenn ihr nicht wisst, was der Knackpunkt ist bei diesem Detektivrätsel. Aber die Tatsache, dass wir Katzen sind, hat das Detektivrätsel um einiges angenehmer gemacht. Das stimmt. Die Tatsache, dass ihr Fähigkeiten habt, mit denen ihr einfacher an Hinweise kommen könnt, macht es, glaube ich, auch besser, weil ihr keine normalen Menschen seid, wie in anderen Sachen, die wir gespielt haben. Ja. Deswegen kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sowas wie die Dresden-Files auch interessant ist, weil man da ja auch Zauberer ist. Auch wenn es in erster Linie Detektivarbeiten sind, hast du halt ganz andere Mittel und Wege, Informationen zu bekommen. Die Detektivabenteuer auch einfacher. Ja, stimmt. Auch wenn wir noch Zaubermups waren, aber... Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich fand es sehr interessant, mal Katzen bei der Arbeit zuzusehen. Das hat alles so viel klarer gemacht. Jetzt wissen wir endlich, warum so gut wie Katzen ticken. Wir wissen, wie sie auf Bäume kommen. Versucht. Wir wissen, warum sie Dinge vom Tisch werfen. Wir wissen, warum irgendwo immer kleine Nagetiere auftauchen. Wundervoll. Ich habe so viel geklärt. Amazing. Na, unglaublich. Ja. Ja, danke fürs Zuschauen. Vielen Dank auch an den Angewaltverlag. Vielen Dank auch nochmal an den Angewaltverlag. Danke an Dominik. Und vielen, vielen Dank an unsere neuen Follower. Wir haben drei neue Follower bekommen. Willkommen an Bord. Ich bereute eure Entscheidung nicht. Niemals. Nächste Woche Sonntag ist wieder Pen and Paper Zeit. Dann spielen wir nämlich D&D weiter. Wenn ihr gerade das erste Mal eingeschaltet habt und ihr habt uns noch nicht, ihr habt noch nicht so viel von uns gesehen, ab der letzten Folge, die wir hochgeladen sind, haben für D&D, kann man im Abenteuer auch sehr gut wieder einsteigen, weil wir nochmal so ein Recap von allem machen und von der Story her ist es ein ganz guter Punkt, um auch neu einsteigen zu können, was bei 33 Folgen ja immer so eine Sache ihr ist. Ihr könnt aber natürlich auch alles nochmal von vorne gucken. Bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag. Das ist doch nicht mehr schlafen, paar drei nicht mehr Stunden arbeiten. Folgen. Mal 33 mal 4. 3 bis 4 ist am meisten. Warte mal. Ich mach da nicht mit. 24. Das ist machbar, wenn ihr nicht schlaft. Wenn ihr keinen Job habt. Oder einen Job, bei dem ihr heimlich gucken könnt. Nicht, dass wir das befürworten würden. Aber man kann auch nur zuhören, weil man muss ja eigentlich nicht gucken. Ja, das nicht unbedingt. Ja. Jedenfalls erfahrt ihr außerdem am Montag oder am Dienstag, was wir sonst so streamen. Wir spielen halt auch Spiele, Computerspiele. Und ich glaube... Da seht ihr entweder die hier oder die da. Ich kann, genau, die zeigt auch da. Oder ihn da. Oder ihn da geht nicht. Oder unseren Tee. Genau. Die.
Jumpscare! Sorry. Schneiden wir raus. Das war nur für die Live-Zuschauer. Sag das nicht, dann müssen wir daran denken, es rauszuschneiden. Auf jeden Fall, ansonsten bis Sonntag, wenn ihr nur für Pen and Paper hier seid. Und wir schauen mal, was nächsten Monat als One-Shot kommt. Wow. Bis zum nächsten Mal.